Hallo. Hallo. Na? Na? Oh Gott, ich hab so Bist du Bock. bereit? Ich bin schon die ganze Zeit am Erzählen, dass ich so Bock drauf hab. Ich habe auch gerade im Chat schon erzählt, wie gehypt ich bin, weil diese Mod so cool gewirkt hat, wo wir kurz getestet haben heute. Also vor allem, mir schwirren schon die ganze Zeit, ich bin voll am Übertreiben, mir schwirren schon die ganze Zeit Sachen im Kopf rum, was man damit machen könnte. So, ja, und dann dicke Streamer-Events. Wir müssen die erstmal testen, ob sie auch wirklich gut funktioniert, ob Ja, man ja. jetzt. Aber es hat sehr viel Potenzial auf jeden Fall. Ja, ich würde auch sagen, ich starte direkt mal RimWorld, ne? Ja, Würde ich mal sagen, können hier. direkt rein. Ich hab dich auch zum Squadstream eingeladen, wenn du Bock hast. Ja, ich habe schon angenommen. Ist das Aber durchgekommen? was? Oh, bei mir ist es noch nicht angenommen. Warte, sonst. Ah, doch, ich mach's nochmal. Jetzt, Oh, perfekt. jetzt. Geil. Alle gegen Edo-Event wird hier vorgeschlagen. Das ist Ja, vielleicht nicht Edo gewinnt dann realistisch. trotzdem Ja, Wetten. vermutlich. Das ist traurige. Edo und der Arktik, der die letzte Rimion-Ship gewonnen hat. Das ist furchtbar. Alle anderen gegen Donnerherz. die beiden. Ich meine, ich hab jetzt die 600-Stunden-Marke geknackt. Also langsam wird es. Bald kann ich so ein bisschen mitmischen bei den 1000-Stunden-Leuten. Ich habe auch schon Aber die sind ja schon die. bei irgendwie 3000 Stunden oder so. Das sind ja ganz andere Dimensionen. Ja, das sind alles Suchtis. Ich habe auch schon die 16 Stunden geknackt, jetzt letzte Woche. Also ich bin eigentlich auch ready, wenn du mich fragst. In wie viel Zeit? 16 Stunden? Ich habe jetzt, ich glaube, 5 Sessions gemacht. Ist aber auch, also bei mir war, wo ich angefangen habe, RimWorld zu spielen, ich war krank Ja. und dann habe ich halt den ganzen Tag nur RimWorld geballert Kann und ich so voll und bin so richtig verstehen. drin versumpft, ey, das war perfektes Timing, ey, Ich habe auch so richtig gemerkt, als ich es angefangen habe, ich konnte irgendwie nicht mehr ohne. Also ich habe den ganzen Tag so darüber nachgedacht. geil. Oh, RimWorld. Och, hätte schon Ey, Bock der Sog jetzt. am Anfang ist so insane, oder? Du denkst die ganze Zeit so, oh, das baue ich dann demnächst bei meiner Kolonie und oh, das mache ich dann als nächstes und oh, das Szenario. Ja. Aber hier wird auch schon richtig gesagt, 16 Stunden sind im Prinzip auch nur das Tutorial. So, da bist du ja, was hast du da für eine Kolonie? Da bist du so, ach, Also ich hatte das Gefühl, bei 100 Stunden habe ich so die meisten grundlegenden Prozesse verstanden. So, das ist halt echt Ja. krass. Ich hab ja zum Beispiel nicht mal die meisten Gegner noch nicht mal gesehen und so weiter. Oder in der Forschung bin ich auch noch ganz am Anfang. Also, da kommt ja noch so viel auf einen zu. Und wenn ich dann so bei Edo reingucke oder bei dir und so sehe, was für riesige Kolonien ihr habt und irgendwie so 10 Leute plus. Und ich denke mir so, ey, ich krieg nicht mal 4 irgendwie gemanagt. So. Wir haben es vorhin auch schon einmal getestet. Genau, ich würde mal eine neue Kolonie starten und dich dann einladen, oder? Yes. Ich muss nur gleich mal gucken, wie das mit den Mods ist. Ja, oder du guckst noch mal gerade ganz kurz. Wir machen ganz normal Bruchlandung für den Anfang, würde ich sagen, ne? Ja. Nicht hier so allein nackte Brutalität, ist vielleicht ein bisschen zu krass am Anfang. Ich nehme mal Randy, 250%, verliere Yes. macht Spaß. Yes. Weil Randy ist Bay, Randy ist eh der Geilste. Habt ihr eine Idee für einen richtig guten Seed? Ina, danke für 30 Also du Monate. und Chat und alle Und der Leo, gemeinsam. danke für Was 10. ist der ideale Seed für unser Vorhaben? Der ideale Seed. Eigentlich müsste es eine Fusion sein. Irgendwie. Irgendwas mit roten Pandas und Bienen, ne? Der Ja. Pandastock. Klingt aber irgendwie blöd. Klingt ein bisschen, ja. Honigpandas. Honigpanne? Panda-Biene. Multipass. Multipass ist auch witzig, weil Multiplayer. Oh. Oder. Jemand schreibt, macht auf 500%, ihr seid zu zweit. Das ist nicht, wie es Das funktioniert. muss man Nur ganz weil man sagen, zu zweit also. ist, sind die Raids nicht kleiner. Nur weil es zu zweit sind, heißt es nicht, dass wir es irgendwie besser hinbekommen. Was war das Höchste, was du bislang geschafft hast in RimWorld? 250% tatsächlich. Nur Okay. 500% bin ich gerade dran. Ich habe halt genau dasselbe gemacht wie du. Ich bin halt direkt auf 250% gegangen und dann braucht man ein paar mehr Stunden fürs erste Raumschiff, wenn man es Ja, so macht. das kann ich verstehen. Ich nehme einfach mal Panda-Biene. Panda-Biene, okay. Panda-Biene ist, glaube ich, ein guter Seed. Ich nehme mal hier alle Gegner und so. Multiplayer heißt ohne ständig auf Pause drücken, oder? Also, das funktioniert so. Wir teilen uns das Pausenmenü. Das heißt, wenn ich pausiere, ist es auch bei Marty pausiert. Es gibt auch einen experimentellen Bild, dass man wohl das getrennt, also abkoppeln kann, dass jeder für sich Pause machen kann. Aber es ist halt noch experimentell, deswegen wollten wir es jetzt nicht mal live austesten. Aber vielleicht für die Zukunft irgendwann. Ich glaube, der Seed, Ja, wir sind was besser hältst als du von Matteo. einem. Ich weiß nicht, ob der funktioniert. Was eigentlich mit Matteo? Spielt der mal wieder RimWorld? Der hat eine Oder hat er Pause jetzt erstmal für immer gemacht. aufgegeben und an dich abgegeben? Ich glaube, für immer nicht, weil ich glaube, spätestens wenn ich es schaffen würde auf 300%, wäre sein Ehrgeiz gekitzelt, es selber wieder auf 500 zu probieren.
Aber der macht erstmal Pause und meinte so, ich soll erstmal mich da ein bisschen rumprobieren. Ich suche uns mal einen ganz kuscheligen, netten Laubwald in der Nähe des Äquators raus, oder? So die Eisscholle machen wir dann das nächste Mal. Ja, ja, okay. Nächstes Mal Eisscholle, das klingt gut. Ja, ne? Ich kann... Müssen sich auch steigern können irgendwo, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Möchtest du irgendwie dir einen Kolonisten aussuchen oder so? Ich starte jetzt mit 3 Kolonisten. Ja. Also, ich erstelle erstmal das Spiel und dann lade ich Leon ein und dann spielen wir zusammen. So yes. Funktioniert es bei der Mod. Jedenfalls habe ich es bis jetzt so gesehen. Deswegen ne, erstelle ich gerade hier allein ein Spiel. Willst du irgendwie mitentscheiden, welchen Kolonisten ich nehme? Warte, ich kann mal bei dir reingucken einfach. Marty. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum RimWorld so leise ist, aber ich habe die Musik ausgemacht. Hallo, Tra. Irgendwas ist anders. Piep, piep, piep. Okay. Das sind die 3, die wir haben. Wir können uns alle hier aussuchen. Wir haben Starry, 27 Jahre alt, Glitzerwelt-Empath, ist allerdings, er verweigert Gewalt, deswegen. Ja, vielleicht nicht so gut. Dann haben wir Nada, die ist zwar sehr gut in Gewalt, aber kann halt dafür sonst nichts. Raus. Boah, Konstruktion 0 ist ja auch absolut Trash. Frankie ist eine lahme Ente und ein Weichei, aber dafür blutrünstig. Raus. Dann sehen wir nur die Creme de la Creme. Und habgierig. Dann haben wir Sam, der verweigert auch Gewalt. Das ist ja schrecklich. Dann haben wir, wenn du Pazifisten. Dann haben wir Lorena. Dann haben wir Fabio, der verweigert auch Gewalt. Das ist ja unfassbar. Okay. Ich klicke mal ein paar Mal auf Zufälle. Ich klicke mal ein paar Mal durch. Also Spexi, der kann Handwerk und intellektuell. Der ist gar nicht mal schlecht. Den behalten wir vielleicht, oder? Den Kenzo Spexi. Ja, ja, ja. Den kannst du haben. Was soll das denn heißen? Warte mal. Dann haben wir insgesamt, wir haben Kochen, wir haben Medizin, wir haben intellektuell, wir haben Bergbau, wir haben noch niemanden mit Konstruktion. Ja. Sie kann sehr gut Bergbau, ist Kurzschläfer und Körperpurist. Er kann sehr gut Nahkampf, kann aber nicht so wirklich, was wir brauchen, hat eine quälende Stichnarbe. Er ist außerdem eine lahme Ente. Ich würde ihn mal hier ersetzen. Hau durch ihn raus. Jemanden, der noch ein bisschen Konstruktion kann. Immerhin 4 und eine Flamme. Gutes Gedächtnis und Optimist, den nehmen wir, der ist gut. Und er kann gut sozial. Verweigert ja. Fürsorge. Das kann uns noch, das wird uns noch irgendwie einen Hinterbeißern. Das sehe ich schon. Dann keine Fürsorge? Aber die anderen können es, ne? Ja. Richtig doof ist halt, wenn dir passiert, dass du 3 Kolonisten nimmst und die können alle keine Fürsorge und das fällt dir dann nicht auf, bis zu spät ist. Das ist auch schon mal passiert. Ja. Fürsorge, also das bedeutet auch, dass sie sich selber nicht verarzten, oder? Ja, das ist richtig ätzend. Die verbluten dann einfach, du kannst nichts dagegen machen. So, ich sterbe jetzt einfach. Das ist how it ends. Weil irgendwie ein Meerschweinchen ihm den kleinen Finger gebissen hat oder so, ne? Man kennt es. Wollen wir den Leuten noch lustige Namen geben? Lustige Namen. Was haben wir denn? Ich weiß gar nicht. Hast du die Twitch-Integration an? Ja. Ich hab die an. Ich hab die an. Gehen. Dann wären das Zuschauer, würde ich sagen. Okay. Oder? Weil ich meine, der Chat, der kann auch alles. Das ist das Gute. Mit denen können wir dann einfach die Kolonie dann schaffen. So. Ja, wir haben ja auch schon ein paar Running Gags am Laufen. Malna zum Beispiel stirbt bei uns immer und so. Ja, ja. Der Krach von Sirenen und berstendem Metall hallt durch eure Ohren, als ihr aus eurem Kryptoschlaf erwacht. Trotz Explosionen und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, das die Rettungskapseln zu erreichen und euch ins All zu katapulieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Und so landen wir hier auf einer einsamen Insel mitten im Nirgendwo. Und ich lade dich mal direkt ein. Ja. Da muss ich die wunderbare Musik an. Und einmal hier. So, Server hosten. Ich habe eine Zeit lang Darkest Dungeon gespielt. Ich habe immer die Leute. Das ist so, du hast 4 Helden, 4 Klassen und du gehst einfach durch Dungeons durch und kriegst die ganze Zeit so Encounter gegen andere Gegner und machst so Turn-Based Combat im Prinzip. Und ich habe auch die ganze Zeit die Leute nach Leuten im Chat benannt und ich habe ein Talent dafür, die Leute zum Durchdrehen und zum Sterben zu bringen. Ja, bei RimWorld sowieso. Also ist manchmal gnädig, wenn du nicht spawnst. Und der Chat soll dich informieren. Ich habe gerade beim Servernamen deinen Namen falsch geschrieben. Okay. Ich hoffe, das ist nichts Persönliches. Nee, klar. Das passiert dem Besten. So. Online-Server steht, du könntest jetzt joinen. Ich habe angefragt. Ich brauche wieder die Akzeptanz. Hallo? Hallo? Frage.
Wie hast du den geschrieben? Ja, nicht jetzt irgendwie gemein oder so, nur ein Buchstabe war falsch. Akzeptieren. Ja, klar. Okay, verbunden. So, ich hab hier das Mod-Ding. Ich muss mal ganz kurz, glaube ich, meine entsprechend einstellen. Na klar. Ich rüste die Leute schon mal ein bisschen aus hier und so. So, du kriegst das Gewehr. Keiner Nahkampf. Du kannst Nahkampf, du kriegst das Messer. Hex, du bist nutzlos, du kriegst einen Revolver. Wir haben einen Hund, er ist Slate und er ist sehr süß. Wir haben einen Hund? Können wir den Pipo nennen? Können wir machen, ja. Sehr gut. Ja. Ich hoffe, ich schreibe das jetzt nicht falsch, hoffentlich. Was? Pipo, der Hund. Oh, du kannst ihn ja selbst benennen, wenn du da bist. Next anyway, mach ich mal. Okay, ich joine. Also mein Chat sagt, wir sollen den Hund Matteo nennen. Hey, du bist da! Da, oh, guck mal, das ist der Mauszeiger von dir. Guck mal, wie cool das gemacht ist, Chat. Ne? Man sieht jetzt hier jeweils, was der andere anklickt und der Mauszeiger, der sich bewegt. Und wenn ich jetzt schnell drücke, ist das Spiel für uns beide schnell. Wenn einer Pause drückt, ist das Spiel für uns beide pausiert. Wie cool ist das gemacht, oder? Ist richtig nice. Es sieht sogar aus wie Pipo, der Hund. Ja, perfekt. Oh, geil. Und das ist unser Planet. Oh. Was ist okay? Ich will immer direkt gucken. Was ist unser Koloniewert jetzt? Okay. Oh, direkt. Guck mal, schon Profi. Er weiß direkt, oh, Koloniewert muss niedrig gehalten werden. Ja. Ich habe viel mitgenommen in den paar Stunden Leid, die ich da hatte. Was ist das hier? Eine Schutzweste haben wir sogar. Du guckst ja auch bei den Besten zu. Also, da ist ja wahrscheinlich. Genau, ich habe den Leuten schon ein paar Aufgaben gegeben. Weißt du, dass man die Leute mehrere Sachen hintereinander machen lassen kann? Mit Shift, ja. Genau. Ist das ein Jaguar? Das ist ein Panther rechts von uns, ne? Anziehen sollen und so. Ja, der will uns wahrscheinlich essen. Ja. Deswegen sollten wir uns vielleicht einen kleinen Unterschlupf bauen. Yes. Ich würde mal vorschlagen, wir bauen uns vielleicht hier rein. Was sagst du dazu? Hier rein ins... Warte, wo bist denn du? Ach, da oben rein. Ach so. Ja. Kann ich mal gucken, wir recyceln das Ding, oder? Ist. Siehst du eigentlich auch, wenn ich die Karte verändere, wenn ich hier die Ansicht anschalte und so? Nee, das sehe ich nicht. Das ist nur für dich. Okay, weil ich gucke gerade, wo fruchtbarer Boden ist, wenn man hier auf den kleinen Zweig rechts klickt. Und fruchtbarer Boden ist zum Beispiel hier und hier. Da wachsen die Pflanzen besonders gut. Also vielleicht, da hier der fruchtbare Boden ist. Siehst du das auch gerade? Ja, ich sehe den Zweig nicht, aber ich sehe den fruchtbaren Boden. Der ist dunkler. Klick mal rechts unten bei den Symbolen. Auf diesen kleinen Sprössling neben dem kleinen Haus in der zweiten Reihe. Ich bin einfach nur blind gewesen. Oh. Und richtig, richtig saftig grün heißt richtig saftiger Boden. Genau, richtig saftig grün heißt fruchtbarer Boden. Da wachsen die Pflanzen, boah, lass mich nicht lügen, mit 120% Geschwindigkeit. 140 da sogar. Halt sehr viel schneller. Ja. Ah ja. Fruchtbarkeit 140. Guck mal, ne, Leon weiß das besser als ich. Okay. Wollen wir dann die Ruine da drüber vielleicht direkt einnehmen? Ja, vielleicht bauen wir hier. Ja. Wir können ja mal direkt hier unsere Arbeit ein kleines bisschen einstellen. So, ich erlaube mal erstmal das Holz. Was unsere Leute machen sollen. Ja. So, erstmal hier unser bester Arzt wird Arzt. Wer ist denn hier der Mensch mit der besten Feldarbeit? Das ist Lorena. Die macht dann Feldarbeit und Bergbau. Ich guck mal nach Kochen. Wir haben Kochen 1, Kochen 1 und Kochen 2. Das heißt, Griff ist unser Koch. Leckeres Essen ist gerade noch keine Priorität, was soll ich sagen? Oh, wir haben aber einen Arzt 7 bei Pex und Arzt 7 bei Lorena. Ja, nice. Medizin haben wir ganz gut. Oh, neue Liebhaber! Wow! Die haben sich direkt verliebt! Ey, wir sind 5 Minuten hier auf der Insel. Gelandet. Griff versuchte Lorena zu verführen, indem er eine Geschichte über Sport erzählte. Das war wahrscheinlich das Nahtoderlebnis, weil die abgestürzt und dachte sich wieder, oh, das Leben kann so kurz sein und deswegen, das wäre zusammen wahrscheinlich deswegen. Er hat kurz erzählt, wow, ich war letztens erst im Fitnessstudio. Wir werden uns hier durchboxen. So. Jetzt können wir schon im Haus bauen. Wir mal so einen kleinen Mini-Shelter hier. Dann. Ja, wir müssen mal gucken, ne, ob wir uns irgendwie die Arbeiten aufteilen wollen oder so. Ich dachte, du hast sogar direkt eine Lagerzone gemacht. Eine kleine Basis. Ey, du bist ja. Bist ja auf Zack? Warte mal, ich überlege kurz. Ja, ich spiele gerade das erste Mal 500%. Ich bin es gewohnt, öfter mal neu zu starten, deswegen die ersten Schritte, die gehen dann recht schnell. Wer kann eine gute Konstruktion bei uns?
Das war ja nur Lorena, ne? Aber bei Konstruktion 4 bei Griff. Die sind beim Absturz aufeinander gelandet, deswegen sind die jetzt zusammen, sagt mein Chat. Wir bauen sogar direkt Wände aus Stahl. Mhm. Also, wir sind ja richtig protzig. Nee, also tatsächlich, Stahl und Holz geht beides recht schnell zu bauen am Anfang. Wenn du mal guckst, die verbleibende Arbeit ist nur 3. Und Steinwände aufzubauen dauert sehr, sehr viel länger. Holz- und Stahlwände gehen schnell aufzubauen. Das hier ist alles aus Stahl auch, das sehe ich jetzt erst. Genau, das ist alles aus Stahl, das können wir abbauen, dann können wir da schnell Wände draus bauen. Das geht viel schneller, als wenn wir hier die Steinwände abbauen und dann wieder zusammenklöbeln. Und deswegen spiele ich mit Martin. Stahl und Holz. Ja, jetzt gibt's hier Coaching. Aber Stahl und Holz hat dafür den Nachteil, dass es brennt. Also, weißt du, eigentlich gucke ich gerade nur zu, wie du spielst. Dann fackelt das ab. Ja, Entschuldigung, ich mach viel zu viel. Nee, ist eigentlich voll schön. Das ist aber wie so ein Play. Ich guck einfach so zu. Die Reflexe. Ich fange mal hier an, Betten zu machen. Achso, und vielleicht auch für den Chat. Wir haben uns überlegt, wir starten erstmal zusammen, ne, dass wir uns zusammen erstmal eine erste kleine Basis bauen. Und dann ziehen wir vielleicht in die Welt raus und jeder baut eine eigene Siedlung, weil das kann man auch machen, dass jeder seine eigene Siedlung hat. Wo baust du die Betten nach draußen? Ich will den Raum. Wir bauen da oben noch an, weißt du? Ah, okay. Ja, mal gucken, wie hungrig der Teleaffe ist, ob der uns essen möchte in der Zwischenzeit. Heißt der Panda hier jetzt eigentlich auch Teleaffe bei dir? Weil wir beide die Twitch-Integration haben? Bei mir ist die Twitch-Integration anscheinend nicht an. Bei mir heißt es Melrakal. Aha, jetzt kriegen die zwei verschiedene Namen bei dir und bei mir, weil wir beide Twitch-Integration haben. Ah, weil wir verschiedene Chats verbunden haben. Komisch, ja, ja. Das sind vielleicht ein bisschen schizophren. Bei mir ist das halt der Teleaffe. Der freut sich bestimmt, dass du die Betten draußen baust. Der hat bestimmt Hunger. Ja, wir haben Pipo, der verteidigt uns. Ja, das stimmt. Wir können ja Pipo hier auf Angriff trainieren. Ja, genau. Angreifen, retten, alles trainieren, tragen. Haben einen Animal-Händler. Haben wir hier Lorena, kann Pipo ein bisschen trainieren. Nein. Die Mod ist richtig nice, oder? Also ey, die Mod ist voll geil. Ich habe kurz ein bisschen getestet, aber also allein wie schnell das gegen sich zu verbinden, man muss halt nicht mal irgendwie einen Server aufsetzen oder irgendwie einen Port eingeben oder so. Das lief halt direkt über Steam alles, die Verbindung, und war wirklich total easy. Also ich war selber so ein bisschen begeistert davon, muss ich sagen. Ich find's voll verrückt, was man so alles machen kann, einfach wenn man Ahnung hat von so Programmieren und sowas. Ja, ne? Und dann frage ich mich manchmal, warum kriegen denn das andere Games nicht hin, so, oder andere Mods, wenn es doch so einfach geht, so. Ja, ganz oft wird halt Mod-Support nicht so wirklich priorisiert. Das finde ich voll schade, weil ich glaube, gerade bei solchen Games sieht man es halt, oder bei Minecraft hat man ja auch gesehen, wenn man Mods benutzt, man kann so viel erschaffen, das ist so viel Mehrspielwert für die Leute auch. Wusstest du, dass RimWorld unter den Top 10 am besten bewertetsten Steam-Spiele aller Zeiten ist? Was? Top 10? Mhm. Weltweit, Top 10, all time. Das will schon was heißen, oder? Ja, also mega. Und ich glaube, das liegt unter anderem auch am Mod-Support, daran, dass es halt so einfache und gute Mods gibt für RimWorld und das auch sehr unterstützt wird von den Entwicklern. Ist tatsächlich so, könnt ihr googeln. RimWorld ist eins von den Top 10 am besten bewertetsten Spiele aller Zeiten auf Steam. Das ist schon eine Ansage, das ist schon ziemlich krass. Ich glaube, die Leute sind Mod halt auch. Mod heißt einfach nur Multiplayer. Genau. Ich glaube, die Leute sind auch einfach so. Die Leute, die RimWorld spielen, für die ist es auch echt einfach. So ein super, super essentielles einfach irgendwie, weil es einfach so viel Herzblut hat. Also bist du ein bisschen Kult vermutlich. Leon, ich muss dich ja mal loben. Du hast sogar ein Doppelbett fürs Pärchen gebaut. Ja. Ich bin begeistert. Oder? Hat da sogar dran gedacht an den Bonus, dass die zusammen schlafen. Ja, ja. Wir lassen die zusammen schlafen. So stolz bin ich. Es ist ein Spiel fürs Leben, ja. Korrekt. Ich glaub, also ich würde mal ein bisschen spulen, ne, wenn du nicht gerne hast. Oh, du kannst pingen, interessant. Wie geht das denn? Ich habe gepingt? Wie habe ich gepingt? Ja, irgendwie war da gerade so ein blauer Pfeil. Aber wie, weiß ich auch noch nicht so ganz. Oh, Risiko? Hex. Aber wir brauchen Entspannung. Die haben noch nicht so einen Hufeisenstab. Oder ja, Leute hier. Ich baue mal einen. Ich habe gehört, das Hufeisen ist das Wichtigste. Zuweisen? Das Hufeisen, die ja. Aufgaben? Nee, das Hufeisen an sich. Das ist das Wichtigste für die Leute. Ich finde das so witzig, wie die einfach. Also, du strandest allein nackt in der Wüste, aber du hast ein paar Hufeisen zum Werfen in deiner Hosentasche so.
Ja, klar. Die kommen ja dann mit dazu. Sinn, mit dem Stock. So, ich brauche noch ein bisschen mehr Stahl. Ich reiß mal so ein paar Sachen hier ab. Der Sarkophag ist auch eher so ein schlechtes Omen. Ich mach den mal weg hier. Das Bett muss noch fertig gebaut werden hier. Kannst du das einmal... Lorena da draußen. Warte mal, wer ist das Pärchen? Griff und Lorena, ne? Ja. Perfekt. Und Pex muss denen zugucken bei ihren nächtlichen Aktivitäten. Das ist halt eine typische WG, ne? Scheint nichts dagegen zu haben. Wir machen hier noch einen Nachttisch dahin. Wir haben sogar noch ein Bett, was rumliegt hier für Pex. Stimmt, wir können ihm auch ein Doppelbett machen einfach. Ja, oder als Krankenbett oder so. Wäre ja, also schon. So. Die Sache ist die, der erste Raid, der kann schon an Tag 1 kommen, der erste Raid. Und wir müssen uns dafür vorbereiten, wir brauchen Verteidigung. Wir haben ja ein paar Waffen, die wir benutzen können und so. Ja. Aber was sehr, sehr wichtig wäre, wäre, dass einer unserer Menschen hier Konstruktion 4, aber wir haben schon Konstruktion 4, Stachelfallen. Wir sollten Stachelfallen bauen, weil tatsächlich der erste Raid, der kann schon am ersten Tag kommen, wie ich sehr schmerzhaft erfahren habe. Ich kümmere mich um den Stachelfallengang, ja? Okay, dann warte. Lassen wir mal hier. zeig mir mal den perfekten Stachelfallengang. Okay. Ich mach das. Ich mach schon mal ein paar Felder währenddessen. Ich muss noch planen in meinem Kopf. Ja. Es gibt auch nicht den einen perfekten Stachelfallengang oder so. Es ist immer abhängig von, was du bauen willst. Geh die mal weg. Die bleiben. Der kommt weg. Dann. Hier. Hier. Und hier. Mein Chat schreibt gerade, die Leute, die RimWorld gut bewerten, waren Marty McFly, Marty McFly 1, Marty McFly 2. Ja, aber das alles sein. Gekaufte Meinung. Ich spiele gar nicht RimWorld. Ja. So. Ach, guck mal hier, der Trick mit dem Zaun. Ja. Den kennt man auch schon. Sehr gut. Ich wurde von Chat 1a eingewiesen, das Ganze. Ja. Jetzt kriegen die auch einen schönen Nachttisch, damit die hier schön ihre Sachen verstauen können. Der Nachttisch, den braucht man später nicht mehr so unbedingt, weil der erhöht den Komfort, während sie schlafen. Ja. Was ganz nett ist, ne? Dann sind die ein bisschen gemütlicher unterwegs, dann kriegen sie einen Bonus dafür, dass der Komfort relativ hoch ist. Später, wenn du super viele Sessel und so in der Kolonie hast und die sowieso im Luxus leben, dann kannst du denen eigentlich sparen, stattdessen eine Statue hinbauen. Ich habe auch einen Schlafplatz gemacht für Pipo. Oh ja, das ist natürlich sehr wichtig. Wie konnten wir das übersehen? Das macht mich gerade ein bisschen nervös, dass wir hier die Türen noch nicht haben. Vielleicht verbieten wir mal ganz kurz die anderen Sachen. Dass die vielleicht erstmal die Türen hier bauen, weil es macht mich ein bisschen nervös, dass wir hier hungrige Fressfeinde haben und noch keinen Raum zum Aufschließen. Aber sind die wirklich so hungrig? Oh, hier ist ein... eins für Nashörner. Hast du schon gehört? Eins für Nashörner heißt bei mir Marty übrigens, die rechts von uns sind. Was? Bitte? Ich hab das nicht gemacht. Nashorn, klick mal drauf. Ich hab drauf geklickt. Marty. Das hier. Das Marty ist Marty. Marty ist ein 15 Jahre altes Nashornmännchen. Ja. Ah ja. Aber kerngesund. Ich wollte gerade sagen. Das müssen wir zähmen. Lass mal Nashörner zähmen und damit kämpfen. Ich finde das auch keine schlechte Idee. Auf den reiten. Ja. Tatsächlich, die Raubtiere, die sind ziemlich hungrig. Das kann recht schnell mal passieren, dass die dich fressen wollen. Wenn du ein paar Mods installiert hast, denn bei manchen Mods kann man sehen, wie hungrig die Wildtiere sind. Wir können das gerade nicht sehen. Wenn die so 30% Hunger haben, dann fangen die an, sich Beute zu suchen. Ja. Und wenn wir gerade in der Nähe sind, dann ist die Beute halt wir, ne? Also das kann schon mal passieren. So ein hungriger Panther kann schon passieren, dass die uns fressen wollen. Das kann schon sein. Machen wir unser Heimatgebiet ein bisschen kleiner. Das ist ein bisschen exorbitant groß. Ich spule mal ein bisschen, ne? Ja. Nahrung haben wir noch, ja. Ungewohnt, mit so viel zu starten. Ist echt angenehm. Hast direkt so eine kleine Basis schon mal. Guck mal, haben schon eine Falle. Wir sind im Prinzip sicher.
Multiplayer-Ping? Ah, warte mal, du hast gerade einen Ping gemacht bei mir. Warte mal. Und dann wurde mir der angezeigt hier. Ja, wie hast du das gemacht? Ah, das ist der Mausbutton, mit dem ich mich mute im Das ist vielleicht. Warum bist du rechts so eine Einblendung? Multiplayer-Ping. Ich dachte so, scheiße, wir sind irgendwie desynced oder sowas. Ah, nee, ist einfach. Jedes Mal, wenn ich mit meinem. Geil. Ja, gut, das muss ich vielleicht noch umlegen. Ich guck mal vielleicht in die Mod-Option. Ja, ja, guck mal. Multiplayer-Einstellungen. Oh, geil. Mal weiterlaufen. Das wäre aber gut, wie du sagst. Enable Location Ping, das mache ich mal aus. Ja, gut zu wissen. Wenn Griff gleich mal hier auf die. Das sind Marmortüren, die wir da gemacht haben. Deswegen bauen die nicht. Oh, dann war es tatsächlich mein Fehler. Die waren bei der Eisenwand. Ich dachte, das sind Eisentüren. Ich mache mal Eisentüren rein. Ja, ja. Ich mache mal Eisentüren rein. Ich bin schon gewundert. Geht das so mit der Tür da rechts oder müssen wir unten noch einen Block hinbauen? Das geht, ist halt nur ein bisschen hässlich. Gut. Dann geht's nicht nur mir so. So. Ich bin mal gespannt, wann der erste Raid hier kommt und so. Mal gucken, wie viel Koloniewert haben wir denn gerade? Wir haben gerade schon 16.000. Ja, der erste Raid ist ja meistens nur so ein Typ mit Messer, das kriegen wir hin. Ja. Pax ist gierig und hat deswegen minus 8, weil er gerne einen imposanten Schlafraum hätte. Und Lorena hat ihn zurückgewiesen. Also wir haben schon eine richtig dramatische Dreiecksbeziehung. Pax hatte nämlich auch Lust auf Lorena, aber die ist mit Griff zusammengekommen. Ja, und jetzt ist Pax schlecht drauf. Vielleicht können wir irgendwie Pax mit Pipo so ein bisschen, dass er irgendwie, ne, dass die beiden, nee, also ne, dass die einfach ein cooles Duo werden. Also. Ja, ja, die Idee, also. Freundschaftlich. Freundschaftlich, ja, platonisch, also platonische Liebe, weißt du? Das will ich hoffen. Ja, ja. Ach, das ist schon hier was angebaut. Ich klaue uns mal einen Tisch. Klaue ich uns mal. Ja. Bei der Pax ist unter anderem schlecht drauf, weil er ohne Tisch gegessen hat. So. Braucht man auch Stühle? Ich meine, auch essen die auch so am Tisch ohne Stühle? Nee, die brauchen Stühle. Sonst essen die nicht am Tisch. Ach, du machst Hocker. Und ich mach's. Man die Hocker benutzt. Hocker sind einfach nur billiger zu bauen. Und Hocker benutze ich gerade, weil ich spiele gerade mit Ideology. Ja. Das ist ja dieses, das ist ja das zweite DLC, das ist ja mit den Religionen und so, und das ist ja richtig krass abgespaced. Wenn du eine bestimmte Ideologie hast, dann haben die Bauwerke bestimmte Stile. Mhm. Und die Hocker, die sehen dann irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen anders aus als normale Hocker. Und dann sind sie so, oh, meine Religion ist repräsentiert. Und dann kriegen die so einen Mutbonus. Aber Hocker sind einfach nur ein bisschen einfacher zu bauen, hauptsächlich. Da haben wir, wen der Waldarbeit macht. Die Lorena hier, wenn es mit den Feldern fertig ist. Wir müssen bei Pax auf jeden Fall bald mal, glaube ich, einen eigenen Schlafraum geben. Minus 8 ist schon. Ja, der Pax, der ist gierig. Ja. Es gibt gierig und es gibt neidisch, gibt es, möchte ich meinen, heißt der Perk auf Deutsch. Bei habgierig, da möchte er einfach nur einen sehr schönen Schlafraum haben. Und bei dem anderen möchte er den schönsten Schlafraum der Kolonie haben. Also bei ihm reicht das, wenn der imposant ist, wenn der besonders schön ist, der Schlafraum, wenn wir da ein paar Statuen reinstellen. Das okay, geht noch ganz gut. Aber super nervig ist das, wenn du wen hast, der neidisch ist und den allerschönsten Schlafraum von allen haben möchte und dann hast du irgendwie so einen König, der so einen goldenen Schlafraum hat. Das ist dann ein bisschen anstrengend. Ah, guck mal, eine Kommode. Ich sehe sogar, wenn du was baust, sehe ich sogar einen Blueprint da rumschweben. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Ja, aber ich glaube, das Stahl ist ein bisschen too much, oder? Guck mal. Ah, wie lustig. Du siehst auch den Blueprint, ne? Ja. Ey, die Mod, die ist ja der schon, Hammer. Die ist schon echt geil. Wahnsinn. Okay. Krass. Ey, ja, ich würde sagen, wir bauen die Sachen, die wir aus Holz bauen können, die bauen wir aus Holz, weil wir nicht unendlich Stahl hier auf der Karte haben von Anfang. Genau das. Warst du schon bei Tiefenbohrung und solchen Sachen? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Was? Okay. Ich habe nur ganz oft gesagt mir der Chat, ich soll irgendwie nach Dächern gucken. Ich habe das noch nie gerafft. Aber jetzt habe ich das verstanden, als ich, glaube ich, dir zugeguckt habe, dass wenn man auf Dächer unten rechts klickt, und dann das Grün ist, dann können da irgendwie Insekten sein oder sowas, oder? Mhm. Wenn du hier auf Dach klickst, dann sind ja Stellen hellgrün, ne? Ja. Und hellgrün heißt, dass da Dach ist. Da ist ein von Menschen gebauter Dachvorsprung ist da oder irgendwie so ein kleiner Dachvorsprung. Und wenn du tiefer in den Berg reingräbst, dann wird der Punkt irgendwann dunkelgrün. Ja. Und dunkelgrün bedeutet dann, dass der Berg über dir drüber ist, dass du im Berg drin bist. Ja. Und da können dann die Insekten spawnen. Das heißt, man muss das Dach dann entfernen oder wie löst man das?
man baut da entweder gar nicht rein oder wenn man den Stahl dann abgebaut hat, dann stellt man da stattdessen eine Wand ran, eine Wand rein. Ah, oh. Also wenn der Raum gefüllt ist, dann können keine Insekten spawnen, wenn da eine Wand reingebaut ist. Ich sehe, verstehe. Weil meine erste Kolonie, an der ich gerade noch dran bin, die so ein bisschen jetzt am Rippen ist, da ist meine halbe Base ein Berg. Ja, Insekten, daran ist meine erste Kolonie auch gestorben. Aber sind Insekten deswegen wirklich so schlimm? Ich meine, können wir nicht so eine elektrische Fliegenklatsche oder sowas bauen? Ja, eine Feuerfalle funktioniert ganz gut gegen die. Hört ihr chatten? Im Feuerraum. Man kann sie alle ganz gut anzünden, kann man sie. Aber ja, die Insekten, die sind schon sehr, sehr stark. Die Insekten, die rippen dich schon ziemlich krass, wenn du nicht aufpasst. Also vor allem auf hohen Schwierigkeiten, da sind die einfach, es spawnen einfach unfassbar viele auf hohen Schwierigkeiten. Lass die Lorena mal gerade ein paar Bäume fällen, ehe sie die Felder weitermacht. Die Felder brauchen wir gar nicht so dringend, wir haben noch Essen. Oh, der Panther ist hungrig und macht Jagd auf den Wolf. Nein! Er macht Jagd auf Pipo. Wolf ist Pipo? Er macht Jagd auf Pipo. Oh, oh. Ja, das ist Pipo. Wir müssen ihn reinbringen. Wir machen eine Zone. Ja. Zonen. Können wir den Panther durch die Fallen benennen? Fallen locken? Pipo. Könnten wir machen, aber ist ja eigentlich gar nicht nötig, ne? Das heißt, wenn wir Pipo jetzt reinbringen, dann jagt der Pipo nicht mehr, oder was? Ich mache mal hier eine Zone. Kannst du das sehen? Nee. Und dann sag ich mal Pipo, dass er in die Pipo-Zone rein soll. Und jetzt müsste er reingehen. Ja. Und mit etwas Glück kommt der Panther hinterher und läuft dann durch die Fallen. Okay, okay. Oh, du gehst falsch rum, Pipo. Oh, ja, geh rein. Nein. Oh, Panther abgewehrt. Und jetzt müsste der Panther durch die Fallen gelaufen kommen. Ist halt die Frage, ob drei Fallen genug für den sind. Deswegen wollen wir die? Stellen wir unsere Leute auch hier mal bereit. Okay, du willst sie hinten hinstellen. Ich hätte die sogar vorne Fall, in den Gang reingestellt. Verteidigen müssen. Ja, das sind halt nur zwei Fallen. Der ist halt sehr schnell bei uns. Lass mal lieber kein Risiko eingehen. Okay, ich glaube, so ein Panther, der kann schon gut zubeißen, wenn er möchte. Ja. Das ist aber viel Fleisch, was wir bekommen. Ja, aber wir haben nicht wirklich Nahrungsmangel. Also, ja, aber guck mal, meistens ein Risiko eingehen, wenn es nicht nötig ist. Okay, nee, okay. Guck mal, wie es läuft. So, Falle. Bitte dodged! Ja, er läuft, ja, er ist halt leider noch nicht aggressiv, deswegen läuft er vorbei, leider. Oh. Aber wir machen mal Folgendes. Ja. Wir kämpfen jetzt gegen ihn, das wird schon. Oh, Pipo! Ja, das ist nicht der allerbeste. Wir haben ihn! Ja, das ist auch easy. Medical kann, so. Ja, guck mal. Uns alle einmal. Das ist doch super gelaufen. Ja, geht. Wir haben noch jetzt ein Medical-Bett auch. Ja, geht. Ein bisschen Pipo schmeißen, guck mal, geht doch wieder. Hat Pipo schon ein Bett? Ja. Aber ich habe einen Schlafplatz, aber kein Bett. Da legt er, also ich lasse ihn jetzt mal überall hingehen wieder. Wir sollten allgemein mal eine Zone für Pipo machen. Ja. Du kannst aber die Pipo-Zone so anpassen, wie es dir gefällt, weil der legt sich jetzt in den Schlafplatz und da kann er dann verarztet werden. Ja, boah. Ja, Griff kann auch Medizin, oder? Nee, aber guck mal, wie gut wir den Panther weggemacht haben, oder? Ja. Ja, besser wäre es halt gewesen, wenn wir gar keine Verletzungen bekommen hätten, aber ja. Ja, also guck mal, die sind noch in 2-3 Tagen wieder fit. Ach komm, wir haben unsere Fallen eigentlich behalten. Ja, wenn die noch nicht aggro sind, laufen die halt nicht in die Fallen rein, wenn sie noch jagen. Das habe ich mal gelinde gesagt, ein bisschen vergessen gerade. Aber ja, die Panther, die könnten ein Problem werden. Also sie werden es wahrscheinlich mehr essen wollen. Ja, sind noch ein paar mehr auf der Karte. Kannst ja auf Wildtiere klicken und dann, ja gut, jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil die alle Twitch-Namen haben, ne? Aber da stehen ja die ganzen Tiere. Gibt es noch ein paar mehr Panther. Oh, vier Stück habe ich, glaube ich, markiert. Eieiei. Ja, oder rauskohlen und dann Doppelklick. Ja, genau, das habe ich gemacht. Ich spule mal ein bisschen, ne? Hier unten können wir noch ein bisschen Eisen abbauen. Warte mal, aber wie heißt Pipo gerade bei dir? Nicht Pipo, also deswegen der Name, das war der Name von meinem Chat, der angezeigt wurde. Bei mir heißt er Dustbär 92. Okay, bei mir heißt er Wolf 246. Das passt wenigstens. Ja, naja. Die Twitch-Integration ist vielleicht nicht so praktisch zum Multiplayer-Spielen. Vielleicht das nächste Mal ohne. Besuchergruppe ist am Start. Oh, Mjallner. Ich baue immer ein bisschen weiter und so, ne?
Wie, geht er etwa fremd? Guckt er gerade bei dir statt bei... Wow. Also ich sag nur, der Schamane heißt Mjallner bei mir. Haben die denn was zum Traden dabei? Kann denn wer Social bei uns? Ja, hier, Griff kann Social. Lass doch mal gucken, ob die was dabei haben, Schönes. Verhandel du mit denen. Ihr könnt den Namen überschreiben. Ah, warte mal. Den haben wir gerade gemacht, aber der wurde trotzdem wieder neu benannt irgendwie. Aber ist jetzt auch okay, ist jetzt egal. Ansonsten könnten wir einfach beide den gleichen Token oder sowas eingeben. Dann haben wir zumindest beide die gleichen Namen. Dann könnte ich irgendwie deinen. Dann können wir irgendwie deinen Chat nehmen zum Beispiel. Ja, das könnten wir machen, theoretisch, ja. Aber dann zum nächsten Mal. Wir haben jetzt wirklich, was wir brauchen. Ja. Ich mach das so cool. Und was wir vorhin auch schon getestet haben, was zum Beispiel gehen würde, dass Marty sich zum Beispiel dann Griff schnappen würde, auf die Karte geht und einfach hier in der Nähe irgendwo sich eine zweite Kolonie aufbauen könnte. Und dann würden wir zusammen Jagd auf andere machen, die es hier gibt. Ja, das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen der Plan. Wir wollen dann später, ne? Später macht dann jeder seine eigene Kolonie. Genau. Aber erstmal etablieren wir uns hier so ein kleines bisschen und bauen jetzt mal so die Grundlagen und so. So, das Wichtigste bei RimWorld, ne? Das Wichtigste bei RimWorld ist, dass man die richtigen Sachen priorisiert. Mhm. Was machen wir als Nächstes? Was meinst du, ist gerade am wichtigsten? Sauber machen, damit die keine Wundinfektion bekommen. Ja, wobei, das ist eigentlich nur wichtig, während du behandelst. Im Nachhinein ist das nicht mehr so wichtig, wie sauber der Raum ist. Aber während der Behandlung muss er sauber sein, ansonsten gibt es einen Malus drauf. Okay. Wir haben Nahrung, wir haben den Fallengang erweitert. Wichtig wäre vielleicht Strom für sowas wie Klimaanlagen und einen Essensraum. Ja, und einfach so ein bisschen organisch erweitert, würde ich sagen. Organisch erweitern klingt ganz gut. Ja, tatsächlich, es fehlt ja gerade an nichts so unfassbar schrecklich doll, ne? Also mehr Verteidigung ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und die Laune von Pax ein bisschen geschisselt kriegen, das wäre auch ganz geil. Der braucht irgendwie einen schöneren Saal, ne? Also wir wollten ja eine Kommode bauen. Der möchte einen beeindruckenden Schlafraum haben, aber ich glaube, mit den Fähigkeiten, also wenn man Statuen reinstellt, wird er recht schnell beeindruckend. Aber dafür brauchen wir irgendwie so einen Kunsttisch, oder? Kennst du schon den Button hier? Ja, da hat jemand eine Wundinfektion, das machen wir gleich. Das kriegen wir aber hin, wir haben ja Medizin und wir haben einen guten Arzt, also das ist ja kein Problem. Aha. Kennst du den unterste Reihe? Zweiter von links, der Button, diese Tabellen. Zweiter von links, ja. Die Raumstatistiken. Nee. Ah ja, doch, kenne ich. Klick mal drauf und dann gehen wir über den Raum. Da muss halt schöner werden, der Raum. Ja. Und das ist auch von verschiedenen Faktoren abhängig. Und ich glaube nicht, dass wir den momentan auf beeindruckend kriegen. Ich glaube, der muss erstmal damit leben. Sein größtes Problem ist aber eigentlich, dass Lorena ihn die ganze Zeit zurückweist. Also der flirtet die ganze Zeit Lorena an. Das ist auch so ein bisschen seine eigene Schuld. Ja, leider machen sich die Leute gerne selber unglücklich. Ja, das kann man ganz gut betragen, das stimmt. So, bevor Lorena behandelt, sage ich mal hier, dass Pax hier die gewöhnte Medizin bekommt, damit er uns nicht verreckt an der Wundinfektion. Ja. Und vorher sollten wir vielleicht auch mal kurz sauber machen, ne, wegen genau dem, was du gesagt hast. Naja, so Griff baut da unten bei Und wir Sachen können ab. Lorena, unserer Ärztin, wir können ja mal sagen, dass die immer Medizin im Inventar haben soll. Das macht man bei Zuweisungen. Ja, und dann kannst du da einstellen. Mhm. Mitführen, genau. Dann musst du nicht immer durch die Gegend laufen, um Medizin zu holen. Das sind alles Sachen, die wurden mir auch mal gesagt, aber es kommt wieder. Vieles kommt gerade wieder. Ja, es ist halt super viel am Anfang. Ne? Man muss halt erstmal durchsteigen. So die ganzen Tabellen, die ganzen Zahlen und so. Ist halt anfangs so drrr. Ist halt anfangs so komplett die Überforderung. Das Ding ist gerade, Lorena macht im Prinzip alles bei uns. So was Feldarbeit, Bergbau und so weiter angeht. Das ist ganz schön krass, ja. Können auch ein kleines bisschen aufteilen, sonst können wir auch machen. Ja, das Ding ist, Waldarbeit ist bei beiden null zum Beispiel. Ich muss nicht schlafen, ne? da muss ich jetzt erstmal erholen. Und Griff könnte vielleicht irgendwie ein paar Bäume kloppen oder so. Was macht er denn da gerade? Oh, der hat hier oben ein bisschen Heimatzone geputzt, das ist natürlich nicht so schlau. Ach, das ist eine Heimatzone? Ja, weil ich da einen Tisch geklaut habe. Vielleicht machen wir den Haken mal weg, dass die Heimatzone sich automatisch erweitert. Das ist ein bisschen dumm manchmal. Bitte. Okay. Was ist hier los? Wutanfall! Ja. Pax ist jetzt ein bisschen übergeschnappt und zerprügelt ein paar Sachen, aber das ist okay, das ist in Ordnung. Hey, Pax, ne? Das schlägt ein bisschen auf Wände. Nicht das Doppelbett! Erst recht das Doppelbett, der will noch mehr haben.
Jetzt gehört sie mir. So, warte mal. Aber was du richtig gesagt hast, ich kann mich mal um Zonen kümmern. So, wir haben ja gerade hier unser kleines Schlafzimmer, ne? Hier noch so einen kleinen Extraraum und hier so, das ist unser Essensraum, aber der ist halt gerade sehr hässlich durch die ganzen Sachen, die da liegen. Ja. Und wir könnten theoretisch den Panther auch mal schlachten und daraus Essen kochen, wobei, ja, es lohnt sich eigentlich gerade noch nicht so wirklich. Aber der verdirbt bald, ne? Schlachten, allein für das Fell. Ja. Ich mach mal einen Schlachtplatz hier draußen hin, das kann mal jemand machen. Ach, das geht, man kann einfach so einen machen? Ich habe immer die Schlachtbank gebaut. Genau, es gibt auch so einen Billo-Schlachtplatz, aber da kriegt man dann weniger raus. Also ist weniger effizient als an der Schlachtbank, aber es ist halt am Anfang, ne, reicht halt auch am Anfang. Wer kann das denn machen? Wer kann hier kochen? Hier kommt Griff. Griff ist jetzt unser Koch. Am Bett wird so cool. Also jetzt kannst du dich auch wieder beruhigen, Pex. Ich hatte mal einen Spielstand, da bin ich gespawnt. Dann hatte jemand einen Wutanfall, der hat ausgerechnet den einen großen Stack Medizin kaputt gemacht. Oh nein. Ich konnte ihn nicht mehr dran hindern. Er hat halt direkt nebendran gestanden. Ja. Und eine Minute später haben alle eine Krankheit bekommen, dann waren alle tot. Also wenn Randy zuschlägt, dann auch noch richtig. Ja, ja. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Ich ordne mal Waldarbeit. Der Pax bringt gerade nichts. Ja. Begriff. Pex hat halt auch immer noch seine Wundinfektion, ne? Die ist gerade auf 34%, also ist okay. Wenn das jetzt sehr knapp wäre, dann würde ich ihn vielleicht einsperren, damit er hier nicht draußen rumläuft, aber ich lasse ihn einfach mal. Der hat die Falle kaputt geboxt. Mal Sachen kaputt hauen. Ja, der ist ein bisschen. Also, komm, Pex. Der schiebt gerade ein bisschen einen Film. Sie will mich nicht, warum nur? Aber Lorena. Ich glaube, er ist beruhigt, oder? So. Ja. So ist Pex gerade. Weil er auch sonst keine Sorgen hat, nachdem er hier im Weltraum abgestürzt ist, weißt du? Ja, klar. Prioritäten und so. Das legt er sich wieder hin, sehr, sehr gut. So, lassen wir die mal hier, die Tische und die Fallen und so zu Ende bauen und dann gucken wir mal. Dann könnten wir eigentlich schon Windrad bauen. Vierblättriges Kleeblatt. Yes. Wir haben auch in der Nähe hier Bauteile. Ach, wir haben sogar selber schon welche. Ah, 30 Bauteile haben wir. Ja, dieser Start ist halt echt einfach, ne? Ich bin halt auch irgendwie gewohnt, allein zu starten. Warum kocht denn Griff eigentlich das Ding nicht hier? Mach mal, ich will das Leder haben. Können wir schöne Klamotten aus Pantherfell machen. Die Frage, wo bauen wir die Turbine hin? Ich würde die Turbine erstmal einzäunen, ehe ich sie baue. Weil sonst, also man kann sie auch einfach irgendwo hinstellen. Ja. Aber die Raids machen die halt instant als erstes kaputt und es kostet halt Ressourcen. Deswegen, ich würde so irgendwo blueprinten und dann eine Wand drumherum bauen direkt. Okay. Vielleicht hier so ungefähr, wo auch unsere Felder sind. Okay. Wobei, man muss halt gucken, hier ist halt Sumpf, hier kann man halt teilweise nicht bauen. Hier könnte ich sie hinbauen. Aufpassen. Ja, aber da ist nicht so praktisch, wenn du mal auf diesen Berg draufklickst, neben dem Pflänzchen. Berg neben dem Pflänzchen. Ja. Dann siehst du, dass da Bereiche sind, wo du nicht wirklich drauf bauen kannst. Da können wir sie nicht so gut einbauen. Okay. Weil da ist Sumpf, da kann man nur Holzstrukturen draufbauen, die machen unsere Raider schnell kaputt und dann schlagen sie unsere Windturbine zu Brei. Okay. Am besten wäre dann halt links vom Haus, oder? Ja, das würde ganz gut funktionieren. Können wir den Hufeisenstab einfach woanders hin machen, der ist eh unwichtig. Mann, das ist so ungewohnt gerade, das ist so entspannt, der Star. Das ist krass. Wenn man eine Weile halt irgendwie richtig hohe Schwierigkeiten spielt, dann wirkt alles andere so gechillt im Vergleich. So. So, und jetzt bauen wir die Wand so drumherum, würde ich erstmal sagen. Okay. Brauchst du sie direkt drumherum um die Windturbine oder so in einem großen Radius? Boah, kommt drauf an, wie groß wir jetzt erstmal bauen wollen, ne? Also zu groß bauen ist ja oft so ein bisschen so ein Todesurteil. Ja. Wenn man dann zu groß expandiert. Ich würde sogar mal vorschlagen, dass wir die direkt aus Stein bauen, die Wände. Weil Steinwände sind später viel geiler, weil die fackeln nicht ab. Stahlwände können die Raider anzünden und das ist höchst unangenehm. Deswegen lass mal hier das Marmor und so abbauen, lass mal direkt Steinwände machen. Okay. Ist ja interessant. Hier wird ja sogar schon trainiert. Wird trainiert? Ja, ich habe das eingestellt, dass er trainiert wird. Wo wir den Witz gemacht haben, von wegen, wir kämpfen jetzt mit dem, der kann es schon greifen. Können wir den eigentlich auch so eine. Oh, Vorratskapsel. Stahlschott und Wolfsfell. Das ist ja ein gutes Zeichen. Können wir den eigentlich auch so eine Plaschall-Rüstung geben? Einfach dem Hund? Sorry, was hast du gerade gefragt? Können wir dem Hund auch einfach so eine Plaschallrüstung geben und dann auf dem in Kampf reiten? Das wäre geil. Gibt es eine Mod, mit der man Tierrüstung machen kann? Das wäre voll geil.
Stell dir mal vor, so Trumbos mit so Eisenrüstung und Kettenrüstung und so, das wäre richtig cool. Aber es gibt's wahrscheinlich, es gibt alles als Mod bei RimWorld. Okay, du meinst, wir machen Marmorwände, ne? Ja, wobei, also Marmorwände haben halt die Eigenschaft, die sind schön. Ja. Eine Marmorwand hat eine Schönheit von plus eins. Ja. Eine Attraktivität und eigentlich, also das wäre nice, wenn man damit Räume baut, die schön sein sollen, wie das Schlafzimmer und so. Ah. Also soll ich dann beim Blindrad lieber erstmal eine Holzwand bauen oder sowas? Ja, oder hier oben der Sandstein, der geht sonst auch. Sandstein. Ich dachte mir, ich lasse ihn mal alles abbauen, einfach mal hier ja, so dritt. So. Direkt im großen Stil. Dann machen wir mal so hier. Wir können auch aus Silber bauen. Dann können wir das Schlafzimmer. Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Wir haben es ja. Wir haben es ja aber gerade sagen. Aus Uran später. Uranwände haben gute Hitpoints, also. Okay. Was wollen wir mit diesem Raum hier anfangen? Rüstung aus Menschenleder, ja. Ich dachte, vielleicht kann da die Forschungsbank rein, vielleicht. Dachte passt ich. Die da rein? Ohne dass sie irgendwas blockiert? Ja, das passt tatsächlich. Dann let's go. Du kannst sie ruhig mal bauen. Ich bin ja schon wieder zu übermütig. Multiplayer geht nach wie vor nur über Mod bei RimWorld. Ja, das ist die Multiplayer-Mod. Einfach beim Steam Workshop Multiplayer eingeben, dann kommt ihr da drauf. Wir haben die halt heute erst getestet. Die wirkt auf den ersten Blick aber richtig geil. Also das Connecten war total unkompliziert. Wir mussten nicht mal einen Server aufsetzen oder so. Das wirkt richtig chillig bis jetzt, die Mod. Also mal, ich bin mal gespannt, was daraus noch wird hier. Ich kann die... Dann zäune ich hier schon mal das Windrad ein. Ich blockiere immer eine Tür in dem Raum da oben, wenn ich den Labortisch bauen möchte. Oder ah, die können da drüber steigen, das geht tatsächlich. Ach, können die? Mhm. Okay, ja dann. Sind dann aber ein bisschen langsamer. Okay. Dann machen wir das so. Was wir auch. Nee, egal. Und ich würde sagen, hier oben, hier drüber können wir dann vielleicht so einen imposanteren Schlafraum gleich auch bauen. Irgendwann. Ja, also ist eigentlich eine ganz geile Idee, denn das ist irgendwie ein Crafting-Raum oder so. Ja. Der Raum da drunter wird dann der schöne Schlafraum für unseren anstrengenden Typen. Mhm. Okay. Ich baue immer so ein paar mehr Türen, weil dann kann man die Gegner ganz gut damit kiten. Das mag ich immer ganz gerne. Da scheiden sich ein bisschen die Geister, weil Türen sind natürlich auch Schwachpunkte. Oh, es wird sich geprügelt! Was? Griff und Lorena sind doch zusammen oder nicht? Beziehungskrieg! Häusliche Gewalt! Oh nein! Ja, das Pärchen prügelt sich. Warum? Griff beleidigt das Gewicht von Lorena. Oh mein Gott! Oh! Oh nein! Was ist denn hier? Lorena, los? Gib ihm. Also reiß ihm den Arm. Wer hat mir Nahkampfwert? Ah, ich glaube Lorena, oder? Nee, Griff leider. Ach, schade. Los, Lorena, fass! Oh, es gibt ein Gerichtsverfahren. Aber vielleicht kommt Lorena ja doch noch mit Pex zusammen. Das ist voll die spannende. Boah, er hat sie umgebracht. Alter, der hat sie komplett geworfen. Pex, rette sie. Wir lassen jetzt Pex sie. Ja, ja. Vielleicht finden die Beine dann doch noch zusammen. Ich glaube, das ist eine toxische Beziehung. Ich glaube, die tun sich nicht gut. Ich liebe halt auch die Geschichten, die RimWorld schreibt. Ne? Das Pärchen boxt sich erstmal gegenseitig um. So, what the fuck? Alter, rechter Schlüsselbeinbruch, Beckenbruch, rechter Oberschenkelbruch. Alter. Also Griff hat doch echt... Oh, sie ist wieder da. Lorena ist einfach sicher aufgestanden, ja. Pex, kannst du mir die ziehen? Ich mach hier mal eine kleine Lagerzone für die Sachen, die draußen liegen können. Ja. So Steine und so. Ich würde sagen, der soll trotzdem mal Lorena behandeln. Ja, tatsächlich, ich glaube, wenn Pex sie gerettet hätte, aber bitte ohne Medizin, die ist ganz schön teuer, die brauchen wir nicht für Prellungen. So. Tatsächlich, wenn Pex sie gerettet hätte, dann hätte das einen Beziehungsbonus gegeben bei den beiden. Dann würde da stehen, hat mich gerettet plus so und so viel. Oh, Lorena kann Pex jetzt gerade mehr leiden als ihren Freund. Um 8 Punkte, das könnte doch was werden. Liebhaber, aber hat mich verletzt, minus 15, wütende Prügelei, minus 1 und minus 22. Lass mal Pex ganz kurz Griff behandeln, weil Ich route für Pex. Was sagt ihr, Chat? Für wen seid ihr? Ich mach mal ohne Medizin, aber... Oh, Griffs linker Ringzeh wurde abgeschlagen. Ja. Klick mal auf Griff. Sein linker Ringzeh wurde von Lorena abgeschlagen. Der war ein gezielter Tritt. Das war ein sehr gezielter Tritt. Der sollte wahrscheinlich eher zwischen die Beine gehen.
Ich find Ringziehen ist auch ein sehr schöner Begriff. Ja, ne? Ist sehr spezifisch, dieses Spiel. Oh Mann, ey. Ach, gut, behandelt, auch relativ gut. Klappt ja. Marty missversteht das doch nicht. Er wollte sie doch nur mit der Keule über den Kopf ziehen und dann in ihre Höhle ziehen. Wie man das so macht, ja. Er wollte sie nur umgarnen mit der Steinzeitmethode. Normal. Aber ich meine, der hat ja vorhin auch über Sport geredet, weißt du? Da soll er sie ja rumbekommen. Schon, was einer das ist. Ja, ja. so ein richtiges Klischee. Der Jockey-Frauenschläger aus dem Teenie-College-Film. Die schlafen Griff und Pex auch nebeneinander im Bett. Ja, ja. Oh je, das ist ein Dreieck. Ich glaube, wir müssen. Pex ist dann der kleine Nerd, ne? Was ist ein Pex für einer? Pex war ein Schutzraumbewohner und danach ein Erfinder. Also Griff ist so der böse College-Jockey. Und Pex ist so der kleine Nerd, der eigentlich das Girl möchte. Ist wie so ein College-Film hier gerade. Keine Ahnung, High School Musical oder so. Nur auf RimWorld. Oh, ich freue mich schon, wenn sie anfangen zu singen. Oh Gott, bloß nicht. Du kannst ja gern singen. Ich kann richtig gut singen auch. Ja, also, ja. Ne? Also. Der Chat möchte die ganze Zeit einen Karaoke-Stream von mir. Kannst du es nicht einfach einnehmen? Das wollte ich bei mir auch. Tja. Jetzt guck mal, Lorena füttert ihn jetzt trotzdem, während er im Krankenbett liegt. Ja, es ist toxische Liebe. Ja. Ist nicht so einfach. Kommst nicht so einfach weg. So ein Pipu mampft jetzt einfach Fanta-Fleisch. Der wird ja auch der krasste Hund aller Zeiten dann. Der wird 1,50 bereit, ich sag's dir. Woher kommt das eigentlich? Mein Chat, bei jeder Gelegenheit bringen sie dieses Meme und ich mal so, hahaha, aber ich weiß gar nicht, woher das kommt ursprünglich. Das kommt von Matteo und aus der Mongers-Zeit. Da gab es einen Clip zwischen Barso und ihm. Und ich glaube, Barso hat irgendwie gemeint so, ja, aber vor Matteo habe ich keine Angst. Der ist ja nur 1,50 hoch und so weiter. Und Matteo meint so, was? Ich bin 1,50 breit. Ich glaube, so ist es entstanden. Jetzt weiß ich endlich, woher das kommt. Also, Lorena verbockt aber auch echt viele Konstruktionen hier, ne? Also. So, haben wir eigentlich hier. Okay, hier oben ist noch genug Sandstein. So, dann haben wir das. Ich bin gerade überlegen, wo wir dann so ein kleines Foodlager machen, was vielleicht kühlt auch. Ja, vielleicht ja hier, wo das Schlafzimmer ist, ja. Ne? Wenn wir dann weiter oben einen schöneren Raum bauen. Ja, dann könnten wir da... Wir sind erstmal ganz gut beschäftigt, das zu machen, was wir hier schon haben. Ja, dann können wir Schlachtbank machen hier rein und einfach Kühlraum in einem. Mhm. Und hier oben, ich kann ja... Warte mal, es gibt doch so ein Planentool, oder? Mhm. Bei Befehle ist das. Ah, bei Befehle war es, genau. Also dann wäre Raum 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mir wurde das Original gesendet direkt. Der Chat ist richtig. Die haben die auf Start hier. Haben die instant parat. Wie findet ihr denn so schnell alte Clips, sag mal? Ihr seid ja richtig krass. Also ich glaube, ganz oft haben die Leute wirklich einfach solche Clips auch abgespeichert. Und einfach das ist ja ein Service hier, der Wahnsinn. Den müssen wir uns direkt mal angucken, Chat. So. Endlich weiß ich auch, woher dieses Meme kommt. Ah ne, es ist ein anderer Clip, Leon. Hat mir nicht so gefallen. sind deine Singkünste. Ist es die Einladung zum Karaoke-Stream? Der Clip heißt Leon singt Aqua von Barbie Girl. Ja, den brauchst du. Kannst du dir, weißt du was, den kannst du dir später anhören. Das ist. Ja. Dann hast du noch was, wenn du denkst, ach, machen wir noch eine Session? Ach, vielleicht doch nicht. Warum, Chat? Warum macht ihr das? Wer von euch war das? Ich bann dich! Ich finde dich und ich bann dich. Ich gucke ins Video rein. Wie auch immer das war. Den habe ich mir definitiv gerade nicht angeschaut, den Clip. Okay, gut. Ja, nicht so gut gewesen. Weil ich bin ja nett. Das würde ich ja nie machen. Ja, eben. Ja. Du bist ja ein Fan von der Tür. Wir bauen hier ganz schön viel auf einmal. Wir müssen gerade ein bisschen chillen. Unsere Kolonisten kommen nicht hinterher. Ja.
Hitzeschlag? Hitzeschlag? Wir haben 23 Grad. Wie können wir denn einen Hitzeschlag haben? Oh, und bei uns drin ist es 40 Grad. Ein Hitzeschlag? Warum sind es 40 Grad bei uns drin? Das ist eine gute Frage. Wollen wir die Türen auflassen, damit es ein bisschen abkühlt? Haben wir einen Geysir hier oder so? Oder warum haben wir hier 40 Grad? Irgendwas ist hier falsch. Warum haben wir 40 Grad drin? Das ist eine gute Frage. Ist das echtes Berliner Wetter gerade, oder wie? Pack mal hier eine Kühlung rein. Hä, warte, Moment. Hier müssen wir gerade mal investigaten. Warum sind hier drin 40 Grad? Draußen sind 23 Grad, das ergibt gar keinen Sinn. Weil es draußen halt 40 Grad sind. Nee, oh, draußen sind 23 Grad. Also bei mir wird angezeigt. Ah, warte mal. Ah, nee, draußen sind es auch 40. Das ist falsch. Draußen sind es 40 Grad. Ja, oben rechts ist falsch. Angezeigt. Oh mein Gott. Oh, die Heatmap funktioniert anscheinend auch nicht im Multiplayer. Ah. Das ist natürlich kritische Info. Ich baue mal hier Kühlung. Okay, dann mal ein paar passive Kühlungen. Ist eine gute Idee. Ja, gut, okay. Eieieiei. Heatmap nicht kompatibel. Okay. Oh, da wird schon. Pax hat schon wieder mit Lorena geflirtet, ne? Der gibt nicht auf. Das war echt ein schwerer Nöter. Wieder, Lorena hat mich abgewiesen, -2. Lorena, er ist besser für dich. Lorena. Wir alle wollen sehen, dass du mit Pax zusammenkommst, Lorena. Ich mach mal die Tür zu. Sind 40 Grad einfach, okay, wow, okay. Okay, Heatmap rausschmeißen das nächste Mal, okay. Ich lass mal Lorena ein bisschen Holz abbauen, ja, hier, damit wir schnell mal die Kühlung bauen können. Und ich pausiere mal gerade alles andere, weil das ist echt wichtig. Oh, wow, okay, krass. Das ist natürlich super weird. Das Griff auch mal hier abbauen. Dann machen wir am besten auch ein bisschen hier Temperaturmanagement und bauen da mal, bin ich blind, eine Kühlung? Und bauen da mal eine Lüftung rein zwischen den beiden. Eine Lüftung, ja. Eieiei. Wir müssen jetzt mal echt schnell hier die Kühlung bauen. Wer ist denn unser Baumeister? Klar. Unser Baumeister ist hier Griff, ne? Genau. Der Griff hier, da muss man ganz dringend die Kühlung bauen. Das ist nämlich echt wichtig. Wollen wir erst mit ihm Schlafzimmer bauen? Ja. Krass. Eieiei. Ja, gut. Ich hab auch die ganze Zeit rechts oben drauf geachtet und dachte so, ne? Ja, ist ja alles entspannt. Ja, ich auch. Ja. Was? Teile eines Raumschiffs sind in der Nähe abgestürzt? Mhm. Oh, zwei Schiffsteile. Mhm. Kennst du das schon? Ich glaube, sowas hatte ich noch nie. Da, wenn du die abbaust, dann kriegst du Stahl und so eine Handvoll Bauteile. Das ist ganz nice. Wenn du keine Bauteile mehr hast, zum Beispiel am Anfang. Warte mal, ist die Tür auf oder zu? Gerade die ist auf. Ich lass mal Pax ganz kurz mit Kampfmodus hier durchlaufen, damit die Tür mal zugemacht wird. Was für Pax da gerade? Ich krieg das Holz wieder weg. Warum wird das nicht gebaut? Warum ist die Kühlung nicht gebaut? Weil wir jetzt wieder nicht genug Holz haben, leider. Hat er die einmal verbockt? Ja, ich glaube, der hat sie einmal verbockt, wie es aussieht. Weil Lorena baut dann wieder Holz ab. Ist im Dunkeln wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Oh! Timing. Aber das ist so einer. Guck mal, Lorena bringt das Holz gerade noch rein. Ja. So, wir erstellen jetzt erstmal unsere Safe Zone. Würde ich sagen. Eine Zone, wo nur die sicheren Räume drin sind. Mhm. Und Lorena kann das Holz ja rübertragen. Das ist dann genug, um die Kühlung zu bauen. Dann verrecken wir nicht instant. Das ist wahr. Lass mal die Tür auch wieder aufhalten, oder? Weil dann geht er... Mhm, dann gehen sie durch die Fallen, ja. Ich lass das mal hier Leon handeln, den Raid. Der macht das, glaube ich, sehr gut. Oh, Lorena ist ja richtig langsam. So. Offenhalten. Der hat unseren Stock kaputt gemacht. Moment, ja, vor allem und Griff muss das Ding mal aufbauen hier, ne? Und die anderen müssen sich mal bereithalten, damit sie ihn anlocken, damit er mal hier in die Fallen kommt. Da, alles vorbereitet. Okay. Einmal Play. Ist Pipo auch in der sicheren Zone? Sind alle in der sicheren Zone? Eine gute Frage. Tiere? Nicht, dass hier noch Pipo erschossen wird. Das würde ich mir nie verzeihen. Ich habe ihn mal... Ne, warte mal, Pipo... ich sehe die Zone bei ihm gar nicht. Bei ihm musst du auf Tiere klicken. Ja, aber ich sehe nur Pipo und Gebiet 1.
Siehst du die Zone bei ihm? Ich sehe die Zone bei niemandem, die neue Zone. Wie hast du die benannt? Achso, ich dachte, du machst einen. Achso, ich. Ja, gut. Ich dachte, ich mach mal nicht alles für dich. Ich dachte, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen doof. Ich dachte, ich lass dich mal ein bisschen machen. Ja. Weil so die Reflexe, wenn du geradet wirst, okay, Safe Zone, okay, aufstellen und so, das ist ja mit so das Wichtigste, ne, dass man es denn drin hat. Ich habe das Gefühl, ich klicke hier die ganze Zeit rum und mache die ganze Zeit so. Ich wollte nicht, dass für dich zu langweilig wird dann. Okay, ne, hab's. Ich dachte mir, den Raid, den überlasse ich mal komplett dir. Aber wir haben halt auch immer noch einen Hitzeschlag. Ja. Ne? Wobei, der ist noch beginnend, also geht noch. Geht noch. Müssen wir uns nicht so unbedingt drum kümmern. Lass erstmal um den Raid kümmern. Yes. Der hat aber auch eine Pistole, ne? Mhm, müssen wir Packs gleich rausziehen. Was war denn das? Er hat sein Shield-Pack aufgestellt. Das ist ein Schildpack. Das ist ein Shield-Pack. Ein tragbares. Das ist ein ziemliches Endgame-Item. Das ist, weil wir schon so viel Kolonie-Wert haben, weil wir mit 3 Leuten und vielen Sachen gestartet haben. Der kann jetzt aus dem Schild rausschießen, aber wir können nicht ins... Halt! Stopp! Der kann jetzt aus dem Schild rausschießen, aber wir können nicht rein... Stopp! Ja? Hör mal auf, hier die Kolonisten zu gefährden! Der arme Pex, der muss doch noch mit Lorena zusammen. Nee, ich hab ihn wieder reingezogen. Der kann rausschießen aus dem Schild, aber wir können nicht reinschießen. Ja. Deswegen ziehen wir uns mal zurück und lassen ihn mal zu uns kommen, hoffentlich. Ja, ja. Weil wenn wir dagegen schießen, passiert gerade für eine sehr lange Zeit nichts. Das hält noch 25 Sekunden, deswegen warten wir mal auf ihn. Ja, die Konstruktion war... Also Griff, du bist halt echt einfach useless. Also Griff macht sich wirklich unbeliebt gerade, ne? So, und er ist tot, das war's auch schon. Das Geile ist, ja, leider hat er das Schild benutzt, ne? Hätte er es verloren, hätten wir es selber benutzen können. Aber ja, Shieldpacks, ganz praktisch. Boah, wir haben aber einen excellenten Revolver bekommen. Ja, das ist nice. Da können wir direkt mal unseren Revolver gegen austauschen, yes, den wir hier haben. Wer hat denn den Revolver? Pex hat den. Guck mal, Pex wird jetzt voll der Held hier. Pex ist Gewinner der Herzen. Der kriegt jetzt seinen Revolver. Ja, absolut kein Gewinner ist es gerade Griff, ne? Der. Aber ich kann jetzt irgendwie die Zonen anpassen. Unbegrenzt. Depot auch unbegrenzt. Okay. Na, wir sind hier. Oh, 32 Grad ist zumindest ein bisschen angenehmer. Ja, aber. Ja, ich weiß nicht, brauchen wir eine passive Kühlung? Wir haben alle Klamotten an, ne? Ja, vielleicht brauchen wir eine passive Kühlung rein, ja, ins Schlafzimmer. Vielleicht lassen wir Griff mal hier gerade eine Nachtschicht machen. Der wird gerade eh gemobbt von allen. Weil Lorena verprügelt hat. Der Hund! Hat er denn genug Holz? Jemand hat gerade bei mir im Chat gefragt, ob Griff durch seinen abgeschlagenen Zeh einen Malus kriegt. Ja, tatsächlich kann er sich auch durch den abgeschlagenen Zeh weniger schnell bewegen. Halt nur ein kleiner Prozentteil, aber das macht tatsächlich was. Und wenn Leute abgeschlagene Finger haben, dann können sie auch weniger schnell dadurch arbeiten und weniger gut zielen und so. Und wenn man auf deswegen Körper geht, meistens später, das ist das, was man links sieht, ne? Diese prozentualen Anzeigen. Genau. Jetzt gerade ist es halt noch, weil er hat ja auch einen Hitzeschlag und er hat auch Prellungen und so, ne? Wenn du drüber hoverst, dann siehst du immer, wodurch das gemacht ist. Also wenn du hier zum Beispiel über Arbeiten drüber hoverst, dann siehst du hier rechter Arm 27, linker Arm 20 von 30. Ja, und bei Bewegen ist da auch linker Ringzeh 0 von 8, dass das Einfluss hat darauf, wie schnell er sich bewegen kann. Brauchen wir einen Holzzeh irgendwann, ne? Ja, ja, direkt ein bionisches Bein. So, und die Leichen, für die Leiche mache ich jetzt mal eine Lagerzone hier im Sumpf. Weil im Sumpf und im Wasser vergammeln die schneller. Deswegen haben wir eine Lagerzone für menschliche Leichen. Oh, das ist gut. Ach komm, wie schön. Leider keine Kannibalen langweiligerweise, deswegen. Es kühlt so schön ab jetzt. Oh, geil. Das mit der Heatmap ist echt gut zu wissen, dass die nicht funktioniert. Okay. Weil ich verlasse mich auch komplett auf die. Ja, ich habe die ganze Zeit rechts oben geguckt und dachte so. Warte mal, stimmt, draußen 40 Grad. Hab mich schon gewundert, dass wir am Äquator so geringe Temperaturen haben hier. Das erklärt ja so einiges. Okay. So, die höchste Prio ist jetzt, die Stachelfallen wieder aufzubauen. Das heißt, wir lassen Lorena da mal ein paar Bäume fällen und dann hier... Ne, allgemein bräuchten wir gerade ein bisschen mehr Holz. Er ist alle ein bisschen angeschlagen, da sind alle ein bisschen langsam. Ich find die Love Triangle so gut. Ich will, dass Pex mit Lorena zusammenkommt, der hat's verdient. Ja, Lorena ist jetzt erstmal am Bauen, ne? Lorena macht wirklich gerade so ein bisschen alles bei uns. Absoluter Entspannungsmangel. Wir sollten Lorena vielleicht mal ein bisschen... Ich gebe Lorena mal Waldarbeit 1. Ja, ich gebe mal ganz kurz Lorena. Wir haben keinen Hufeisenstab mehr. Wir müssen einen neuen Hufeisenstab bauen, damit sie sich entspannen können.
Ich baue mal einen. Okay, perfekt. Wenn er kümmert sich darum. Wobei, wie viel hast du denn auf Konstruktion 3? Schaffst du schon, Lorena. Wer kann bei uns gut forschen? Wer hat Intelligenz? Weißt du schon, wie man das schnell rausfinden kann, wer am besten forschen kann? Indem man... Nein. Wenn man auf Forschen geht und dann einfach drüber hovert? Also ja, es geht um bei Arbeit? Du kannst auf Arbeit, kannst ja, auf genau. Arbeit gehen und dann kannst du auf Forschen klicken und dann ist der es am besten kann, ist dann oben. Ah. Das ist dann später, wenn du halt eine Kolonie mit irgendwie 30.000 Leuten hast, ist das dann halt super praktisch. I see. Das ist ja voll, da sollte man aber wir müssen halt gucken, ob Forschen gerade so super, Forschen gerade so super wichtig ist, weil eigentlich wir müssen erstmal wieder so ein bisschen bauen und so. Der kann halt nicht so viel, der Bro hier, ne? Nee. Wir könnten aber eine Harfe erforschen. Ja, warum nicht? Ja, keine Ahnung. Lassen wir mal die Tierpflege machen. Dann hat Lorena ein bisschen weniger zu tun. Aber ja, außer Forschen kann Lorena sonst vielleicht auch mal so ein kleiner Nerd. Ticken mehr ausruhen, glaube ich. Ja, das kannst du halt erst, wenn der Stab hier gebaut ist, ne? Sie hat halt gerade nichts zum Relaxen, die arme Frau. Was tut man nur ohne seinen Hufeisenstab? Ja, nichts. Lorena Baumer. Okay. Ich hab Packs. Und warum geht Lorena jetzt Sachen bauen? Warum? Achso, ich hatte gerade extra Wald. Das mit den Arbeiten muss man sich echt abquatschen im Multiplayer. Ich hatte gerade extra Waldarbeit hochgestellt. Bei Lorena. Ja. Damit sie erstmal die Bäume fällt, damit wir erstmal die Stachelfallen wieder aufbauen können. Weil aufgestellte Stachelfallen sind am Anfang das A und O. Wir spielen mit Randy Random und der folgt keinen Gesetzen, der folgt nur dem Gesetz der Anarchie. Es können auch 3 Raids direkt hintereinander kommen. Der gibt da gar nichts drauf, ob deine Stachelfallen noch nicht wieder aufgebaut sind. Das ist dem Scheiß egal. Deswegen immer nach dem Raid erstmal die Stachelfallen wieder aufbauen, ist erstmal das Wichtigste. Und danach den anderen Shit machen. Weil man weiß nie, wann der nächste richtig große Raid kommt. Ach nee, mein Chat sagt, ich habe aus wegen Griff geändert. Ich habe wen anderen geändert. Okay, sorry. Dann hast du es gar nicht umgeklickt. Tut mir leid. Ich hab nichts gemacht. Sorry. Ich schwöre es. Okay, Lorena. Lorena ist echt richtig im Arsch. Sollen wir mal bei Lorena bei Zeitplan mal ein bisschen entspannen erstmal reinmachen? Damit wir den Malus wegbekommen. Kann man machen, ja. Beziehungsweise gerade fällt sie halt Bäume, weil ich es ihr gesagt habe, ne? Ich kann ihr mal sagen, dass sie das nicht mehr machen soll. Buena. Ja, sie ist sehr stur mit ihrem Baum. Ich wollte gerade sagen, die... Hat keine Lust da abzulassen. Die braucht doch ewig dafür, oder? Sie ja entspannt. Ja, wahrscheinlich, weil sie noch angeschlagen ist, ne? Von der Prügelei da. Sag mal, hat sie Lorena aufgehangen oder so? Ah, jetzt. Ach so, doch. Ja, ich dachte, weil der Baum halt auch nicht gegangen ist. So. Aber die war nur so im Arsch, die Frau. Aber hier geht's jetzt schon ein bisschen besser. Menschliche Leichen raus aus der Lagerzone. Jemand war gerade verwirrt bei mir und war verwirrt, warum ich denn die Lagerzone eingestellt habe, weil, Leichen werden noch in die Abfallzone gelegt. Ob du jetzt eine Abfallzone machst oder eine normale Zone, das macht keinen Unterschied. In der Abfallzone sind nur schon so ein paar Sachen voreingestellt. Ah. Aber ich selber habe ja eingestellt, dass menschliche Leichen da liegen sollen. Also du kannst eine normale Lagerzone machen und dann die Sachen so einstellen, wie es bei einer Abfallzone ist, dann wird es auch eine Abfallzone. Das sind nur Voreinstellungen, damit es schneller geht, damit du weniger klicken musst. Die Leiche wegtragen lassen. Sehr gut. Also Lorena ist eigentlich auf... Ne, die soll eigentlich entspannen, aber die ist gewillt auf die Bäume. Die ist gewillt. Heftige Schmerzen. Ich glaube, ich würde Lorena mal sich ein bisschen ausruhen lassen, oder? Die hat halt heftige Schmerzen, ne? Da kann man nicht so viel gegen machen. Aber du kannst, wenn du willst, kannst du sie ein bisschen entspannen lassen, ja. Ich hätte sie jetzt ins Krankenbett gelegt, eher. Aber irgendwie, die gehorcht dir nicht, ne? So jetzt. Sie steht ja eigentlich schon auf Entspannen, aber irgendwie... Naja, irgendwie arbeitet sie trotzdem weiter, bis geht nicht mehr. Ist ein kleiner Workaholic, die Lorena. Hat keinen Bock auf Hufeisen werfen. Ah, guck mal. Die Fallen sehen auch gut aus. Die Temperatur ist jetzt perfekte 21 Grad im Schlafzimmer. Richtig schön klimatisiert. Ja, perfekt. Okay. Wie sich das gehört.
Wie du gesagt hast. Die Fallen sind immer noch nicht gebaut. Das, ja, ist, nicht, das ist nicht gut. Ja, aber jetzt kommen wir mit drei Fallen. Was kommt jetzt maximal als Raid? Zwei Personen. Das wird schon. Vielleicht sind zwei Personen dreimal hintereinander, dann kriegen wir Probleme. Ja, ach, das, Mann, das also wird schon. Auf der Schwierigkeit mit dem Start ist das jetzt nicht so, aber man weiß ja nie, ne? Die, ja, nicht mehr Verteidigung haben als zu wenig, ne? Man weiß ja nie bei RimWorld. Ja, die Geschwindigkeit kann jeder einstellen in dem Multiplayer-Mod. Aber es gibt auch eine experimentelle Einstellung, dass jeder die für sich nur einstellt. Aber ich verstehe noch nicht, ja, genau, wie das funktionieren soll. Naja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das dafür gedacht, wenn du verschiedene Siedlungen hast. Ja. Und dann gehst du dich gegenseitig besuchen. Und in dem Moment, wo du dich gegenseitig besuchst, da wird dann erst die aktuelle Siedlung geladen. Wahrscheinlich funktioniert das so mit der Asynchronzeit. Ah. Das wäre halt geil, wenn man so ein Event mit mehreren Leuten irgendwie macht. Ja. Ne? Weil jetzt gerade ist so, ne, wenn ich Pause drücke, ist für uns beide Pause. Genau. Was jetzt aber auch für den Anfang voll in Ordnung ist. Guck mal, Pex plaudert wieder mit Lorena und hat tiefgründige Gespräche. Ich habe Hoffnung. Während sie schläft. Also ihren Freund mag sie jetzt plus 16 und Pex mag sie jetzt plus 42. Just saying. Weil mit ihm hatte sie viele tiefgründige Gespräche, während ihr Freund sie verprügelt hat. Also ich sehe da ein ziemliches, ich sehe da Drama auf uns zukommen. Da kommt nach und nach, kommt da das Dreieck immer mehr zum Vorschein. Ja, ja. Wie du sagst, es wird wirklich so ein Highschool-Teenie-Ding. Das ist Highschool-Musical, nur in RimWorld. Also besser im Prinzip. Weil hier gibt es auch Nashörner. Ja, weil du dann singst, habe ich gehört. Mhm. Ja. So, ich lasse immer hier die Wände ein bisschen weiterbauen für die Windturbine. Ja. Also, die meisten Leute bauen zuerst die Windturbine. Ich baue ganz gern Wände drumherum, weil jeder Raid kloppt dir denn die Windturbine aufs Neue weg. Habe ich ein paar Mal erfahren jetzt, ja. Und meine Batterien wurden ganz oft verprügelt. Ja, die Batterien, die explodieren auch, wenn man kein Dach drüber baut. Das ist mir auch schon öfter passiert, dass ich sage, warum explodiert meine Batterie? Oh. Ach, da war ja was. Bis einer weint, ja wirklich, komplette Eskalationskolonie hier. Ich finde halt auch RimWorld als Story-Generator total geil. Da kommen halt so schräge Geschichten teilweise bei raus. Das ist der Wahnsinn, ey. Mein Kunde ist untötig. Pex. Du hast nichts zu tun, Pex. Forscht Pex nicht? Pex. Aber wir müssen was forschen. Genau. Was wollen wir denn forschen? Was wollen wir denn erforschen? Batterien? Für. Ja, Batterien ist solide. Perfekt. Da forscht er auch direkt. Ich finde es gut, dass wir gerade so abgelenkt sind durch den Multiplayer, dass wir einfach alles falsch machen, was man falsch machen kann. So, oh, wir haben vergessen, eine Forschung auszuwählen. Ja, Quatsch. Chat möchte bei mir, dass wir Bier brauen. Ja, können wir gerne machen. Ich meine, wir spielen ja nur, in Anführungszeichen, auf 250%. Ja. Da können wir uns auch ein bisschen Luxus erlauben hier. Wäre cool, wenn Pax mal Lorena füttern würde. Ist hungrig. Also die Steinwände dauern jetzt natürlich sehr viel länger. Ne? Mhm. Deswegen, wenn es super schnell gehen muss, dann nimmt man Stahl oder Holz. Aber die Steinwände sind halt ein bisschen langfristiger, weil die können halt nicht angezündet werden. Das habe ich gehört. Stahl kann auch brennen, ne? Ja, Stahl kann in RimWorld brennen. Das ist ein bisschen sinnfrei, aber ergibt Sinn vom Balancing her. Ja, hast du auch mal so nervöse Klicks, dass du irgendwie so random Sachen auswählst, wenn du gerade nichts machst? Bei mir kommt das auch so. Ich habe damals StarCraft gespielt und war es auch die ganze Zeit so, ah. Was passiert hier gerade? Ach, cool, ja. Oh, Reis. Oh, ja, ja, cool. Ja, ja. Man kennt es. Okay. Ich mache mal die Tür. Warte mal, wie ist die Temperatur gerade? Außen 22. Ich mache mal die Tür wieder auf bei unserem Fallengang. Damit die auch wirklich den Fallengang durchgehen. Ich merke, ihr habt die Basics schon sehr gut reingeprügelt. Ja, ja, ja. Ich sehe es quasi vor meinem inneren Auge, wie der Chat die ganze Zeit Tür auf. Sehr gut. Ja, ja. Okay, Lorena ist gleich wieder tutto completo. Geht's ganz gut. Und die wird gleich so erholt sein, so voller Tatendrang, dass sie gleich erstmal zum Hufeisen geht, hoffentlich. Ja, hoffentlich, die Lorena, die Workaholic-Frau hier. Irgendwas hat hier gerade gequiekt. Ja, das heißt, dass irgendein Raubtier irgendwas getötet hat. Ich glaube, das war hier oben. Ja, die Schlange, ne? Die Schlange hat die Maus weggegessen. Alter, der Arti hat einfach die arme Eiche getötet. Ja, bei mir hat Maxi Drohne Rüdiger getötet. Scheiße. Ist das dein Bot? Ja, mein armer Knecht hier im Bienenstock wurde getötet. Aber so, okay, der ist das. Der Bot ist down. Martis Chat, ihr seid frei. Der Bot ist down. Kleiner als drei. Was? Sag ich noch nicht, dass sie frei sind. Anarchie, Hilfe. Die haben mir schon letztens damit gedroht, eine Gewerkschaft zu gründen. So weit kommt's noch.
Ich mach mal die Mauer hier so ein kleines bisschen weiter nach rechts. Ja. Dann kann der Fallengang hier weitergehen. Das ist, glaube ich, ganz nice. So. So, ich verbiete sie ihn nochmal. Entschuldigung. Entschuldigung. Weitermachen. Aber die Mauer dazwischen können wir trotzdem ziehen, oder? Weil da wollen wir einen großen Schlafsack vermutlich reinmachen. Aber du willst es komplett machen. Was wollen wir dann mit dem winzig kleinen Raum? Okay, mach einen großen. Ist auch okay für mich. Warte mal, also was Raum, ist das eigentlich für ein Fleck da, wo meine Maus gerade ist? Können wir da nicht bauen? Ja, da können wir bauen, aber nur Holz oder Stahl. Ah, okay, dann machen wir da einen Eimer Stahl hin. Ja, genau, da fackeln sich denn unsere Gegner durch wahrscheinlich, aber ja. Deswegen ist Sumpf ein unfassbar anstrengendes Biom zum Bauen, weil du halt immer gucken musst, wo du bauen kannst. Also ich gucke gerade ein Let's Play von einem YouTuber, der heißt Pete Complete. Der macht richtig coole RimWorld-Sachen. Und der spielt gerade so ein Tribe im Sumpf und das ist auch ganz witzig. Also je nachdem, wo du bist auf der Karte, ändert sich das halt auch total, der Spielstil und so. Das ist richtig nice. Ja, wenn jetzt eine Arktis wären, sähe das Ganze ein bisschen anders aus. Hier oben ist so eine richtig krasse Blume, die ich auch nicht kenne. Riesenraffelsee. Ja, ja. Die sind, wenn du so am Äquator bist, in so Regenwaldgebieten, aber die können leider nichts. Schade. Oh, warte, hier oben ist voll viel Stahl, sehe ich gerade. Hier liegen nochmal 230 Stahl einfach rum. Mhm, das sind die Reste von unserem Raumschiff, das abgestürzt ist. Ist auch ganz gut so, weil wir haben auf der Karte echt wenig Stahl. Wir haben auch leider gar keine Ancient Danger hier, wenn ich das richtig sehe. Ist ein bisschen schade. Warum ist Peaks... Oh, warte, wir haben kein Essen mehr, oder? Ist das so? Das ist so. Dann Zeit von Lagerfeuer. Und das Lagerfeuer, da es sehr warm ist, ist zwar ein bisschen blöd, aber bauen wir es erstmal nach draußen, würde ich sagen. Ja, ja. Unser Reis ist auch bereit zum Ernten. Lorena ist nur die ganze Zeit mit Bauen beschäftigt hier. Ja, machen wir mal bei Lorena vielleicht das Bauen raus. Ich mach das mal. Machen wir Griff bauen hoch. Und Temperatur, Lagerfeuer. Ja, kochen kann keiner so wirklich bei uns. Ah, doch, Griff ein bisschen. Das Lagerfeuer macht den Raum halt sehr, sehr warm, leider. Hast du schon irgendwo hingesetzt? Ja, ich überlege gerade, wenn wir es nach draußen setzen, ist halt die Wahrscheinlichkeit für Food Poisoning ziemlich hoch. Wenn wir es nach drinnen setzen, wird der Raum halt mega warm. Ich würde sagen, wir können es trotzdem in den Main-Raum beim Lager reinmachen, oder? Weil viel sind die da gerade ja nicht drin, ne? Und draußen ist es ja, ja. Okay, 33 Grad. Nicht aber ideal, aber ideal ist es dann, wenn wir Strom haben, ne? Ja. Nur das. So, wer von denen konnte noch so ein bisschen bauen hier? Griff, der Schläger. Ich glaube, Griff ist auch der Koch am ehesten bei uns. Der hat Kochen 2. Ich habe gemerkt, keiner bei uns kann kochen so wirklich. So, Lorena baut hier ab. Eingang steht soweit wieder. Oh, Pipo hat Lorena angestupst. Der ist auch echt gut trainiert schon. Guck mal, da tragen sogar schon 1 von 7. Ja, ein süßes Tier hat mich berührt. Plus 4. Oh. Griff machen. Warum kann ich Griff nicht... Ach, warte, ich muss die Aufgabe noch einstellen beim Kochen. Einfache Mahlzeit. Wiederhole, bis du X hast. Ich würde sagen, 10 ist erstmal gut für 3 Leute, oder? Mhm, ja. Griff, du... 10 funktioniert, glaube ich, ganz gut. Mach's bitte. Lorena hat die Ernte verbockt, direkt hier, wo es Griff direkt Schläge. Okay. Das ist eine ganz schlimme Kolonie hier, ey. Ich merke das auch. Aber RimWorld holt auch einfach das Schlimme in Menschen hervor. Also wenn du eine sadistische Ader hast, die wird durch RimWorld nur noch verzehnfacht. Das habe ich also, auch gehört. Kranke Sachen, du hier kommst, boah. Ich habe gehört, dass Edo den Leuten immer die Zunge rausschneidet, damit sie sich nicht gegenseitig beleidigen. Mhm. Wenn Leute Stress machen, schneidet man ihnen die Zunge raus, dann haben sie gar nicht mehr zu melden. Ja, ja, das habe ich auch schon gehört. Also wenn Leute die ganze Zeit irgendwie ausbrechen und nicht viel draußen rumlaufen sollen, dann hackt man ihnen halt die Beine ab und gibt ihnen Holzbeine. Kann man auch machen. Ne? Ich spiele zum Beispiel gerade so eine Organhändlerkolonie. Wir schlachten die Leute aus. Ja. Wenn du keinen Bock hast, die Leute am Flüchten zu hindern, kann sie doch einfach die Beine abschneiden. Klar, ja, geht auch, doch. Und dann halt die Organe entnehmen. Ne? Mhm. Da kannst du halt nicht weglaufen auch. Ja. Ja doch, das ergibt Sinn, ja, nee. Du kannst ihn auch die Beine und die Arme abhacken. Ja. Über Umwege, du kannst ihn Holzbein transportieren und das ihn wieder abnehmen. Ja. Und dann kannst du ihn in eine Transportkapsel stecken und zu ihrem alten Tribe zurückschicken, so als Zeichen. Ja, klar. Nee, logisch. Ach, oh, guck mal da. Oh, guck mal da. Ey, du Spanner. Nee, aber guck mal, sie sind einfach aufgestanden. Noch Mitternachtssnack. Ja, weil die sich beobachtet gefühlt haben. Ja, ja, ja.
Verständlich, oder? Ach, bestimmt gut für die. Ah. Ja, also, ne, dafür sind wir ja auch ein bisschen hier. So, wir müssen das Ganze ja überwachen, dass es hier nicht wieder eine Schlägerei ausartet. Ich meine, im Endeffekt ist RimWorld ja Big Brother, ne? Also. Ja, also, nur halt noch ein bisschen weiter gedacht. So. Ach, guck mal, unsere Kolonie kommt langsam so richtig zur Geltung. Das Bauen dauert halt so ein bisschen, ne? Ach, guck mal, eine Quest. Nektolodus der Ritter der Fraktion Imperium der Epis kontaktiert dich aus der Nähe. Sein Leibwächter kam beim Hinterhalt ums Leben. Er konnte zwar entkommen, aber ein Waschbär verfolgt ihn auf Schritt und Tritt. Nehmen wir an, oder? Er möchte in ein paar Stunden in die Kolonie kommen und dann abgeholt werden. Voll gut, aber die Frage ist eher, wen wollen wir denn zum Lord machen? Wer soll denn unser Kolonieanführer sein? Also ich würde aktuell sagen Lorena, oder? Ja, oder? Das ist schon so die, unsere Queen. Folgendes. Dann schieben, ich mache mal ganz gerne Hackordnung, dann kommt mal Lorena auf Platz 1 hier. Ja, dann, ich würde sagen, die nehmen wir an, oder? Ich würde sagen, den Waschbären, den kriegen wir so hin. Glaube ich auch. Annehmen für Lorena. Nekto schließt sich an. Hallo, Nekto. Worte der Freude und Worte der Liebe kann der, guck mal. Oh, der kann Leute der kann Lorena und Pex verkuppeln. Aber die hat doch eben gerade Sex gehabt mit Griff. Das wird schwierig. Ja, das kriegt er hin, bestimmt. Ja. Oh, die Händler sind auch da. Eieiei. Das ist eine ziemlich große Karawane. Wenn wir jetzt eine AD hätten, würde ich ja vielleicht mal aufmachen. Oh, da ist das Tier. Der Waschbär kommt. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Wir stecken jetzt einfach mal alle in die Safe Zone. Machen hier die Tür zu. Und die Händler, die unterhalten sich mal mit dem Waschbären. Das ist eine sehr gute Idee sogar. Pipo! Und wir gucken einfach mal zu, was passiert. Komm rein, Pipo. Pipo muss aber auch in die Safe Zone. Hey, ich hab den gerade eingetragen. Okay, sehr gut. So, wo ist der Waschbär? Oben kommt er. Da oben ist er. Dauert eine Weile. Der hat nicht mal einen Namen bei mir. Er ist einfach nur Waschbär, heißt er. Ja, gleich hat er einen Namen. Oh, da oben liegen auch noch Mahlzeiten rum. Hier oben ist so ein Anima-Baum, sehe ich gerade. Nektor schließt sich an. So, ist jetzt irgendwie nicht so krass der Waschbär hier. Ja, von der Quest, der verfolgte Typ. Er ist ein Meisterspion. Weißt du, ob wir den in der Kolonie haben wollen? Ja, er ist ein Spion des Imperiums wahrscheinlich. So, Waschbär versus Karawane. Macht er. Ja, sehr gut. Gut, dann packen wir alle mal unbegrenzt wieder. Wer kann gut reden? Bei uns? Ja, können wir mal checken, oder? Wer kann gut reden hier? Aufsehen? Griff. Griff ist ein charmanter Schnösel. Wie viel hat Griff? Ah, aber wir können mit denen nicht handeln. Warum? Weil das sind Leute vom Imperium. Ja. Und wir können das erst machen, wenn wir die Ritterstufe haben. Wenn wir adelig sind, können wir erst mit denen handeln. Echt? Die Leute hier, das Imperium, die von der Royalty Quest, vom Royalty DLC, das sind quasi Sith Lords, das ist quasi das Imperium. Ah, die Guten. Ja, ja. Und noch ein Großhändler, das ist ja richtig Party hier. Ich wollte sagen, ey. Jetzt kann man Raid kommen. Richtig komm, Randy. Party hier, aber hallo. Jetzt kann man bitte so 50 Tribals Raid, bitte. Also, das wäre nice. Komm hier nochmal. So. Ich will nochmal, bevor er geht, sollen wir nochmal Worte der Freude benutzen bei Lorena? Ich finde, wir sollten Worte der Liebe benutzen. Okay, Worte der Liebe. Liebe für? Rede mit jemandem über seine romantischen Vorzüge und benutze dabei mentale Suggestion, um den Zuhörer romantische Sehnsucht einzupflanzen. Noch Tage danach wird der Zuhörer eine mental induzierte romantische Anziehung gegenüber der anderen Person verspüren. Okay, willst du das jetzt mit Pex machen? So, Lorena. Willst du? Nein. Warte. Oh, Brockenspucke. Warum geht das nicht? Aber das ist keine Liebe. Das ist ein Zeichen. Lorena hat keine Liebe in sich. Oh, jetzt. Müssen beide im Modus sein. Aber mit wem denn jetzt? Mit Pex natürlich. Aber ich konnte das gar nicht auswählen. Schon. Aber tatsächlich hat sie mit Pex jetzt plus 83. Ja. Hahaha. So, dann schick mir Nektar. Alle Liebe, plus 40. Ich schicke ihn mal zum Shuttle, geil. Ja?
Oh Mann, ey. Aber guck mal, mit Griff. Hier, Pax hat mit Griff plus 100. Hä, wie ergibt das denn Sinn? Ich weiß es nicht. So, und wir können es direkt Lorenas Titelzeremonie machen hier, ne? Ja. Als Grundbesitzerin. Ich würde sagen, das machen wir doch mal direkt, oder? Auf geht's, oder? Da kommen die Sith Lords. Ich würde voll gerne mal einen Run machen, wo man gegen die Royalisten kämpft. Aber die sind halt super insane stark. Die haben halt hier die krassen Lasergewehre und so. Die sind schon das wird nicht gut ausgehen. Naja. Ich hatte bei mir war das mal verbuggt. Also irgendwie die Zeremonie konnte nicht abgehalten werden. Und dann hatte ich die Idee gehabt, die verhungern zu lassen einfach, damit ich die ganzen Waffen von denen snacken kann. Aber dann habe ich den Text gelesen, Das funktioniert leider nicht. Ich habe dann auch den Text gelesen, dass es nicht so gut wäre, wenn die verhungern. Ja, das Verhungern jetzt, glaube ich, also wenn du sie einsperrst, dann schlagen die sich irgendwann durch die Wände. Kannst sie gar nicht verhungern lassen. Nee, also die waren einfach bei mir und ich hatte die Zeremonie gestartet, aber das war verbuggt und die ist einfach nicht gestartet. Die waren einfach endlos bei mir und die waren schon am Verhungern einfach. Ja, aber das Ding ist, selbst wenn die auf dem Boden liegen und du ziehst die aus, du kriegst auch davon Malus, das ist auch eine feindliche Hand, ja. Deren Klamotten klaust. Okay, wollen wir die Zeremonie starten? Ja, let's go. Das ging schnell. Erwartete Qualität 20%. Ja, weil der Raum hässlich ist, ne? Ja, das ist halt hässlich als Fuck. Wenig dran ändern, müssen wir jetzt leider durch, also. Die haben auch meistens Ausrüstungszersetzer, diese Royalisten. Das heißt, wenn die sterben, geht deren Rüstung auch kaputt und so. Was? Weil sonst hättest du einfach viel zu krassen Loot. Warte mal, Griff war der Redner, ne? Ich kann gleich mal mit den anderen Händlern vielleicht reden. Weil mit denen können wir auf jeden Fall handeln. Ja, mit den Tribal-Leuten, vielleicht haben die irgendwas. Ja. Aber Tribal-Leute sind halt in der Regel, ja, die haben halt nichts so Geiles jetzt meistens. Sieht ein bisschen aus, als würden die Gitarren als Waffen haben, oder? Bin ich das. Gitarren? Also, so hier zum Beispiel, der hier, den ich markiert habe, sieht schon ein bisschen aus wie eine Gitarre, oder? Das habe ich ja noch nie. Ja gut, ich meine, wenn man es so sieht, kann auch eine Gitarre sein, die Laserkanone. Ja, oder? Damit töten sie den Gegner mit Liebe. Ja, das ist ein Baden. Indem sie Wonderwall spielen. Oder Despacito. Bei mir macht, by the way, atomar beschossene Butter das Ritual. Ist auch nicht schlecht. Ja, bei mir auch. Ach, witzig. Es war unbeeindruckend, aber das ist okay. Sie hat jetzt den Freibeurer-Titel, die gute Lorena. Yes. Nice. Warte, man kann auch jetzt irgendwie gucken bei dem I. Bei... Ah, noch ist die Zeremonie nicht vorbei. Ach so. Heilungsstufe 1. Sie hat die Fähigkeit Brockensprung bekommen. Die ist nicht so krass, die Fähigkeit leider. Ich hatte auf eine andere gehofft. Die macht folgendes, wenn Lorena jetzt hier hingeht. Angenommen, ne, wir sind auf einer anderen, wir werden überfallen und hier, und die Gegner sind uns aufgelauert. Ja. Und wir müssen schnell eine Verteidigung müssen wir aufbauen. Ja. Dann machen wir ihre Fähigkeit und ziehen hier die Steine ran, die um uns herum liegen. Dann haben wir Deckung und können über die Steine drüber schießen. Das ist ja cool. Das ist leider nicht so super duper praktisch, aber... Aber schon cool. Ja, das ist schon cool. Diese Jedi-Fähigkeiten, die können auch richtig... Die werden richtig stark später. Die werden richtig krass. Soll ich das mal hier umhandeln? Soll ich das mal handeln, ne? Ja. Wir können Muffalo kaufen. Ah. Siehst du das auch, das Handelsfenster? Bei mir sehe ich ein Pausezeichen und in Klammern Dialogs dahinter. Okay. Ach ja, dann kann ich draufklicken und dann sehe ich das Handelsfenster. Okay. Ey, die Mod ist so gut gemacht. Das ist voll geil. Wahnsinn. Krass. Ja, die haben nichts wirklich, was wir brauchen. Das Kräutermedizin, so. Aber wir haben normale, bessere. Ja, eigentlich haben die ja, nichts. Ja, und die können wir hier auch einfach, die wächst hier, glaube ich, die Kräutermedizin, oder? Ja, aber wir brauchen das nicht. Haben wir Kräutermedizin auf der Karte oder sind wir zu tropisch dafür unterwegs? Ja, nee, wir haben tatsächlich keine Kräutermedizin nicht, nee. Auf der Karte. Dann sind wir zu nah am Äquator, dann sollten wir mal gucken, dass wir bald welche anpflanzen können. Dafür brauchen wir aber, wir brauchen Pflanzen 5 oder 6, ne? 8 sogar? Ich glaube sogar 8. Lass ich mal nachgucken. Das sieht man ja hier. Ja, Fähigkeit 8 braucht man dafür. Eieiei. Ei, ei. Ah. Tatsächlich, vielleicht sollte ich ein Kräutermedizin kaufen. Ja, wäre vielleicht nicht so schlecht. Weil, also gerade haben wir haben jetzt 26, ne? Ja, gerade haben wir noch echt viel. Randy wird schon nicht so sein, oder?
Was? Randy macht doch nichts Fieses. Das ist doch Randy. Warum eben. Sollte er was Fieses machen? Na, glaube ich nicht. Der ist doch so freundlich immer. So, das Imperium zieht weiter. Schlimm wird's, wenn sie mit Panzern raiden, aber das geht nur, wenn man die Mod dazu hat. Es gibt halt auch so krasse Mods. Ja, wollte ich sagen. Es gibt zum Beispiel den Atomwaffen-Mod. Da kannst du einfach so den halben Planeten mit annihilieren. Es gibt schon richtig krasse Sachen. Ich habe ein Geschenk da gelassen, ein Knüppel aus Sandstein. Ja. Geiler Dreck. Können wir den einfach wieder verkaufen gleich? Ja, nee, leider sind sie schon weg. Vielleicht beim nächsten. Ah, Chat, wir haben es nicht gejinxt. Randy ist eigentlich ein Lieber. Komm, unser Reis fällt ein bisschen größer. Randy ist nur missverstanden. Genau. Ja, der will nur Liebe. Bestimmt. Na, apropos, wo ist denn gerade Griff? Der baut hier oben ab, das ist gut. Wir bräuchten vielleicht so einen Steinmesstisch, oder? Damit wir ein bisschen Sandstein herstellen können, weil ich glaube, uns fehlt gerade Sandstein. Noch haben wir Steine übrig. Ich würde dann den Rest einfach aus Marmor bauen. Also noch haben wir ja so ein paar Mauern hier auf der Karte rumzustehen, die halbwegs in der Nähe sind. Die würde ich erstmal abbauen und dann machen wir ein Stone-Cutting-Table. Okay. Weil das dauert recht lang, die Steine zu schneiden und so. Wir nehmen erstmal die Ressourcen, die hier rumstehen bei uns. Was bei Packs los? Die sind eh hässlich, die müssen eh weg. Abscheulicher Schlafsaal. Da wird schon wieder zurückgewiesen, glaube ich. Ich brauche mal eine Kommode bei uns in den Schlafsaal. Mehr Komfort für unsere Siedler. Sie werden sich Batterie ist fertig. Batterie schon erforscht, das ist ziemlich geil. Können wir mal... Weiß ich, worauf hast du Lust? Wir müssen uns ja nicht ganz so krass doll Mühe geben hier so. Solar? Können wir machen, ja. Ich bin so jemand, ich gehe immer meistens direkt auf Geothermie, weil das bringt halt am meisten. Was macht Geothermie? Geothermie? Ah, auf dem Geysir? Auf einem Geysir kannst du ein Kraftwerk drauf bauen. Das macht irgendwie, ich glaube, 3200 Watt oder so. Haben wir eine in der Nähe? Das macht viel mehr Leistung als alles andere. Ja, wir haben ein paar Geysire hier. Also wenn man sich langfristig seine Basis plant, ist das auch ganz gut darauf zu achten, wo die Geysire sind, weil später, wenn du dann irgendwie 1000 Turbits hast und so, dann brauchst du auch ein paar von den Kraftwerken. Da. Ja, ich seh's. Ja, bei uns sind die jetzt leider relativ weit weg, ne? Ja. Okay, dann machen wir erstmal Solar. Dann erforschen wir vielleicht doch Solar, das ist dann vielleicht ganz schlau. Was ist Wasserrad? Ich spiele meistens mit einer Mod. Ja? Ja, ein Wasserrad geht nur bei dem Fluss, wenn das Wasser fließt, das haben wir nicht. Das ist relativ, ich weiß nicht, warum das drin ist, das hat man halt seltenst den Fall, ne, dass man ein Wasserrad benutzen kann. Also ich habe noch nie eins gebaut. Da habe ich so einen Ofen von net. Haben wir noch irgendwo Sandstein? Das dauert Ewigkeiten, hier die Wände zu bauen. Ist okay. Bei mir ist immer, ich bin so hin und her gerissen zwischen erstmal klein bauen oder direkt groß und fett bauen. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Unterschlupf für einen Verbündeten. 25 Tage in der Kolonie als Gast. Und wir kriegen dafür einen Neuralhitzetransfer. Das ist eine Fähigkeit. Damit kannst du, also, wenn die Leute ihre Jedi-Fähigkeit machen, von dem DLC, von Royality, dann steigt die Hitze in deren Kopf und wenn die Hitze zu stark ist, dann brechen die zusammen und können langfristig geschädigt sein. Also die können nicht ewig unendlich ihre Fähigkeiten nutzen. Verstehe. Und damit kannst du halt die Hitze, kannst du auf wen anderes transferieren, damit dein sehr mächtiger Jedi dann weitermachen kann quasi. Verstehe. Das könnte später vielleicht ganz spannend sein, wenn wir hier die Lorena zu einer richtig krassen Jedi-Frau machen wollen. Ihr könnt auch eine Powerkralle nehmen und die Griff an den Fuß machen, weil dann fehlt ja ein Zeh. Das ist so ein Handersatz, das ist quasi so eine Wolverine-Kralle. Ja. Das ist ganz cool. Problem ist, wenn du so einen richtig krassen Super-Soldier hast, der irgendwie so Krallenhände hat und gehärtete Haut und bionische Arme, wenn der dann ausrastet und sich mit anderen Leuten prügelt... Tut weh, Dann haben die anderen Leute auch nicht mehr so viele Gliedmaßen. Ihr könnt auch den Ruf nehmen. Aber ich benutze nicht so gern sowas. Das Ding ist halt, 25 Tage ist doch echt lang, ne? 25 Tage ist sehr lang. Wir könnten Griff wegschicken, damit Lorena mit Pax zusammenkommt.
Ich meine, sie mag ihn jetzt schon plus 99. Wow. Aber sie hat Griff immer noch nicht abgeschossen. Das ist schwierig. Ich würde sagen, von mir aus müssen wir die nicht annehmen. Nee, die müssen wir. Also man muss auch echt nicht jede Quest am Anfang. 25 Tage ist halt viel zu lang. So, das sind 2 Monate fast in RimWorld. Ja. Die müssen wir auch durchfüttern. Wir brauchen ein Bett und so weiter. Nee. War es nicht, dass man jemanden abgibt? Achso, ja. Der verweigert halt jegliche Arbeit, der macht nichts. Nee. Der soll woanders was über Kulturen lernen. Haben wir irgendwo Sandstände auf der Map? Genau. Nee, dann würde ich sagen, gehen wir auf hier vielleicht den Kalkstein. Mhm. Oder komm, einfach for the sake of the stream, machen wir es aus Stahl, geht's ein bisschen schneller. Stahl? Boah, du bist aber auch... Ja, wir haben noch so viel Stahl rumzuliegen. Ja, aber ist begrenzt. Marty ist begrenzt. Ja. Wir rushen Tiefenbohrung, dann haben wir unendlich Stahl. Das möchte ich mir noch gerne sehen. Ich überlege gerade hier oben. Das müssen wir, glaube ich, auch abbrechen. Genau. Perfekt. Teamwork. Ja. Einer bricht ab, der andere baut. Griff. Bauen Sie. Was für ein Riesenfeld auch haben. Wann hast du das erweitert? Ja, das habe ich mal hier ganz sneaky erweitert, weil ich gesehen habe, dass wir gar keinen Reis vorrätig haben. Ja, wir müssen vielleicht mal ein paar Beeren ernten. Wollte ich gerade machen. Perfekt. Guck mal. Chat, ich bin begeistert. Ich bin immer dafür, dass wir das Nas von Marty hier unten sehen. Was brauchen wir dafür für ein Tier? Was brauchen wir für eine Tierfähigkeit? 9 brauchen wir dafür. Lorena hat 3. Das Ding ist, selbst wenn wir Tierfähigkeit 9 haben, dann haben die Tiere immer eine geringe Chance, dass sie, wenn das Zähmen fehlschlägt, aggressiv werden. Ja. Und so eine Horde aggressiv. 30%? Was sind schon 30%? Ja. Was ist das hier eigentlich? Was ist eine Clivie? Ausgewachsen. Ja, so ein Blümchen. Das ist leider nur Deko. Das Schöne ist, wenn wir jetzt auf die Nashörner schießen würden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass nicht nur eins aggressiv wird, sondern alle. Ja. Machen wir also lieber nicht. Ist nicht so gut manchmal. Okay. Wenn man eine Horde aggressiver Nashörner am Arsch hat. Ist manchmal nicht so gut. Mann, man hat so viel Stahl mit diesem Start hier, das ist echt insane. Oh nein! Heiratsantrag abgelehnt! Ja! Ah. Lorena, die lebenslange Treue geschworen. Lorena lehnte ab. Ja, Lorena, girl, you can do it. Emotional damage. Hey, jetzt ist deine Chance. Sie sind zerrüttet. Geh ran da. Beziehung Lorena wird beendet. Lorena, Mark Griffin, minus 22. Es ist soweit. Lorena, Ex-Geliebthaber, Beziehung beendet. Nein. Ja. Wir müssen das Doppelbett vielleicht ummünzen. Ich mach mal, machen wir mal Pex und Lorena da rein, oder? Ja, leider kriegt man dann Malus, wenn man Leute reintut, die nicht zusammen sind. Leider kann man es so nicht erzwingen. Aber dann machen wir trotzdem mal Griff, ne? Ja. Eieiei. So. Das ist eine Telenovela hier, sondergleichen. Bester Start. Also, ist jetzt schon die beste Kolonie, die ich jemals gespielt habe. Das ist einfach nur gut. Okay. herrlich. Gute RimWorld, schlechte RimWorld. Ja, irgendwie so gute Zeiten, schlechte Zeiten hier. Eigentlich bräuchte ich ein Info dafür, ja. Reich und schön. Meine Mutter hat damals immer reich und schön geschaut. Das war so eine richtig schlimme Reality-Serie. So. Da haben die Frauen in den Venen gelegen und waren so, aber was, wenn es nicht von ihm ist? Weil alle so mit 10 Leuten gleichzeitig und so. Das war toll. Kennt das noch jemand? Reich und Schön ist so eine richtig schlechte Serie. Mein Vater hat früher echt... Kann ich mich heute noch dran erinnern. Jeden Tag, ich glaube 19:05 Uhr ist die Folge immer gestartet. GZSZ, jeden Tag. Und wenn er es nicht gucken konnte, hat er sich's aufgenommen. GZSZ, Berlin Tag und Nacht. Köln 50 hast du nicht. Ich muss aber sagen, ich habe mal eine Zeit lang unironisch Berlin Tag und Nacht geguckt, einfach weil es irgendwie... Es war eine geile Abwechslung irgendwie. Ich verstehe das. Ich habe angefangen, unironisch sowas wie Love Island so eine Scheiße zu gucken. Manchmal braucht man sowas einfach. Ja, manchmal ist das lustig. Ja. Aber halt, stopp. Warte mal, das brauchen wir nicht, ne? Wollte gerade sagen. Genau. Kein Dach. Ich habe das angefangen, so lustig zu gucken. Es gibt also YouTuber, die das verarschen im Nachhinein, so, ne? Und das habe ich halt erst geguckt und dann habe ich angefangen, das Original zu gucken. Weil es halt manchmal wirklich witzig ist. Aber gute Zeiten, schlechte Zeiten würde ich trotzdem nicht gucken. Nee.
Ich würde mal vorschlagen, wir machen mal alle Pflanzen weg hier beim Windrad. Mhm. Weil die Bäume... Die blocken das. Die Bäume, die blockieren das Windrad. Und das heißt, ich mach mal, am besten machen wir das Reis, machen wir hier ein Feld hin oder so. Starke Schmerzen? Warum hat der starke Schmerzen? Achso. Griff, vermutlich emotional Schmerzen, oder? Ja, emotional Damage wahrscheinlich. Ja. Mentale Schmerzen. Heiratsantrag abgelehnt. Aber ich meine, was hat er denn erwartet? Jetzt mal im Ernst. Also, hallo? Wie lange hält das? 24 Tage hält das an? Oh Gott. Aber minus 18 für einen abgelehnten Heiratsantrag geht noch, ne? Also. Kann schlimmer sein, dass der Schlafsaal hässlich ist, macht minus 7. Also, so wichtig war es ihm ja anscheinend nicht. Also, Manchmal ist das so ein bisschen. Keine Ahnung, mein Vater ist gestorben, minus 8. Mein Schlafsaal ist hässlich, minus 8. So ist manchmal so ein bisschen so. Prioritäten sind halt. Prioritäten und so. Theoretisch kann man ja auch, was ich gehört habe, dass einige Leute sagen, dass man beim Windrad in die Bereiche einfach ein Feld reinbaut, damit da keine Bäume mehr drin wachsen dann. Mhm. Habe ich schon gemacht. Wir pflanzen jetzt Kartoffeln. Ah, perfekt. Oh. Dann können wir das hier eigentlich auch abbrechen. Stimmt schon. Der macht das von alleine. So. Oder man, oh, Entschuldigung, ich habe das Windrad abgebrochen. Oder man macht halt Boden einfach hin. Risiko. Wollen wir direkt auch schon eine Batterie planen? Hm. Die kann er vielleicht hier so hin, weil wir das hier überdachen, den kleinen Teil. Ja, das können wir machen. Ich mach Dach, du machst Batterie. Ach, diese Arbeitsteilung. Stromcable. Ein Ameisenbaum kann nicht überdacht werden. Entschuldigung. Der gute Ameisenbaum. So. Was kannst du dann vielleicht mal das da machen? Dann können wir Lampen bauen und Klimaanlagen. Es wird wunderschön. Griff versteckt sich im Raum, ja, verständlich. Nein, er schämt sich. Er muss Lorena die Windturbine bauen. Er hat eine Lebensmittelvergiftung, auch eine starke. Bei dem geht es gerade echt nicht so gut, dem Bro. Wo kommt die denn her? Ja, weil wahrscheinlich hier der Kochbereich dreckig war und wir nicht so gut kochen können und so. Eieiei. Aber wenigstens kotzt er draußen. Das ist wenigstens. Und ich dachte, Pipo leckt das jetzt auf. Tatsächlich, ich habe letztens gelernt, dass Tiere einfach alles, was so als Essen klassifiziert ist, in RimWorld konsumieren, wenn du es ihnen Reichweite legst. Long story short, unsere Koloniekatze hatte einen Filmriss, weil sie eine Whiskyflasche getrunken hat. Was? Ja, unsere Katze lag besoffen im Lager rum, weil sie Whisky getrunken hat. Zweimal hintereinander bei Das ist geil. War ganz witzig, fand ich gut. Balancing in RimWorld. Mein Freund ist gestorben, minus 5. Ich habe lecker gegessen, plus 15. Ja, ich nehme an, man härtet ab, wenn man länger hier wohnt auf diesem Planeten. Jetzt habe ich halt einfach einen Ohrwurm von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist ja grauenvoll. Ein Leben, das neu beginnt. Na, na, na. Auch nochmal ein Meditationsplatz irgendwann. Griff sitzt im Raum und heult, weil ihn keiner mag. Er kotzt, in die Ecke, in die Kühlung rein. Aber was ich ja lustig finde, Pax kann Griffin, also Pax mag Griff total. Ja, ja, die beiden sind irgendwie Best Bros. Ja, also es ist wirklich, das ist eine echt komische Konstellation. Es ist echt ein richtiges Dreieck geworden. Ja, also der Wahnsinn. Ja, vermutlich, Griff beschwert sich jetzt bei Pax über Lorena. Wahrscheinlich, ja. Der heult sich jetzt aus bei ihm darüber und er nutzt das dann aus, das gefunden ist. Ja, genau. Das ist richtig hinterfotzig. Oh. Ein Händler. Aber auch eine große Karawane. Oh, Griff, ey. Ja, ich lass mal Pax ganz kurz das Zerbrochene wegmachen. Das ist eine gute Idee. Kannst du keinem verraten. So, Griff, mein Lieber, ich weiß, du bist echt scheiße drauf, aber du musst mal handeln. Du schaffst das. Reiß dich zusammen, Griff. Ja. Einfach so im Handelsgespräch einfach mal anfangen zu kotzen, so kommt bestimmt. Aber er ist gerade wenigstens in der Katharsis drin, ne? Ja, plus 40. Er hat neue Klarheit im Leben. Durch das, was geschehen ist. Wie meinst du, kommst du? Oh, wir können ein Weibchen. Wir können einen zweiten Labrador kaufen. Wir haben leider nicht so viel Geld. Wir haben so viel Geld. Wir haben genug Geld. Wir haben viel Geld. Aber es ist leider ein Weibchen. Sonst dachte ich, wir machen ein Labrador-Pärchen. Aber leider nicht. Oh. Ah, schade. Aber wir haben noch andere geile Sachen hier. Witzeweltmedizin. Auch recht billig, oder? 69?
Nee, warte mal. 12? Nee, warte mal. 69. 69. Wir haben so einiges Geiles hier. Ellenbogenklinge. Bionisches Ohr. Die Berserker-Lanze ist auch super wertvoll, aber die können wir uns nicht leiden. Außer wir verkaufen Pepo, okay. Nee, hallo. Die Berserker-Lanze wäre geil, können wir uns leider noch nicht leisten. Ja, ein bisschen Glitzerweltmedizin wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. So, hier, ja, im Notfall. Wenn Malaria oder sowas kommt. Man weiß ja nie, was los ist. Ja, ja. Griff, bring die mal mit nach Hause hier. Das heißt, eigentlich müssen neue Labradore zähmen. Ja, ein Labrador-Männchen hier für eine große, glückliche Labrador-Familie eigentlich. Gibt es noch mehr Labradors? Nee. Gibt es irgendwas, was wir hier zähmen könnten? Oh. Neuer Liebhaber! Oh mein Gott, es ist geschehen! Es ist geschehen! Pex und Garte Lorena, indem er positiv ihren Familienhintergrund erwähnte. Und Griff weint sich ab jetzt nur noch in den Schlaf. Jetzt ja, direkt daneben. Warte, ich mach mal das Bett von Griff. Machen wir mal hier hin. Der muss den jetzt nachts zugucken. Mein Gott. Der hat ja richtig reingeschissen, der Arme. Oh, Mann, oh Mann. Glaubst du, der bekommt ein Malus gestörter Schlaf? Lorena meditiert bei Sway gerade ziemlich viel. Ich mach mal hier ihre. Bei Psy-Focus, da kann man hier einstellen, wie viel sie meditieren soll. Ich mach den mal runter, weil wir benutzen es ja gerade nicht so wirklich. Sie soll stattdessen arbeiten, statt zu meditieren. Kann Griff bauen? Ja, ja, der kann gut bauen. Okay, gut. Nicht, dass er das verkackt, das wäre ganz schön teuer. Das ist nicht der Einzige, der das bauen kann bei uns, glaube ich. Weil man braucht Konstruktion 4 oder so dafür. Ach, jetzt kommt eine neue Schnecke in die Kolonie, mit der wird Griff dann glücklich. Ja, ja, genau. Und dann fällt ihm auf, dass es halt einfach nicht sein sollte. Und dann wisst ihr dann alle Happy End und so. Nee, ich bin dafür, Lorena stirbt bei einem Raid und dann kommt Griff mit Pax zusammen. Was? Und das ist dann das eigentliche Ende. Haben wir irgendwo schon Stromkabel? Nee, ne? Das siehst du, wenn du auf Strom klickst, dann siehst du, wo die Kabel sind. Ich hatte nämlich welche mal hier verlegt, aber die sind anscheinend nicht gelegt worden. Ja, ist noch nicht gebaut. Man könnte sie, da bin ich jetzt so ein bisschen. In die Wand ging nicht, ne? Man könnte sie unter die Wand bauen, dann sind sie. Unter? Muss man ein Unterwasserkabel dann nutzen, oder wie? Nee, du kannst einfach normal Stromkabel nutzen und das dann. Das geht aber nicht. Ja, warum geht das denn nicht? Ja, genau, deswegen habe ich es ja da lang gemacht. Ach, ist hier Sumpf? Nee. Ja, warum? Seit wann ist das denn? Warte mal, hier ist bereits ein identisches Objekt. Ich hatte hier Kabel gebaut, aber. Wurden die da hingelegt? Aber warum sehen wir die nicht? Weil genau da hatte ich eigentlich Kabel hingelegt in der Wand. Ja, weil normalerweise du kannst auch Kabel unter die Wände bauen. Ich glaube, das wird auch falsch. Ach, die sind nicht fertig gebaut worden. Warte mal. Wahrscheinlich, weil die noch bei so einer Baustelle ist. Weil du kannst normale Kabel unter Wände bauen, das geht. Unter Wasserkabel brauchst du nur, wenn du durch seichtes Wasser oder durch Sumpf oder so durchbauen möchtest. Jetzt haben wir da noch ein Kabel. Nee, warte, du willst lieber da haben, ne? Ich muss weg. Ey, ich finde diese Kolonie jetzt schon so gut. Das ist so dumm, ey. Wir haben bei so weit kein Essen mehr, sehe ich. Wir haben by the way ein Dach. Warum ist das Dach eigentlich noch da? Beim Windrad. Dach abreißen? Hier habe ich das gebaut, das Dach. Ja, aber irgendwie ist so weit gebaut? Ist hier noch Dach? Hier ist noch Dach. Warum ist es da? Vielleicht haben sie es noch nicht abgerissen. Ich mach mal. Die Zone ist schon richtig eingestellt, aber noch haben sie es nicht abgerissen, weil sie nicht dazu gekommen sind. Hier ist aber. Ja, aber du musst die orange Zone lassen, die große, weil sonst bauen sie es wieder neu nach. Ah, okay, ich muss komplett. Also überall da, wo ein abgeschlossener Raum ist, wollen sie automatisch nachbauen, außer du machst da orange eine Fläche hin. Warum ist eigentlich überall Kotze? Ja, Griff, der Penner, keiner mag den. Oh, arme, wollen wir den verkaufen, die Sklaverei? Vielleicht können wir tauschen gegen den Golden Retriever. Ich bin dafür, wir bauen Griff einen Glücklichmacher und einen Harmonisierer ein. Das sorgt dafür, dass er dann ein bisschen nicht mehr so viel mitkriegt, aber er ist immer sehr glücklich. Und dann gibt es ein Item, das sorgt dafür, wenn der eine Mensch glücklich ist, der das hat, dann sind die Menschen im Umkreis auch glücklich. Und ich nehme ganz gerne irgendwie einen nudistischen Optimisten, der schon gut drauf ist. Dann macht man dem noch so ein Glücklichkeitsimplantat in den Kopf. Dann legt man ihn in die Mitte der Kolonie in Bett, hackt ihm die Beine ab. Dann kriegt er nichts mehr mit, aber ist super glücklich und macht alle anderen im Umkreis auch glücklich. Du weißt, das klingt schon ziemlich pervers.
Ich habe 600 Stunden in RimWorld. Es wird noch schlimmer. Mit jeder Stunde. weißt du, was wir finden müssen für PEX? Ein Sexverstärker. Dafür haben wir den Nachttisch da stehen. Also warum lachst du? Es ist ein ganz normales Item, was es gibt in RimWorld. Ja, nee, logisch. Ja. Aber wir machen Strom. Wir haben es letztens umbenannt. Oh, wir haben es heißt jetzt Libido-Verstärker. Wir haben 56 Silber bekommen. Das ist ja cool. Das ist nett von denen. Okay. Also wir haben Strom, dann ist Zeit für ein paar Laternen, würde ich sagen. Yes. Ein paar Laternen und ein paar Klimaanlagen anstatt den passiven Kühlungen. Ich mach Stehlampen. Ja, seid mal froh, dass Marty keine Fantreffen macht, ne? Überlegt euch mal, was ihr euch da wünscht, ne? Careful what you wish for. Okay. Wo ist Griff gerade? Ach, der baut ab. Ein bisschen Angst, dass Lorena hier jetzt jede Lampe verbockt. Ja, ich meine, aber im Dunkeln aus einem Klumpen Stahl eine Lampe bauen, stelle ich mir jetzt auch gar nicht so einfach vor, muss ich sagen. Also da kann ich Lorena schon ein bisschen verstehen. Denkst du, aber... Ja. Wobei, vielleicht gibt es ja irgendwie Space Ikea und das dann voll einfach oder so. Die Anleitungen bleiben, glaube ich. Oh, guck mal, Licht! Na, Zivilisation, oh mein Gott. So, als nächstes bauen wir den Raum oben fertig, damit wir einen neuen Schlafsaal haben. Ich würde vorschlagen, also wir haben halt sowieso auch gerade die ganze Zeit kein Essen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich würde vorschlagen, wir bauen erstmal einen elektrischen Herd, damit wir ordentlich kochen können, ohne dass wir hier die Bude die ganze Zeit total heiß machen durch das Feuer. Okay. Und dann können wir den Raum da oben bauen. Dafür brauchen wir erstmal die Marmorblöcke für den Raum da oben. Yes, ich... Organhändlerin bei Twitch-Fantreffen in Berlin aufgeflogen. Genau so nämlich. Easy. Sehr schön. So, ich stelle mir hier das Kochen ein. Warum schlafen die eigentlich so viel? Wie gut diese Mod ist einfach nur. Die Mod ist super. Der ruckelt manchmal ganz kurz vielleicht mal, ne? Aber ansonsten total easy alles. Ich frage mich, wie die Performance mit 8 Leuten ist. Das müsste man echt mal testen. Also mir hat der Chat immer gesagt, ja, die Multiplayer-Mod, die ist voll gut so und so, ne? Die ist voll gut, aber also wow. Oh, am besten bauen wir hier oben noch ein paar Türen rein. Kannst du direkt planen, wenn du magst. Damit wir ein bisschen kiten können. Kiten immer sehr wichtig. Mach hier auch nochmal eine rein. Beim Fallengang, ja, beim Fallengang vielleicht eher nicht, oder? Hitpoints als die Wand und dann können sie sich da durchschlagen. Das ist nicht so, ja. So, ich dachte, man kann dann vielleicht im Fallgang sich positionieren und dann zurückziehen durch die Tür. Aber wenn du sagst, es ist nicht so klug, dann nicht. Ja, wir können sie mal bauen und uns mal testen. Also vielleicht finden wir hier auch neue, frische Ansätze dadurch, dass wir uns dabei befreien. Ich wollte gerade sagen, ich bin vielleicht schon so festgefahren in meinen RimWorld wegen hier, ne? Vielleicht, Falle, also, ne? Falle, das heißt, warte mal. Falle, das heißt, hier wäre eine Tür gut. Ich zeig dir hier die neuen Wege, Marty. Ja, das ist die neue Generation der RimWorld-Spieler. Jemand fragt, ob es möglich ist, eine zweite Kolonie zu gründen. Ja, man kann eine zweite Kolonie gründen und dann parallel spielen. Das ist richtig cool. Also das haben wir auch später vor, dass jeder vielleicht später seine eigene Kolonie macht. Aber hier den Anfang, den machen wir erstmal zusammen. Das ist natürlich jetzt super entspannt, wenn zwei Leute in einer kleinen Kolonie bauen. Ne? Natürlich hat man nicht so viel zu tun. Aber es ist ganz cool, dann kann ich so ein bisschen auch einfach mich zurücklehnen, so ein bisschen zugucken, wie du mit dem Mauszeiger so über die Kolonie fährt. Langweilig. Ja, guck mal hier anklicken. Dann können wir langsam auch schon mal den Umzug gleich vorbereiten. Hat denn schon mal jemand, der zuschaut, mit der Multiplayer-Mod das Raumschiff gestartet? Wie funktioniert das dann? Also halt auch ganz normal wahrscheinlich, ne? Das stelle ich mir auch cool vor. Die Kolonisten hungern. Was ist da los? Ich bin dafür, wir ernten ein paar Bärenbüsche oder wir erschießen was. Ja, lass mal ein paar Bärenbüsche ernten hier oben. Lorena!
Na gut, ist das eigentlich, also der ist ganz schnell, der ist recht schnell drüber hinweggekommen, der Griff hier, ne? Ja, ja, also, dem geht's wieder gut. Ah, er ist ja auch ein Optimist, er schaut nach vorne. Und draußen sind es gerade wieder 40 Grad übrigens. Aber wir sollten langsam wieder eine Klima. Also sollten auch später dann vielleicht mal ein paar Duster craften für unsere Leute. Weißt du schon, wie das mit den Kleidungsstücken funktioniert? Welche Kleidungsstücke welche Funktion haben und so? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es gibt Parkas und es gibt Duster. Duster sind sehr, sehr gut gegen Hitze und Parkas sind sehr gut gegen Kälte. So grundlegend. Das heißt, wenn du im Norden bist, dann baust du Parkas. Wenn du im Süden bist, dann machst du Duster. Also Duster sind so lange Mäntel, wie die Cowboys in den Cowboy-Filmen anhatten. Deswegen, es passt ganz gut zur Wüste. Mhm. Und dann ist es noch abhängig davon, aus welchem Stoff du es baust. Also der Parka oder der Duster, der hatte einen bestimmten Grundwert. Und dann, je nachdem, welche Stoffsorte oder welche Ledersorte du hast, wird der Grundwert damit multipliziert. Und Dromedarleder ist, glaube ich, somit das Beste für Hitze. Damit kannst du die höchste Hitzebeständigkeit kriegen, glaube ich. Auf jeden Fall sind Dromedare sehr oben, aber ich habe es noch nicht nachgegoogelt im Wiki. Und das wärmste Fell, was du kriegen kannst, ist das Fell von Meerschweinchen. Okay. Deswegen sind Meerschweinchen, wenn du in der Arktis spielst, sehr, sehr wertvoll, weil du damit die wärmsten Kleidungsstücke bauen kannst. Also jagen wir Meerschweinchen. Naja, ist ja eher warm hier. Wir brauchen eher Kamelleder oder so. Ich weiß gar nicht, ich habe nie in den Wiki geschaut, was das beste Leder ist für Wärmeprotection. Ich gucke das jetzt mal nach. Das interessiert mich jetzt, weil das will ich schon ganz lang wissen. Textiles. Kann doch auch. So. Dahin machen. Klug. Insulation Heat. Warte, was? Kann ich das nicht sortieren danach? Griff, kann ich zu schlecht. Ah, ja. Hyperweave ist das Beste. Das ist sehr fortgeschrittener Stoff, ist das. Ja. Devil's Strand, das sind diese roten Pilze, die man anbauen kann. Und dann tatsächlich Kamelleder ist das drittbeste. Kamelleder hat eine Hitzeisolierung von 24 als Grundwert. Und Insulation gegen Cold ist das beste Meerschweinchenfell. Das hat 38 Insulation gegen Kälte. Also wenn jetzt auf einer richtig heißen Wüste spielst, dann baust du Devil's Strand an, diese Pilze, oder du gehst Kamele jagen und baust daraus deine Klamotten, weil die wirken dann am allerbesten gegen die Wärme. Hihi. Das hat mich anfangs so fertig gemacht, wo ich angefangen habe, Rimworld zu spielen, weil ich fand das so extrem komplex, dass die Strukturen halt nicht nur bestimmt viele Hitpoints haben, ne? Zum Beispiel hier die Marmorwand, die hat ja auch 360 Hitpoints, ja. Die Stahlwand hat 300 Hitpoints. Dass es nicht nur von der Struktur abhängig ist, sondern auch noch vom Material, woraus du die Sachen herstellst. Ah. Dadurch hast du halt super komplex viele Möglichkeiten. Ne, die Wand aus Stahl hat 300 Hitpoints, die Wand aus Marmor hat 360 Hitpoints und der beste Stein für Wände wäre Granit, der hat 500 Hitpoints in eine Wand. Und genauso ist es, wenn du Klamotten craftest, ne, wenn du die aus Kamelleder machst, sind sie die besser gegen Hitzebeständigkeit, wenn du sie aus Meerschweinchen machst, sind sie besser gegen Kältebeständigkeit und so. Mhm. Und das ist halt super komplex. Ich wollte gerade sagen, da gibt es halt so unfassbar viele Kombinationen, das ist halt richtig krass. Sieht ja gar nicht auf. Und dann ist das noch abhängig davon, welche Qualität die Klamotten haben. Damit wird das dann auch nochmal multipliziert, wie gut die Klamotten dann sind. Ne? Ein legendärer Duster ist besser gegen Hitze als ein normaler Duster. Schon eine Wissenschaft für sich. Ach, ich liebe Rimworld. Jemand fragt gerade, wer ist Leon im Chat? Das ist der Leon, auch bekannt als hier Red Panda von Bonsch war. Und ihr könnt auf den Squad-Stream klicken, dann kommt ihr dahin. Also ich muss ehrlich gesagt zugeben, rumschwirrt. Ich hab dir zugehört. Ich hab's gemerkt. Aber ich war besser erklären? Ich war einfach sehr into Rimworld gerade und habe hier gerade sehr viel. Aber ich hab grundlegend zugehört und viel mitgenommen. Das ist alles gut, das verstehe ich. Ich übersehe auch die ganze Zeit Subs, wenn ich Rimworld spiele, weil ich so extrem im Tunnel drin bin. Ich lese den Chat auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, dass du da bist. So. Aber ich habe mich um eine passive Kühlung gekümmert. Die schlafen jetzt alle wenigstens in Kühle. Aber warum baust du denn eine passive Kühlung? Baust du eine elektrische direkt? Hatten wir gerade. Also baue ich auch, aber war gerade. Ich habe gerade lieber erstmal die passive gemacht. Na gut, die habe ich halt gerade abgerissen, aber. Ja, ich weiß, aber. Das ist auch gut. Die hatten gerade keine. Die kostet halt permanent Holz, ne? Das ist halt ein bisschen anstrengend auf die Dauer mit der. Nee, genau. Ich wollte es jetzt einfach nur vorübergehend machen.
Weil ich, oben wird die auch schon gebaut, aber wir hatten gerade die Ressourcen nicht da. Eine Sache, ja. Die Kühlung am besten nicht an die Außenwand bauen, weil eine Kühlung hat nur 100 Hitpoints. Da kommen die Gegner schnell durch, wenn sie wollen. Aha. Deswegen am besten die Kühlung eher hier so in den Innenhof reinbauen, aber wo die Gegner nicht so schnell gegenschlagen können. Was ich mich dann gefragt habe, ob dann das mit der Kühlung überhaupt richtig funktioniert an der Stelle. Mhm. Weil das ja quasi nur warme Luft anziehen würde, aber das ist egal. Wie meinst du, dass nur warme Luft anziehen würde? Ach so. Nee, weil wir dann den Innenhof quasi aufheizen würden, weißt du? Aber das ist egal. Der hat ja kein Dach. Der ist trotzdem draußen. Okay, ja, das ergibt Sinn. Also der hat halt zum Großteil kein Dach. Mhm. Also irgendwie, ein Raum muss 70% bedacht sein, damit die Temperatur nicht die Außentemperatur ist. Okay. Und da hier mehr als 70% kein Dach hat, hat das einfach die Außentemperatur. Verstehe. Der Innenhof hier. Dann bauen wir... Also ne, wenn du einen Raum hast und du machst da ein Fleckchen Dach weg, das kann man am Anfang ganz gut machen, wenn jemand zum Beispiel forschen soll und dafür Licht braucht, dann kannst du einfach ein Stück Dach wegmachen. Das gilt dann trotzdem noch als einen Raum, der dann trotzdem noch geheizt werden kann. Mhm. Er verliert halt nur ein bisschen Temperatur durch das Dachstückchen, was weg ist. Ja. Und ich möchte meinen 30% sind es. Wenn mehr als 30% kein Dach sind, dann ist es kein geschlossener Raum mehr. Bau mal weiter deine Kühlung. Nee, ich hab zugehört mit den 70% und so weiter. Aber ich habe gerade wieder hier oben eine Kühlung gebaut in die Außenwand und habe das gerade gefixt. Ja, diese Palme. Die Multiplayer heißt die Mod, mit der wir spielen. Ja, die muss weg, die Palme. Ja, mach die mal weg. Eliminieren. Wir könnten auch hier unter die Batterie, könnten wir auch einfach Stein bauen zum Beispiel, damit hier keine Bäume wachsen und so. Das könnten wir auch machen. Oder wir machen das Feld noch dahin. Ja. Den Gedanken hatte ich auch gerade. Okay. Griff. Warum wird da gelacht? Och, nix. Und dann kannst du so und so machen, so und so. Man sieht, wie so eine Kühlung über die Gebäude hat. Ich habe wirklich zugehört. Ich verspreche es. Scheiße. Kühlung. Das ist eine gute Kühlung, oder? Guck mal hier. Guck mal, genau die da. Die hier. Die ist gut, oder? Ja. Ja. Die ist gut gebaut. Ja, die ist perfekt. Ja. Perfekt. Das merk ich. Ja. Die beste Kühlung, die ich jemals gesehen habe. Ja. Ist gut. Perfekt. Oh, Solarmodul ist fertig geforscht. Magst du die nächste Forschung mal auswählen? Ich bin dafür, als nächstes machen wir Mikroelektronik. Dann können wir mit Raumschiffen im Orbit handeln. Okay. Wir wissen halt noch gar nicht, was wir verkaufen, ne? Also, nee. Wir spielen ja ohne Ideology. Ach, da ist man moralisch so eingeschränkt. Oh. Mit Ideology, wenn du den Leuten halt eine Religion gibst, dann kannst du in der Religion zum Beispiel bestimmen und sagen, ja, also normalerweise kriegen ja Malus, wenn Menschen geschlachtet werden oder wenn sie Leichen sehen oder so. Ne? Ja. Weil normale Menschen mögen das ja in der Regel nicht so gerne, ne? Kenn ich. Aber mit Ideology kannst du einfach sagen, ach, Organe schlachten finden wir jetzt okay. Weil das sagt unsere Religion. So, ne? Und dann kannst du einfach so eine fröhliche Psychopathen-Kolonie machen, die also, way! Ne? Yippie-yay, let's go. Aber wir sind ja sehr eingeschränkt gerade, was unsere Einnahmequellen angeht. Da würde ich sagen, wir Tiere züchten, oder? Verkaufen. Oder das. Ja, gut. Genau, es ist im Prinzip das gleiche. Also merkt man gar keinen Unterschied zu. Wir können auch Labradore züchten. Also, also ganz ehrlich, ich. Also. Lieber Chat, wollt ihr nett spielen? Wollen wir süße kleine Tierchen züchten und die verkaufen? Wir können ja beides machen. Du kannst ja dein Drogenimperium aufbauen dann. Und ich kann die riesen Labrador-Armee aufs Feld bekommen. Ja, stimmt. Ja, warum eigentlich nicht? Wir müssen ja auch in zwei Kolonien in Zukunft denken. Ja. Mal gucken, wie weit wir heute so kommen, ne? Aber ich hab schon gesagt, wenn du Bock hast, könnten wir wirklich so einen wöchentlichen RimWorld-Duo-Tag machen. Also, ich hätte da nichts gegen. Wo ist eigentlich Griff schon wieder? Aber was meinst du denn, wann wollen wir uns denn aufteilen? Gerade so ein bisschen, also, wir machen erstmal eine große Kolonie, wir uns aufteilen, oder?
Das Ding ist, wenn wir uns hier aufteilen, wir dürfen uns halt nicht aufteilen, wenn die Kolonie hier schon riesig ist, weil sonst haben wir halt eine riesige Kolonie hier stehen mit Charakter nur noch zwei Leuten oder sowas. Ja, ich kann auch mit einer Person losziehen, das ist okay. No, ich hätte gesagt, dass wir irgendwie nur mit ein, zwei Personen dann eine neue Kolonie gründen. Ich nehme eine Person, die mir sympathisch ist. Irgendwie, Griff zieht aus und startet ein neues Leben. Ja, irgendwie sowas. Das macht doch eigentlich Sinn, oder? Das ist ja. Gutes Storytelling. Für Griff gibt es hier nichts mehr. Seine Liebe wurde ihm unter den Fingern weggeklaut. Er versucht jetzt an sich zu arbeiten und ein neuer Mann zu werden. Ja, sagen wir, er hat sie erst selber verbockt. So. Hat es auch schon ein bisschen einfach selber verbockt. Er wird jetzt Einsiedler auf einer Insel und lässt sich einen Bart wachsen. Ich würde gerne, dass du das hier einmal fertig baust. Mich stört es, dass der Raum nicht fertig ist da oben. Wir schmuggeln mit den Labradoren das Koks. Ja, perfekter Wo? Plan. Wie schmuggeln wir es mit den Labradoren? Können wir das bitte einmal erläutern? Wie das genau vonstatten geht. In den Hundespielzeugen ist das drin. Woran dachtest du denn jetzt? Ja, nee, klar. Das war genau mein Gedankengang. Oh Gott. Du wolltest die Labradore mit Koks ausstopfen, oder wie? Also, ich habe den Vorschlag nicht gemacht mit den Labradoren. Griff hat aktiv dazu beigetragen. Vielleicht lernt er ja daraus, ne, und arbeitet jetzt an sich, der gute Griff. Wer weiß. Wer weiß, Chat, wer weiß. Vermutlich lernt er daraus, ja. Ey, also... Lorena hat jetzt zum dritten Mal die Wand da oben verbockt. Perfekt. Hex macht sie einfach nervös daneben. Ich, ja. Ja, dann können wir ja mal hier die Betten umziehen lassen, ne? Wir hab ich doch schon. Den Griff nach wie vor im selben... Alles steht hier schon alles. Was soll denn aus dem Raum hier werden? Ich hätte gesagt Kühlraum, Schlachtraum. Mhm. Weil dann können wir eine Tür eigentlich nach hier machen noch. Dann hätten wir direkt Felder, könnten dann direkt reingebracht werden, weißt du? Das ergibt Sinn. Kartoffelpflanze, ja. Was denn? Wenn eine Katze Whisky in dem Spiel trinken kann, können Labradore auch koksen. Ja, also ich meine, ja. Aber Tiere können, glaube ich, nicht drogenabhängig werden in RimWorld. Aber tatsächlich können Tiere eine Überdosis kriegen, wenn sie Drogen fressen und davon dann Gehirnschäden davon tragen. Und so ist uns schon mal passiert. Unsere Kuh hatte den Alzheimer. Da ist sie manchmal verwirrt durch die Basis gelaufen und Raider haben auf sie geschossen. Naja. Was ich gerade nicht ganz verstehe. Ach so, weil es noch draußen ist. Okay. Ich hab's gerafft. Wir haben hier noch kein Dach dran. Ne? Ja, die haben jetzt gerade, dass sie draußen schlafen, ne? Fortkapselabsturz. Eine neue für Griff? Tatsächlich. Flo, Alter 26, Weltraumimmigrantin. Kann Kunst, Handwerk, Bergbau, Konstruktion und Kochen. Nachteule und Körpermodifizierer. Gar nicht mal schlecht, die Gute. Wo kommt die runter? Ist aber tot in 5 Stunden. Ja, die liegt hier schon. Ach, die müssen wir behandeln. Wer kann denn gut? Die Lorena kann gut Medizin. Weißt du schon, dass man Leute jetzt direkt behandeln kann? Ohne sie erst nach Hause tragen zu müssen? Geht das? Inzwischen geht das, wenn sie im Kampfmodus sind. Bei Entkleide, ne? Die rechts und drauf und dann behandeln machen. Ah ja, klar. Ja, und natürlich erstmal nackig machen, ist genau, ja klar. Genau. Ist sie denn von irgendeinem... Nee, sie ist Flüchtling. Wir können sie auch direkt gefangen nehmen. Sie ist nicht von irgendeinem befreundeten Stamm oder so, die dann wütend werden. Sie ist uns schutzlos ausgeliefert, die Flo. Weigert wie über Fürsorge. Haben wir zwei davon in der Kolonie. Du kriegst dann die beiden. Verweigert Griff auch Fürsorge? Ja, das passt ja zu ihm. Ja, eigentlich das perfekte Duo, oder? Der teilt die Schläge aus, der repariert sie nicht. Nee. Alter, das ist schon ein bisschen übel hier. Griff, kannst du? Jemand hat erzählt, dass er sein Tier mit Luciferium heilen wollte. Es hat nicht so gut funktioniert. Funktioniert Luciferium bei Tieren nicht? Das wusste ich aber auch noch nicht tatsächlich. Kritische Info. Hier sind ja noch Bäume im Schlafzimmer, sehe ich gerade. Ja, ein bisschen Nature hier. Ja. So, wir brauchen einen Knast. Ich mache jetzt mal gerade diesen Raum hier, wo Pex gerade am Lernen ist, zum Knast. Wollen wir nicht einfach das alte Schlafzimmer erstmal vorübergehend nehmen? Da ist ja auch noch ein Bett gerade drin, was wir benutzen könnten. Lass mal das hier nehmen. Okay. Das ist, das muss ihr nicht so gut gehen im Knast. Das okay. Ist, das ist okay. Der kann nämlich da trotzdem forschen, auch wenn das ein Knast ist. Das ist ganz nett.
sehe, du kennst dich aus. Ja, Leute inhaftieren, damit habe ich Erfahrung. Inhaftieren und dann zum richtigen Glauben konvertieren. Und wenn sie sich weigern, Organhandel. Ja, klar. Haben gar keinen Stahl mehr, sehe ich gerade. Ich mag hier ein paar Stahl. Was mit dem Griff los? Warum bist du so gestresst? Ach, der Heiratsantrag. Ja. Hässliche Umgebung. Rasen. Rohe Nahrung. Okay, ja, aber das geht gleich wieder. Läuft gleich alles ab. Da am besten mit Aufsehen ist Griff. Der Griff, der kann seine neue Flamme direkt mal davon überzeugen, sich uns anzuschließen hier. Rekrutieren. Yes. Erstmal den Widerstand. Der hat aber 17 Widerstand, das dauert ewig. Dauert ein bisschen, ja. Vielleicht können wir einfach Pipo. Dann müssen wir ihr vielleicht doch einen schönen Knast bauen. Oder weil wir stellen. Je besser es ihnen geht, desto schneller kannst du sie rekrutieren. Ich kann auch einfach Pipo neben sie setzen, dann geht es von alleine. Ja, also ich meine, können wir auch machen, ne? Wir können Pipo sagen, also nur im Knast bleiben und dann ist sie die ganze Zeit so, oh. Oh, ein Hund. Könnte ich auch nicht zu Nein sagen. So. Kannst du mal bitte vielleicht die Klima erstmal hier unten bauen? Damit wir alle Räume gekühlt haben. Oh yeah, wir brauchen ja noch echt viel Stahl. Wir müssen mal langsam Stahl schürfen gehen, weil ich glaube, wir haben nicht mehr so viel. Ja, ich habe da oben schon die Wände zum Abbauen markiert. Lass erstmal die ganzen Wände hier wegmachen und dann können wir anfangen mit Bergbau. Ich glaube, da oben liegt auch noch Stahl rum, das sammelt er gerade ein. Hier ganz oben. Mhm. Hier unten ist noch eine richtige Hotbox. Eine richtige Hotbox. Oh ja. Na, ich meine, draußen sind gerade 42 Grad, das ist schon ganz schön krass. Ja. Aber dafür haben wir das ganze Jahr über Anbauperiode. Wir haben keinen Winter hier, das ist ziemlich nice. Deswegen habe ich extra einen Äquatorfleck genommen, damit wir im Winter nicht verhungern. Das ist ja praktisch, das wusste ich auch noch nicht. Ja, das ist abhängig davon, in welchem Breitengrad du bist. Ich spiel am liebsten im borealen Nadelwald. Das ist halt relativ kalt und du hast nur 30 Tage Zeit, um Sachen anzupflanzen. Aber es ist nicht ganz so aussichtslos wie jetzt irgendwie eine Eisscholle oder so. Mhm. Aber später kannst du dann Gewächshäuser bauen und so. Ne? Anfangs musst du halt ein bisschen Nahrung dann vorrätig haben. Bist du mal eigentlich bei Griff in Sozial reingegangen und mal geguckt, worüber wir so reden? Ex und Griff quatschen über verrückte Tapire. Über das Schwitzen, über das Tragen von Hüten, über Luftballons, über Tiere. Ja. Ein Witz über den Verzehr von Pilzen. Ja, ich verstehe. Griff und Lorena unterhielten sich über salziges Essen. Also sie scheinen ihre Scheidung ganz gut verkraftet zu haben. Oder ihre nicht zustande gekommene Ehe eher. Grimwald ist echt einfach eine Soap. So der Awkward-Moment, wo du deinen Ex triffst in der Stadt und dann so, ja, oh, ist das salziges Popcorn? Ja, mag ich auch gerne. Wie geht's dir sonst so? Ja, und siehst du wen? Richtig awkward. Kommst du noch nicht viel. Du und Pex, ja? Ja, ich, ja. Kenn ich, ja. Ich hab schon so ein bisschen kommen sehen. Oh, warte mal. Eine Panther hat hier ein Tier gerissen. Oh, es geht direkt weiter. Oh, oh nein. Griff möchte die Gefangene verprügeln. Jetzt macht er mit der nächsten. Alter, Griff, was ist denn sein Problem? Können wir den gefangen nehmen? Du Frauenschläger. Ich nehme den jetzt gefangen. Geht das? Ja, 100%. Sag mal, jetzt will er die nächste Frau verprügeln. Ich glaube, es hackt. Du kommst in den Knast. Was ist denn mit dir? So. Erstmal Auszeit. Ich lasse direkt mal wieder frei hier. Eieiei. So, sag mal, eigentlich müssten wir ihn ja drin lassen im Knast. Eigentlich müssten wir ihn da drin lassen. Ist er gar nicht bedient. So. Sag mal, Griff der Frauenschläger. Ist ja unfassbar. So. Haben wir jetzt langsam genug hierfür? Ja, okay, perfekt. Klimaanlage. Hey, diese Kolonie ist eine der besten, die ich je gespielt habe, was das Storytelling angeht. Ist der Hammer. Der Hammer einfach nur. Muss die? Wow. Ah, jetzt.
So, jetzt wird auch der letzte Raum runtergekühlt. Machen wir hier schon mal ein Nahrungslager, ne? Ja, sehr gerne. Und eine Schlachtbank können wir da eigentlich auch reinmachen, oder? Mhm. Guck mal, es hat hier schon der Chat verraten, dass eine Schlachtbank im Lager eine gute Idee ist, weil da stört es nicht so sehr, wenn das Lager dreckig ist. Also der Chat hat dich wirklich sehr gut trainiert. Habe ich alles selber rausgefunden. Amazing. Ich kann schon wieder die ganzen Nachrichten sehen. Tu, bau sie ins Lager, bau sie ins Lager, bau sie ins Lager. Ist nicht, was du meinst. Habe ich noch nie gelesen, die Nachricht. Pex, Pex und Lorena geht's gut. Der Buff von wegen hat es 6, kann sich bei sehr bis zu 4-mal stacken. Ah, 4-mal, okay. Ja. Ist aber auch sportlich. Kann effizient sein. Ja, ja, ja. Wie geht's Flo? Ist gereizt. Hässliche Umgebung. Kann ich nachvollziehen. Abscheulicher Haftsaal. Körpermodifizierter frustriert. Nee, körpermodifizierter ja, frustriert. Sie hätte gern einen bionischen Arm und sowas. Hätte ah, ja, gern. Klar. Mhm. Ich hätte auch gern viele Sachen. Flo. Aber wir haben dich hier gerettet. Du lagst im Dreck. Griff direkt wieder am Flirten. Es ist mega hier. Cool, dass man sieht, was der andere macht bei der Mod. Ja. Was ich halt richtig krass finde, wenn ich einen Blueprint auswähle und das setzen möchte, dann sieht Leon das auch. Ne, ich kann sagen wie, hey, soll hier der Kunstschneidetisch hin? Und ja, ja, sagen, genau ja, das ist gut. Das ist halt voll nice. Also die Mod ist richtig cool. Hast du das Lager jetzt eigentlich schon gemacht, das Foodlager? Mhm. Ja, die sind nur ein bisschen langsam. Also niemand hat Zeit, Sachen zu tragen. Deswegen wurde es gerade nicht wirklich weggetragen hier. Der Pex könnte mal ein bisschen... Warte, da brauchen wir eine Klima für den Raum, ne? Fällt mir gerade auf. Ja, also der Reis, der hält auch so ziemlich lang. Wenn du mal draufklickst, der verdirbt erst in 39 Tagen. Man braucht anfangs jetzt nicht unbedingt eine Klimaanlage. Aber wäre schon cool, eine Klima zu haben, man oder? Man kann eine Tiefkühltruhe draus machen. Ja, ja, okay. Ich mach Tiefkühlung. Aber also für später ist das ganz schön klein hier, das Lager. Aber, ach naja. Okay, ja, später können wir das Lager erweitern vielleicht und den Tisch hier rausnehmen. Ja. Ich denke schon wieder so, die Kolonie wird dann so groß gebaut hier. So groß. So, hier in die Mitte kommt das, da kommt das, da kommt die Killbox. So. Eigentlich könnten wir auch quasi an den Windradraum links einfach noch ein Windrad oder Solar anbauen, oder? Am besten für das Windrad erweitern wir nach unten, weil da kann man zwei Windräder ineinander stellen. Man kann die so hier bauen, dass die sich gegenseitig angucken und dann machen wir ein bisschen Platz. Okay, ja, ich sehe. Die überlappen. Richtige Lappen. Hey. Risikozusammenbruchs, warum? Macht der Chat bei euch auch immer so schlechte Wortwitze die ganze Zeit? Ständig, ja. Eigentlich machen vor allem die Mods. Ha. Ja, so mache ich das. Ich mache immer die größten Trolle, mache ich einfach zu Mods. Ja, ja, haben wir auch keep gemacht. Keep your friends close, keep your enemies closer, so, ne? So nach dem Motto so. Mhm. Ja, ja, ja. Ich kümmere mich darum, dass es jetzt hier schön wird. Ich fange an zu fließen. Die Windkraftwerke pusten sich denn gegenseitig an, ist gleich unendliche Energie. Ey, das genauso ist smart, ey. Genau so. Das ist genauso wie eine Verlängerungsschnur in sich selber stecken. Dann hat man auch ein schwarzes Loch kreiert. Ich weiß nicht. Soll ich mir einfach mal Griff grabben und ein neues Leben starten? Der kann halt leider nur keine... Der kann sich selbst nicht verarzten. Ja. Aber ich kann ja in der Nähe bleiben und wenn ich verletzt bin, kommst du kurz zu meiner Rettung, oder? Oder das wollen wir noch ein bisschen zu zweit spielen? Würde definitiv funktionieren mit der Rettung. Das würde ich hinbekommen. Ja, bestimmt. Ja, ja. Oder was sagt denn der Chat? Sollen wir noch ein bisschen länger ich würde sagen, spielen? Vielleicht, wenn wir... Oder? Wenn wir Dings da... wenn Flo mit dabei ist... Dann ja, die kann auch keine Fliege. Ah ja, stimmt. Oh, guck mal da. Wer bist du? Matthews, 15 Jahre alt, junge Welt. Die hat Fürsorge. Die hat Fürsorge und die kann. Sie ist ein flatterhafter, depressiver Psychopath, der extrem gut und gerne kämpft. Also sie hat die ganze Zeit Nervenzusammenbrüche und dann erschießt sie zum Spaß Leute. Junge Rächerin, wir könnten sie Toro nennen. Ich nenne sie jetzt mal Marty. Ja, komm, die retten wir aber, hallo. Die ist mir sehr sympathisch. Ja, die ist perfekt. Okay. Haben wir auch schon ein zweites Gefängnisbett hier? Ist ja super. Was ist eigentlich bei dir los? Eine junge Rächerin. Das ist Toro ist abgestürzt. Ja. Hast du mal den Tisch?
Als Kind kehrte Peasy in ihr Dorf zurück und musste feststellen, dass es von Banditen ausgelöscht worden war. Sie schwor Rache und begann einen blutigen Amoklauf durch die Wildnis. Rache! Mit 15 Jahren, by the way, möchte ich mal anmerken. Ist ganz schön krass, die Gute. Aber sie ist ja auch ein flatterhafter Psychopath, das erklärt so einiges. Schön. Also Randy ist heute wirklich lustig drauf. Also Randy ist super drauf. Auch was die Raids angeht, ist er aktuell, ne? So echt so, ey, ja. Sie gehört zum Imperium der Epis. Wenn wir sie gefangen nehmen, denn... Mag uns das Imperium nicht. Oh, sie gehört zu den Royalisten. Wenn wir sie gefangen nehmen, mag das Imperium uns nicht gerne. Nee. Könnten sie ja freilassen. Hm. Ja. Aber sie ist so ein lustiger Kolonist. Ja, aber depressiv und flatter ja. Hat sie auch leider schlechte Trades. Sie kriegt permanent minus 12 und sie kriegt super schnell Nervenzusammenbrüche. Ja, vielleicht retten wir sie, anstatt sie gefangen zu nehmen. Ja, besser ist. Schade. Schade. Ich mach mal ganz kurz hier, ich gehe mal ganz kurz für kleine Martis. Ja, ja. Pass mal auf die Kolonie auf, unterhalt mal den Chat. Ich unterhalte den Ihr Chat. Ihr seid jetzt hier in besten Händen. Oh Gott, ey, so viel Verantwortung. Eigentlich könnten wir wirklich uns heute schon aufteilen, aber so viele Fürsorgeverweigerer, das könnte schon kritisch sein. Aber immerhin ist es kühl. Das ist ja wohl das Wichtigste, oder? Das ist im... Oh. Wird jetzt hier reingelegt. Krass. Leider, nee. Was macht Lorena? Ach, tut Medizin. Aber die soll nicht mit so krasser Medizin behandelt werden. Ja gut, wird er nicht. Was macht Pex gerade mit Pipo? Habe ich gerade Füße gesehen? Ah, nee. Warum sind so wenig Raids? Ja, weil wir einfach gut mit Randy sind. Randy mag uns. So, jetzt wird hier schöner Marmorboden verlegt. Das wird so eine schöne Kolonie hier. Training gescheitert, schade. Erst Kapseln erforschen, damit ihr euch gegenseitig retten könnt im Notfall. Was erforscht mir gerade? Mikroelektronik. Transportkapseln. Ah, kommt als nächstes. Ist eigentlich auch gerade so, so warm in Hamburg? Hier geht es nicht. Ich glaube so 22 Grad. Ah krass, hier sind so 27 Grad und am Wochenende geht es dann irgendwie über 30 hier. Das ist auch ekelhaft. Ich find's tatsächlich ganz geil gerade. Ich weiß auch nicht, was los mit ist. Ich fand Sommer eigentlich auch immer scheiße, aber irgendwie gerade finde ich es ganz nice. Aber hast du irgendwie so ein Klimagerät oder sowas? Oder embrace ja, einfach die Hitze? Ich habe jetzt nämlich eine Nordseitenwohnung, die angenehme 22 Grad behält. Deswegen finde ich das jetzt nice. Vermutlich, ja. Habe ich auch mal gelitten. Und weil jemand gerade fragt, beide können das Spiel pausieren. Wenn ich pausiere, ist Pause. Wenn Leon pausiert, ist auch Pause. Korrekt. Ich habe also angefangen, die Fliesen zu verlegen. Wenn ein großer Raid kommt, dann spule ich vor, um dich zu ärgern. Ja, bitte. Sehr gut, sehr gut. Ja, ach da. Wird abgerissen. Also Griff ist die ganze Zeit kurz vorm Zusammenbruch. Aber da ist einfach Der ist halt ein Anstrengender. Der Antrag, der sitzt noch tief. Der sitzt noch tief, tief für 19 Tage. Da schlägt er Frauen und dann wollen die keinen Sex mit ihm. Das ist so mit den Weibern. Kann man gar nicht verstehen, die oder? Eine Ohrfeige. Boah, ey, die Frauen von heute, also Mann, ey, damals war alles besser. Oh. Ist, diese Kolonie ist wirklich eine der schlimmsten Kolonien, die ich jemals gespielt habe, wieso? Was Storytelling angeht. Super, hallo. Das ist schon hardcore. Oh, Frauenschlägerkolonie, ey. Das ist. Ja, wir können den Schlafsaal mal ein bisschen schöner machen. Ich mach jetzt mal alles andere schöner. Du kannst dich um den Schlafsaal kümmern. Okay.
Haben wir denn, aber wir haben ein paar Marmorsteine haben wir noch, ne? Haben wir noch ein bisschen Marmor, aber ja. Du hast auch schon Boden gebaut, ne? Genau. Vielleicht bauen wir die Fliesen erstmal im Schlafzimmer, weil da ist ein bisschen wichtiger als im Lager. Findest du? Ja, im Lager hängen wir nicht so viel rum, oder? Das Schlachten geht ja schnell. Also Fliesen sind auch ganz nett. Also später würde ich auch Fliesen auch ins Lager steril, bauen. Die sind auch steril, ne? Ja, also verschiedene Böden haben verschiedene Sterilheitsgrade quasi. Mhm. Wenn du auf Informationen klickst, dann siehst du den Verschmutzungsmultiplikator. Bei einer normalen Fliese ist der 100%, bei Boden ist der, glaube ich, nochmal ein bisschen höher. Und dann gibt es noch später noch so sterile Fliesen, die, auch wenn die ein bisschen dreckig sind, gilt der Raum dann trotzdem noch als sauber. Mhm. Das macht man oft für die Küche, damit das Essen nicht eine Lebensmittelvergiftung hervorrufen kann und dann für die Operationssäle und so. Ja. Also ja, die sind ein bisschen steriler. Wenn du einen Boden reinbaust, ist es steriler, als wenn du einfach nur auf Erde deine Sachen machst. Und bei Erde ist doch die ganze Zeit Dreck. Also wenn die da durchlaufen, dann tragen sie so Dreck rein, ne? Mensch, ich bin so begeistert. Ich wollte das gerade sagen. Ja. Ne? Und außerdem bei Erde, dann hast du mehr Dreck in der Wohnung. Ja. Deswegen später würde ich auch ins Lager Fliesen bauen. Aber guck mal, ich muss gar nichts mehr erwähnen. Ich bin halt einfach Native Gamer. Wahnsinn. Ich bin dafür, wir spielen ab jetzt Versus. Okay. Schnapp dir zwei Kolonisten und geh. Also, ich hab genug gesehen, was ich sehen musste. Wir spielen jetzt gegen Leon. Okay. Der kann das schon. Ja, dabei hat er doch leichte Arbeitslust. Ja, wirklich, dabei mag er doch, was er tut. Was machen wir eigentlich mit Frau verprügelt oder wie? Shelmo machen wir dann, geben wir wieder ab, ne? Befreien wir. Ja, also es gibt eine geringe Chance, dass sie sich uns von alleine anschließt, wenn es ihr jetzt gerade gut geht. Aber da sie depressiv ist, geht es ihr in der Regel nicht so gut. Deswegen, naja. Es gibt eine geringe Chance, dass sie von alleine bei uns bleibt, aber wahrscheinlich nicht. Ich finde den Tooltip, jetzt ist nur heftiger Schmerz. Bei überwältigender Schmerz ist der Tooltip auch einfach nur, Ja, ja. Es gibt Masochisten. Und mit Ideology, mit dem neuen DLC, kannst du denen dann irgendwie so Ledergurte und Stachelhalsbänder und so anziehen. Und dann steht da so als Tooltip so, dieser Schmerz, so süß. Rimworld ist Rimworld. Ist das wunderschön. Rimworld ist Rimworld. Schmerzen. Geil. Plus 20. Ja, ja. Die Frauen der Kolonie verweigern Fürsorge. Griff verweigert Fürsorge. Griff und Flo die neue. Also die passen eigentlich voll gut zusammen. Eigentlich schon, ja. Ja, die müssen wir eigentlich verkuppeln. Nur wenn ich mit den beiden, das Problem ist, wenn ich mit den beiden losziehe und eine neue Kolonie starte und dann ist jemand verwundet von denen, dann kann es halt keiner verbinden. Das ist ja halt scheiße. Aber vielleicht starte ich einfach eine neue Kolonie neben unserer Kolonie, dann kann Leon einfach rüberspringen und uns dann verarzten, wenn es hart auf hart kommt. Ja. Oh. Ein Panther ist hungrig. Ein Panther ist hungrig. Und will Griff. So, wie machen wir das diesmal? Wir können uns einfach nur in sichere Gefilde zurückziehen, ohne diesmal die Tür aufzulassen, damit er nicht an unseren Stachelfallen vorbeirennt. Dann würde ich sagen, machen wir ein Shooting-Kommando und schießen mal auf ihn. Ei, ei. Ich bin dafür, wir kümmern uns mal um das Problem. Ich mach das, keine Sorge. Wenn wir ihn bin Profi. Okay. Perfekt. Warte. Wenn er dann rot ist, wenn er dann getriggert ist, dann läuft er auch in die Fallen rein. Wollen wir ihn aber in die Fallen reinlaufen lassen? Aber wir können es auch so versuchen. Wir können auch ein bisschen kiten. Kann auch einmal auf ihn draufschießen und dann hinter die Tür zurückziehen, dann wieder nochmal draufschießen. Bei mir sagt der Panther gerade, moin Nachbarn. Ja, mir auch. Aber geht einfach weg. Anscheinend die Twitch-Integration, die nimmt anscheinend doch Leute aus meinem und aus deinem Chat. Also Mjalna zum Beispiel, der hat gar nicht bei dir geguckt gerade, der ist aber trotzdem bei dir aufgetaucht. Ah. Also die Twitch-Integration ist trotzdem einfach kombiniert. Scheint irgendwie aus beiden Chats zu nehmen. Die ist ein bisschen besoffen hier. Oh, okay, er hat sich einfach dafür entschlossen, Kuhdamm zu nehmen. Ja, wir können die Panther aber allgemein mal ein bisschen dezimieren. Schau läuft hier oben auch noch rum. Also die rücken uns allgemein ein bisschen auf die Pelle, die Panther. Das ist gar nicht soll ich mal. Okay, warte mal. Na, aber jetzt gerade läuft er wieder weg. Vielleicht, wenn er das nächste Mal in der Nähe ist, dann schießen wir vielleicht mal drauf. Yes. Ich halte ein Auge auf. Offen. Ich mache außerdem nochmal einen Meditationsplatz hier für. Wir haben echt viele Schiffsteile, oder? Wir haben 8 Schiffsteile auf der Map hier liegen. Ja, das ist mega lucky. Also,
Da sind halt auch mega viele Bauteile drin. Also wir haben schon ordentlich Ressourcen auf der Karte. Griffiths heiß. Ja, dann geh doch rein und da ist kühl. Er muss aber da hin, wo Lorena gerade Steine schlägt, damit er sie angraben kann, heimlich. Sein Shirt ausziehen kann, verschwitzt die Mauer abbauen kann. Und sich genau das nämlich. Aber Lorena geht weg und ignoriert ihn. Das ist schwierig. Lorena worked einfach. Twitch-Integration, das Schlimmste aus beiden Streams. wir brauchen mal so mehr Holz hier für die Schlachtbank. Machen wir ein paar Bäume weg. Ja. Weg, weg. Ist auch ganz gut, so eine kleine Schneise, um sein Haus drumherum zu haben für den Fall, für den nächsten Waldbrand. Ja, also wenn es hier brennt, dann brennt ja alles. Aber das Gute ist, wir haben ja gar kein Holz verbaut, außer bei den Fallen. Aber wir haben Stahl, ne? Stahl brennt ja auch. Oder? Ja. Wie viel Stahl haben wir? Pipo wird gejagt. Was? Von Teleaffe. Von dem da, der jagt Pipo. Ja, lass mal alle Leute wieder reingehen und dann schießen wir mal hier auf den Panther hier. Ich mach das. Das sind mir zu viele Raubtiere. Ja, aber lass erstmal alle Leute reingehen, weil gerade der jagt gerade noch. Lass sie erstmal reingehen, die Lorena. Ich schaff das. Die ist schnell, die flink. Nee, der läuft ja an den vorbei. Wir machen mal Folgendes. Ja. Pex wird sie retten. Okay. So, jetzt wird Pex nämlich einmal von oben schießen. Oh, lass Lorena mal weiter in die Richtung laufen. Ja. Und Pex macht jetzt mal einen Schuss hier, um ihn abzulenken, den Panther. Und Lorena schießt mal von da dann. So, jetzt ist er rot, jetzt läuft nämlich auch in die Fallen rein. Ja, genau sowas geplant. Oh. Jetzt noch Friendly Fire auf Lorena. One-Hit gewonnen raus. Oh, wir können ihn retten. So, sie hat ein paar Kratzer abbekommen, toten 6 Stunden. Lass sie mal hier ein bisschen verarzten. Ja. Wenn der Panther gerade jemanden jagt und derjenige geht dann weg, dann jagt er einfach den nächsten weiter. Also wenn jemand... Okay, hat, also er muss rot sein. Einfach erstmal alle Leute reingehen lassen. Okay. Und dann auf den schießen. Verstehe. Jetzt ganz schnell mal die gute Lorena hier verarzten. Die hat echt was abbekommen. Und den Teleaffe, den können wir töten. Das macht mal Griff, der mag doch Gewalt. Nein, nicht retten, töten. Der hat nur ein Messer. Ja, dann musst du jetzt Handverkloppung machen, mein Guter. Griff? Wo ist Griff? Wollen wir die auch mal mit ein bisschen besserer Medizin verarzten? Nee, die Wunden erstmal normal verarzten. Okay. Wenn sie denn eine Wundinfektion kriegen sollte, damit der besseren Medizin. Okay. Weil das macht nicht wirklich einen Unterschied bei den normalen Wunden. Das geht dann nur ein kleines bisschen schneller. Wo ist Griff? Ach, da. Ja, der boxt jetzt Teleaffe tot. Du hast Lorena angegriffen, dafür musst du bezahlen. Du Schwein! Ich bin die Einzige, die Lorena verbringt. Oh, das ist echt nicht mehr miau. Tot in 6 Stunden. This for the scratch. So, jetzt haben wir nämlich ein Pantherfell hier. Und vor allem Fleisch. Wenn wir ein bisschen Holz noch fällen. Ja, aber dann müssten wir echt eine Tiefkühltruhe bauen, weil das Fleisch, das wird sehr schnell schlecht. Wir haben auch wieder keine Mahlzeiten mehr, ne? Also unser Mahlzeitenmanagement ist auch fragwürdig hier, wobei einfach nur ein bisschen Reis rumzuliegen. Könnte also schlimmer sein. Da haben wir ein bisschen dann die Aufgabe. Okay, ist eigentlich da Lorena? Ja, guck mal. Die Putze au in Miau. Juwele aus dem Chat. Na, so friedlich. Überall Blut. Ja, ist ein bisschen schön. Was macht Lorena da eigentlich? Hallo? Du sollst dich ausruhen. Okay, die geht lieber kochen. Ja, bei Kratzern ist das nicht so schlimm, wenn sie durch die Gegend laufen. Okay. Nur wenn sie jetzt irgendwas hat, wo die Immunisierung hochgehen muss, dann geht das schneller, wenn sie im Bett liegt. I see. Aber sie kriegt jetzt nicht eher eine Wundinfektion, weil sie jetzt draußen rumläuft gerade. Okay. Aber der Zug ist schon abgefahren, die Wahrscheinlichkeit dafür wurde schon ausgerechnet. Wie geht's dir? Dann ein Food für Peasy Weasy. Die kann sich auch mal verpissen, die Undankbare. Frisst die Haare vom Kopf. Und bleibt wahrscheinlich nicht mal. Furchtbar. Depressiver Psychopath, der vom Himmel fällt. Die Rachsüchtige. Können wir jetzt davon ausgehen, dass wir zukünftig mehr Ringworld mit euch zwei sehen werden? Ja, also von mir aus.
Also ich hätte Lust. Also ich weiß nicht, wie das in euren Plan reinpasst, aber also, ja, also ich spiele ja sowieso immer RimWorld am Sonntag regelmäßig. Wir können auch gerne so einen Multiplayer-RimWorld-Tag einlegen. Ja, also wenn du Bock hast... Vielleicht schaffen wir ja sogar ein Raumschiff zu starten. Wenn du Bock hast. Also Sonntag ist bei mir schwierig, aber unter der Woche... Ja, Sonntag, das spiele ich ja auch schon meine eigene Kunde. Ja, genau. Ich habe auch vorhin gesagt... einen Multiplayer-Tag machen. Genau, ich hätte vorhin auch gesagt, dass ich gerne dann einen Multiplayer-Tag und einen normalen machen würde. Hast du denn schon einen festen Tag, wo du deine normale Kolonie spielst? So einen richtig festen Tag nicht. Ich tendiere zu Freitag. Hä? Wenn du Bock hast, könnten wir dann... Ich Freitag kann ich zugucken. Perfekt. Dann könnten wir irgendwie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Einen von den drei Tagen. Jo, also ich hätte nichts gegen. Wie seht ihr das, Chat? Chat? Raumschiff starten mit Leon. Und wenn nicht, dann, keine Ahnung, Giftsubs als Strafe. Oh, die essen hier rohes Essen. Das ist nicht gut. Ja, wer ist eigentlich mehr. Unser Koch gerade? Ja, wer? Das ist bestimmt ja Griff, oder? Griff. Nichts kannst du. Ey, furchtbar, wirklich? Dieser Griff. Ich mach mal hier ein bisschen Ernten von Büschen. Mein Gott, dieser Griff. Ja, ich stell mir aber noch einzelne Mahlzeiten dazu hier ein. Der arme Griff, ey. Mobbing-Opfer. So, vorher lass mal hier ein bisschen putzen. Okay. Also bei mir sagen die meisten Leute ja, aber ich glaube, die trauen sich bei mir auch nicht nein zu sagen. Also, Bei mir sagen alle nein. Also gar keiner hat hier Lust, leider. Schade. Auf gar keinen Fall. Nee. Ja. Koch ist kein B-Griff. Oh Mann, ey. Was geht los hier? Das habe ich nicht verstanden. Aber der Griff heißt. Wer ist kein, kein B. Griff ist unser Koch und deswegen ist Koch sein bei ihm kein B-Griff. Kochen ist ihm kein B-Griff. Ja. Ah. Ich dachte, es gibt irgendwie so, keine Ahnung, so einen berühmten Koch, der Griff heißt oder so. So ein Ramsay-Verschnitt. Guckst du eigentlich sowas? Ich habe früher richtig gerne einfach sowas, so Hell's Kitchen und sowas geguckt von Ramsay. Manchmal, wenn ich so einen Gammeltag habe und mir das bei YouTube vorgeschlagen wird, ja manchmal schon. Ist schon ganz lustig, wie er Leute anschreit. What are you? An idiot sandwich? Manchmal schon ganz witzig. An idiot sandwich? Die sind aber auch immer schwierig, die Leute, die da mitmachen bei Hell's Kitchen und so. Aber ich glaube, das wird, glaube ich, auch ganz oft so halt dargestellt, vermutlich. Ne? Das ist ja so typisches Reality. Ja. So wie bei uns bei Love Island, ne, wo die Sachen zusammengeschnitten werden, die Leute hören wollen. So. Wir haben ganz schön schlechte Laune alle. Das ist gar nicht mal so gut. Wir haben alle Schmerzen, wir haben halt alle Hunger, wir haben alle kein Essen. Eine neue Quest. Eine 24-jährige Kriegerin namens Shigeko kontaktiert sich aus der Nähe. Piraten der Fraktion Sicheltruppe machen Jagd auf sie. Sie fleht um Hilfe und bietet an, sich der Kolonie anzuschließen, wenn du sich dir annimmst. Ein Plünderschütze verfolgt sie. Sie haben keine Informationen. Machen wir, oder? Machen wir, aber vielleicht warten wir damit noch ein bisschen. Wie lange haben wir Zeit? 7 Stunden. Ja, wir sind halt alle verletzt und haben Schmerzen. Also, wir haben gerade kein Essen. Und es wäre wirklich gut, hätten wir Essen, ehe wir das annehmen. Weil wir haben gerade alle schlechte Laune und sind kurz vorm Mental Break, weil wir einfach mega Hunger haben. Und wenn die Leute jetzt alle ausflippen, während wir kämpfen, ist so, so semi-geil. So. Die Reispflanzen können auch geerntet werden. Ach so. Oh, naja. Gut, dann machen wir mal die Reispflanzen statt den Büschen. Entschuldigung. Ach, Griff hier gerade. Spannung, das brauchen wir nicht. Griff. Griff. Was kannst du eigentlich, Griff? Der ist erstmal die einzige Nahrung, die wir haben. Klar, Griff. Bedien dich nur. Der ist sehr, sehr gut sozial. Also der kann sehr gut hier die Flo überzeugen, sich uns anzuschließen. Der hat halt einen sehr hohen Widerstand. Da müssten wir, damit es schneller geht, schon ein Bett bauen. So, wie sieht's aus? Ja, die fressen jetzt halt rohes Essen, macht die jetzt nicht so glücklich. Aber besser als verhungern, I guess. Ja. Machen wir hier weiter, Lorena. Ja. Flo wird weiter bezürzt. So, jetzt müssen wir kochen. Also verprügelt er Frauen auf eine sehr soziale Art. Ja, ist irgendwie so ein Widerspruch, ne? So ist sehr gut in sozial, aber muss Frauen verprügeln, so ist... Naja, er kann sich halt gut von sich überzeugen. Aber das ist halt so ein typischer Psychopath, der in Horrorfilmen immer irgendwelche Leute zu sich lockt, in den Keller, dann einsperrt und... Das ist so jemand, der anfangs erst charmant tut. Genau, genau. Ja. Und dann, keine Ahnung, ihr ein Bein abschneidet. Und dann macht er eine Lampe aus ihrer Haut. Was ist da gerade explodiert? Das war gerade ein Kurzschluss, das passiert manchmal. Der macht Karibik, das ist einfach, denn die macht... Kurzschluss. Nee, logisch. Passiert manchmal. Ja. Einfach kurz löschen. So, Quest läuft in 2 Stunden ab. Wir haben wieder ein bisschen Essen. Würde sagen, wir lassen die Leute alle mal hier kurz was essen und so und dann nehmen wir die kurz an. Ei.
Weil einen Schützen, das kriegen wir ja hin. Ja, also kann einfach durch Dinger laufen. Ich mach mal hier Tür aufhalten. Oh, er ist sehr gut in Sozial. Er hat zwei überzeugende Argumente. Die linke und die rechte. Sozial in Rimworld ist vielleicht auch ein sehr biegsamer Begriff. Nein, oh, Lebensmittelvergiftung. Nein. Oh. Ein fähiger Koch. Du hast doch selber gekocht. Ja. Kochen well. Zwei, okay, gut. Ja, muss er jetzt durch. Hoffentlich kriegt er keinen Mental Break. Ich nehme mal die Quest an. Ei. Rettung benötigt. Was mit Lorena los? Warum ist Lorena umgefallen? Schmerzen extrem. Sie hat auch eine Lebensmittelvergiftung. Oh, die haben alle Lebensmittelvergiftung jetzt. Oh, vielleicht sollten wir die Quest nicht machen. Wobei, wir haben die Stachelfallen. Wir können es einfach nicht reinstellen. Das machen wir. Komm, ich nehme an. Okay, ich schicke sie in die Safe Zone. Yes. Pipo auch in die Safe Zone. Alle in die Safe Zone. Und wer hat eigentlich seine Waffe gerade nicht? Lorena, okay. Okay. Pex will eine Party schmeißen, okay. Und Shikego schließt sich an. Gucken wir mal. Eine frühere Höhlenbewohnerin, die dann Kriegerin war. Gutes Gedächtnis und Stubenhocker kann sehr gut nachkommen. Alter, kochen eins, ja, die okay. Die kann auch unseren Pflanzen. Schönen geschenkten Knüppel hier kann sie doch kriegen. Yes. Pex, du machst mal die Tür auf, bitte. 24 Jahre alt. Aha. Sie hat einen Enkelsohn. Sie ist 24 und hat einen Enkelsohn? Oh. Gut, aber das und eine Enkeltochter hat sie auch. Unsere männlichen Kolonisten lächeln zufrieden. Eine weit entfernte Maschine des Glücks. Hier ist noch eine Party. Also. Ich habe, glaube ich, aus die Party gerade abgebrochen. Und da ist die Truppe, die hier Dingens verfolgt. Zappes. Aber nichts, was wir nicht handeln könnten. Das ist eine Shotgun. Oh, die würde ich gern haben. Ja, wir sollten uns erstmal nicht von ihr treffen lassen. Ja, ich glaube, der greift nicht direkt genau, an. Ich glaub, die Party noch zu Ende machen. Erstmal ein bisschen Uts. Wir werden angegriffen. Juhu, Uts. Was kann Shigeku denn bei uns arbeiten? Ich stelle mal hier ihre Prioritäten ein. Bergbau und Konstruktion. Na, sie könnte Bergbau von Lorena erstmal übernehmen, ne? Dann hat die ein bisschen weniger zu tun. Und Pflanzen 4. Sachen transportieren. Also sie könnte mit... Sie macht Pflanzen statt Lorena, ne? Ja, also ich würde auf jeden Fall Bergbau hochmachen und Pflanzen vielleicht so auf eine Prio 1 runter. Ja. Macht sie Bergbau Prio 1, reinigen und wenn sie dann noch lange weiter hat, macht sie Feldarbeit. Yes. Beziehungsweise Waldarbeit. Mit Stufe 2 würde ich sagen. Bäume fällen kann sie dann. Kann sie nicht so viel verkacken. Okay. Der Angriff wird gestartet. Der mit der besten Laune kommt mal hier kurz in die Tür rein. Ja. Einfach weggemacht. Mekanoiden und so hast du noch gar nicht gesehen bei den Raids? Okay. Ja, das dürfte jetzt relativ straightforward sein. Peng. Peng muss weg. Pex muss weg. Alles gut. Da, easy. Ein schlechtes So Shotgun und so immer, ne? Immer schnell abhauen hier. Shotgun-Aua. Allgemein, also wenn du Pech hast, deine Kolonisten können gewone-hitted werden. Die können nach einem Schuss tot sein, das kann passieren. Was? Von einer Shotgun jetzt weniger, aber von einem Bogen oder von einem Repetiergewehr, die können nach einem Schuss tot sein. Was? Wenn du Pech hast, ja. Oh Gott. Können gewone-hitted werden. Schuss im Kopf, Gehirn 0% tot. Oh Gott. Deswegen immer schön, ne, wenn du noch keine Rüstung hast, immer schön, die können sogar mit Rüstung gewone-hitted werden, wenn du ganz viel Pech hast. Immer schön zurückziehen, wenn der Zeitpunkt dafür kommt. Immer schön, ne, immer schön weg aus der Gefahrenzone. Mal gucken, ob wir heute noch zum Mech-Cluster kommen. Würden wir auf 500% spielen, würden wir das schaffen, weil da kommen die ersten Mech-Cluster schon bei 30.000 rum. Wir haben jetzt 16.000 gerade hier. 16.000? Ja, ist ja noch ganz am Anfang. So, ein paar mehr Räume, ne? Ja. Vielleicht, wo wollen wir noch expandieren? Vielleicht hier unten so einen kleinen Crafting-Raum so? Ja. Da können wir dann, keine Ahnung, Stone-Cutting-Table hinstellen, Klamottenschneiderei, so Gedöns. Mhm. Schmiede vielleicht irgendwie oder sowas dann später. Bauen wir erstmal die Wände wieder aus Stahl. Wir haben ja noch so viel Stahl hier rumzuliegen. Ja, ja. Hier die Schiffsteile können wir auch mal auseinanderbauen, haben wir auch noch ganz viel Stahl. Und ich kümmere mich um die Fliesen. Ach, das ist doch friedlich. Ja, das ist voll friedlich, oder? Also wirklich.
Kommt drauf an, was man gewohnt ist. Es ist ja auch, anfangs geht's ja noch. Es kommt dann halt, ne, wenn der Koloniewert höher wird und wenn du länger spielst, dann kommen ja sehr viel größere Raids. Und auch dauernd dann. Ja, man hat ja anfangs ein bisschen Schonfrist, ja, ja. Fällt gerade auf, wir brauchen noch ein Bett. Oh ja, stimmt. Für Flo können wir auch mal ein Bett bauen, aber wir haben gerade sehr wenig Holz. Ja, irgendwie die Leute sind halt die ganze Zeit verwundet hier, ne? Deswegen kommen sie nicht dazu, ihre Arbeit zu machen. So verwundet, Lebensmittelvergiftung. Ein menschenjagendes Rudel Rotfüchse. Oh mein Gott, es ist Mjallner. Drei menschenjagende Füchse. Gut, dann machen wir mal ganz kurz. Ja, perfekt. Perfekt. Wir gehen ab in die Safe Zone. Pipo geht auch in die Safe Zone. Es gibt einen Trick, wenn wilde Tiere dich jagen. Ja. Also du kannst einfach drinbleiben, dann tun die dir ja nichts, ne? Mhm. Aber du kannst auch quer über die ganze Karte schicken. Und zwar, wenn du alle Türen zubaust, wenn du vor jede Tür jetzt hier ein Stück Stahl baust, ja, dann haben sie keine Wegfindung mehr, dann wissen sie nicht mehr, wo sie hinlaufen sollen und dann laufen sie einfach quer über die ganze Karte orientierungslos. Hm. Bei uns wären das, wir haben jetzt leider nicht genug Material, um das zu testen, leider, schade. Würde ich eigentlich voll gerne mal zeigen, können wir mal gucken, ob wir es hinkriegen vielleicht. Riff. Nee, wir haben nicht genug Steinblöcke dafür leider, um das zu zeigen. Ja, weil jetzt zum Beispiel, ne, jetzt laufen sie, oh, unsere Tür ist noch offen. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Sollten wir vielleicht mal, ja, vielleicht verringern wir, also ich glaube, die schaffen wir nicht mehr zuzumachen, die Tür. Ich glaube, die, na, wir haben nur noch eine Falle, die sterben nicht direkt. Vielleicht verkleinern wir mal unsere Safe Zone ein bisschen vorübergehend. Ja, dann nehmen wir nach den oben. Raum hier mal raus, so, dass die vielleicht mal, ne, dass die vielleicht mal da ich oben die Tür bleiben an. Kurz. Okay, ist tot. Ja, aber der hört gleich wieder auf. Wenn er uns nicht gesehen hat, dann hören die gleich wieder auf. Na, aber würden wir jetzt vor jede Tür eine Mauer bauen, dann wüssten die gar nicht, wo wir sind, dann würden die komplett orientierungslos über die ganze Karte rennen. Weil die orientieren sich an den Türen. Aber ihr könnt auch die Shotgun aufnehmen und den wegknallen, oder? Ich meine, also, tu dir keinen Zwang an. Also, bei mir ist der Emperor Prime. Mach ihn fertig. Handkampf 8. Ah. Handkampf 2. Ich merke schon hier, Leon ist auf Blut aus. Ich immer so, oh, Konfrontation vermeiden, kein Kratzer für die Kolonisten. Und Leon so, oh, wir können ihn auch wegballern, oder? Easy. Sehr gut. Also, es war alles. Ich hatte nicht zu einem Zeitpunkt Angst gehabt. Hier unsere Stachelfallen wieder aufbauen, ne? Ja, also, genau. Die sind jetzt erstmal hier ein bisschen Holz fällen. Los, Randy, raid. Der entspannt gerade. Das braucht er aber nicht. Du baust. Nein, du baust, oder? Kannst du bauen? Das ist das Gott-Game-Gehen in Leon. Ja, du bist immer so jemand, du hängst dich sehr rein in neue Spiele, ne? Bei Elden Ring war ja auch so ziemlich krass und so. Ich try harder alles. Also wenn es was gibt, wo ich Bock drauf habe, dann try hard ich das richtig. Bist du noch bei deiner allerersten Kolonie dann bei Rimworld? Ich würde sagen, die erste richtige. Also mein allererstes war, wie gesagt, nachdem der erste Hase kam und mich weggenagt hat, gestorben. So nach 20 Minuten. Und das ist meine zweite, die ich angefangen habe. Die läuft jetzt seit den letzten 15 Stunden so. Und wie weit bist du da so ungefähr? Habt ihr schon Strom und sowas? Ja, ja, Strom habe ich. Ich habe ziemlich viel. Oh Mann, ey, hör auf zu verbocken. Ich habe jetzt schon relativ viel geforscht. Und ich hatte auch schon 5 Kolonisten schon. Hitzewelle. Cool. Gut, dass wir Kühlungen haben. Ja. Wird unangenehm warm. Wir haben jetzt schon 40 Grad, Mann. Und jetzt noch eine Hitzewelle oben drauf. Krass. Also ich bin schon, ich bin gerade an einem Punkt angelangt, wo es richtig spaßig wird mit Randy, sag ich mal. Da müssen wir mal gucken, die Lorena zum Beispiel, ihre Waffe gar nicht mehr. So. Also Griff hat Konstruktion 8 und er hat jetzt dreimal diese Falle gefällt hier oben. Ja, weil es ihm schlecht geht, weil er eine Lebensmittelvergiftung hat und einen Hitzeschlag. Ja, also da kannst du dich auch mal anstellen, wenn du mal oder? Hier guckst, er hat gerade Arbeiten 49%, weil er so wenig Bewusstsein hat. Also der kann, der ist mit Kotzen beschäftigt, deswegen kriegt das nicht so gut. Zuschlagen kann er, ja. Aber sonst nichts. Das war's auch. Armer Griff, ey. Wobei, er ist selber schuld. Oh. Und da wird wieder jemand gejagt. Halt, stopp. Owl Guy. Ah. Warte.
Okay. Wenn beide gleichzeitig klicken, ist ein bisschen schwierig manchmal. Ja. Ab in die Safe Zone. Danger Zone. Oh, Griff ist zu langsam. Die Safe Zone Nummer an. Oh, Griff ist zu langsam. Also ich fürchte, wir müssen Griff abholen. Wir können ja mal hier von der Seite mal gucken, ob wir was reißen können. Ja. Mit unseren restlichen Leuten hier. Ich fürchte, wir müssen ein klein bisschen helfen. Ja, lass mal von hier. Es ist smart, ihn durch die Tür zu schicken. Sollten wir nicht lieber nach rechts schicken? Ja. Beziehungsweise, also er kommt jetzt eh nicht mehr weit. Ja. Er kann sich wehren mit einem Messer. Mit einem Messer gegen einen Puma. So, wir müssen jetzt aufpassen. Friendly Fire in Rimworld. Aua. Ja. Wenn deine Charaktere nicht weiter wegstehen als 5 Blöcke entfernt, dann schießen sie aufeinander. Friendly Fire. Ach so. Okay. Also wenn sie ganz nah dran stehen, gibt es kein Friendly Fire. Wenn sie weiter wechseln, gibt es Friendly Fire. Deswegen lasse ich die mal hier, ne? Ich lasse die mal ein bisschen näher rankommen. Weil sonst schießen wir Griff gleich mit der Shotgun in die Fresse. Und ich glaube, Pex hätte nichts gegen. So, jetzt rächt sich Owl. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen auf den Sack hier, ne? Ja. Aber hier Dingens kann auch noch von der Seite schießen. Mal gucken. Wir lassen die Leute mal ein bisschen laufen und kiten den mal ein bisschen weg hier. So, er geht auf Pex. Also lassen wir sie hier weiterschießen. Und Pex rennt noch ein bisschen. Ja. Weiterlaufen, sehr gut, sehr gut. Pex, wir beide klicken. Okay. So, weg mit Owl. Und wie sieht's mit Griff aus hier? Griffs linker Ringzeh wurde abgeschlagen. Ach nee, das hatten wir schon, Das war von der Prügelei mit seiner Frau. Einmal retten und verarzten hier den guten Lorena. So, warte mal. Rette mal deinen Ex. Und bitte einmal verarzten. Verwarzen, bitte. Ja, verwarten. Alles gut, so lange werden wir die Pumas auch los, ne? Wahrscheinlich spuckt sie nochmal rein in die Wunde. Kannst du. Warte mal. Wieso kann ich dem nicht den Rest geben da oben? Weil du keine Fernkampfwaffe hast. Zum Jagen brauchst du eine Fernkampfwaffe. Du kannst aber auch einfach nur draufschlagen mit dem Messer. Nee. Also einfach Kampfmodus und dann Angriff. Okay. Töte. Oder, denn war er nicht bei Jagen eingestellt, war der Pack. Ah, okay, das kann sein, ja. Wenn er den Revolver hat. Ja, warte mal, was hat er für Stats? Fernkampf 2. Dann wäre Schießen smarter, oder? Um ein bisschen Schießen zu leveln. Du kannst Schießen leider nicht üben. Und, oh, da kommt Chao gerade angelaufen. Nicht, dass er uns auch noch essen möchte. Lass ihn mal vielleicht reingehen kurz. weil da kommt schon der nächste Panther. Ich glaube, der hat Hunger. Ja. Ach, guck mal, perfekt. Ne, der Problem gelöst. Einen anderen Panther auf da. Ja, ja. die üben Schießen nicht, wenn das Objekt sich nicht bewegt, worauf sie schießen. Ah, also wenn sie auf wen schießen, auf Prügeln, der auf dem Boden liegt, kriegen sie keine XP leider. Und wenn sie auf Wände schießen oder so, kriegen sie auch keine XP. Damit kann man nicht leveln. Der Panther ist jetzt bestimmt gesättigt, oder? Der hat doch hier einen halben Panther gefuttert da oben. Ja, aber wenn er schon mal in der Nähe ist, können wir ihn auch als nächstes vielleicht abknallen. Ja. Aber erstmal, wir müssen hier unsere zahlreichen Verletzungen erstmal behandeln. Wir kommen gar nicht mehr hinterher hier. Alle Lebensmittelvergiftungen, alle kaputt und so. Stromlos. Batterie ist auch leer. Mai. Aufseher benötigt. Ein Aufseher, ja, weil Griff gerade hier out of order ist. Dann lassen wir mal Pex noch so ein bisschen aufsehen. Yes. Dann nimmt Pex Griff noch mehr Jobs weg. Also Griff wird echt aus der Kolonie gemobbt, aber er ist auch so ein bisschen selber schuld, ne? Also, naja. Er hat alles angefangen. Doch, schießen kann man leveln, wenn die Tiere sich noch bewegen. Aber nicht, wenn sie schon auf dem Boden liegen. Griff verhungert auch gerade. Ja. Pex, kannst du aber vielleicht... Aber erstmal verarzten ist erstmal wichtiger. Kann ich Pex auch einfach nur jetzt füttern lassen, während er verarztet wird? Oh, gut, lass mal testen. Ich weiß gar nicht so genau. Nee, nicht. Ich glaube, es geht nur eins gleichzeitig. Aber er stirbt jetzt auch nicht direkt. Er hat unterernährt. Das steht irgendwie kurz vorm Verhungern, wenn sie kurz vorm Sterben sind, also es geht noch. Okay. Das wäre so unangenehm für ihn, aber er stirbt jetzt nicht dran. Boah, ey, das ist aber auch hier wieder alles. Oh, no. Ja, das war klar. Gut. Halt, stopp. Einmal gute Medizin. Nehmen wir gewöhnliche oder nehmen wir Glitzerwelt? Ja, gewöhnliche reicht. Gewöhnliche ist schon sehr gut. Okay. Glitzerwelt würde ich mir wirklich so für Notfälle aufheben, die ist echt krass. Dann... Griff heißt Griff, weil er immer übergriffig wird. Oh, oh Gott. Oh. Ist das, wird er jetzt Mod bei dir?
Ja, Griff ist ja kein Mensch hier aus dem Chat, glücklicherweise. Euloga Nikli, Freibeurerin vom Imperium der Epis, wurde mit der falschen Person im Bett erwischt. Oh mein Gott. Daraufhin sperrte sie diese ein, um sich von ihr zu distanzieren. Sie möchte, dass du die eingesperrte Person Edward für 5 Tage bei ihr in Verwahrung hältst, bis der Skandal abgeklungen ist. Dafür kriegen wir Plastahl, einen besseren Ruf mit dem Imperium oder 3 Ehre. Ich würde sagen, besserer Ruf mit dem Imperium ist keine sagen. Schlechte Idee, oder? Dann können wir den zusammen mit Griff... Wer ist hier der Dreckige? Du Affärenmensch. Oh, es hat fast Pex umgehauen hier. Da liegt er. Er wurde betäubt, der Eddie. Der hat mit einer hochrangigen Person geschlafen. Aber verfüttert er gerade den Panther an Griff? Ja, war halt sonst gerade kein Essen in der Nähe und Griff hatte halt Hunger, ne? Also nimmt man halt, was da ist, ja, klar. Ne? Also... Beggars can't be choosers und so, ne? Also, ne? Ja. Ja, gut. Panther geht ja noch. Wart mal ab, bis er die tote Schwester, die daneben liegt, an Leute verfüttert. Ach ja. Ach, Scheiße, Rimworld. Gut. So, und Fuck No müssen wir nur verwahren. Wir können ihn auch einfach nur auf dem Boden schlafen lassen. Ja. Den Gefangenen. Ich kann jetzt mal umchillen. Vielleicht lockt er den Panther an. Achso, nee, ich meinte schon in den Knast bringen, so. Aber der braucht jetzt kein Bett oder so. Gott, ey, wie das hier aussieht. Hier heißt er Fuck No. Fuck No hat mit der hier Imperiumspolitikerin geschlafen. Der muss deswegen jetzt hier, der darf nicht auffallen. Der muss verwahrt werden. Was ich auch gerade sehe, wir sollten vielleicht einen Panther wegtragen. Weil der blockiert gerade die Tür. Ja. Da gibt es eine Mod gegen, dass es das nicht mehr passiert, aber ich finde das eigentlich ganz lustig, wenn es beim Kämpfen und so passiert. So, dein Kolonist geht down, die Gegner strömen deine Basis, good times. Das ist schön, ja, klingt super. Mhm. So, aber jetzt 20 Uhr. Schon, das ist ja der blanke Wahnsinn. Das ist insane. Die Zeit vergeht bei RimWorld, das ist krank einfach nur. So, bei mir kommt jetzt gleich mal Theo. Deswegen bedanke ich mich erstmal, Martin. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und oh Gott, der Panther wird jetzt weiter verfüttert hier. Ey, hört einfach nicht auf. Lass uns mal quatschen, wann wir das weitermachen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock. Mhm. Ich glaube, der Chat auch. Und wir werden das auf jeden Fall weiterführen. Ziel ist es, ein Raumschiff zu starten. Raumschiff starten und vielleicht Griff umerziehen, dass er keine Frauen mehr verprügelt, ne? Wäre. Und den Sexskandal auflösen. Wäre auf jeden Fall das Langzeitziel, ja. Oder Raumschiff starten mit Griff alleine drin, weil Griff zum Mond geschossen wird. Vielleicht können wir den ja irgendwo hin transportieren lassen. Ja, also ich sehe da Möglichkeiten. Geil. Hat aber mega Spaß gemacht. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank. Wir quatschen, wie es weitergeht. Machen wir. Geil, Martin, dann dir noch einen schönen Stream und wir hören uns. Dankeschön. Bye-bye. Und schönen Feierabend, I guess, ne? Ja, ebenso. Achso, also, du hast noch ein bisschen, ne? Ich ein bisschen weiter, aber... Ja, ich Streaming, weiter. Arbeit. Guti, mach's gut. Tschüss. Bye-bye.